Sind wir jetzt, bin ich zu hören? Gib mal eine kleine Rückmeldung. Lautstärkemäßig Musik von dem Spiel und so. Und ich glaube, das können wir eigentlich ein bisschen leiser machen. So. Also könnt ihr euch gerne melden im Chat, wenn euch da irgendwie was auffällt vom Ton her. Laut hier. Meine Fresse. Da höre ich den Tengil gar nicht, der nämlich auch im Hintergrund noch hier dabei ist. Hallo Tengil. Ja, hallo Koali. Schön dabei zu sein. Ja. Kann man den Tengil auch ganz gut hören, Leute? Ich hoffe schon. Der hilft mir nämlich heute ein bisschen hier, weil wir spielen ja heute hier Wolves of the West Wind. On the West Wind, nicht off, on the West Wind. Und guck mal, der Gevatter meint, man kann dich gut hören. Und ja, ich finde das ja mal ein bisschen blöd, wenn man mit sich selbst spricht. Deswegen habe ich den Tengel geschnappt und den verpflichtet, dass er mitmachen muss. Ja, wie man halt auf einen vernünftigen Seekreuzer kommt, ne? Man macht schon halt. Genau, ja. Ja, das Ganze ist eine Virtual Novel. In Aventurien spielt das Ganze. Und ich habe schon mal ganz kurz reingeguckt, einfach mal um zu schauen, wie das aussieht, wo ich mich hier hin platzieren muss mit meinem Bild. Ich habe noch nicht viel vom Spiel gesehen, aber wir spielen ja heute ein ganz neues Spiel. Das Spiel ist noch nicht draußen, das kommt erst nächste Woche raus. Und jetzt bin ich gerade natürlich mal wieder überfragt, wann genau, verdammt. Und ich meine am 25. wäre der Release auf Steam. 25. Ja, genau, okay. Das vertraue ich dir einfach mal. Gut, dass ich dich dabei habe, siehst du. aber ich habe vom Entwickler ein Steam-Key bekommen, dass ich es jetzt schon spielen kann mit euch. Deswegen steht da in der Ecke oben auch Werbung, weil ich mir das Spiel nicht kaufen musste. Also ich krieg kein Geld von denen, ich krieg nur das Spiel. Aber das reicht ja, ne? So. Und wir machen aber jetzt nicht so viel Geplänkel vorne vor. Vielleicht noch ganz kurz für die Leute, die den Tengil nicht kennen. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor. Und warum machst du hier nie mit? Ja, ich mache mit, weil du hast irgendwo mal im Discord geschrieben, von wegen, ob das denn Sinn machen würde. Also, ob einer Bock, ob du das machen würdest. Und hat geschrieben, ja, weil ich überlege ja selber, ob ich das so holen wollte. Und dann kam mir von dir der Vorschlag auch dann. Guck doch mit, dann machen wir das zusammen und dann kannst du dich besser entscheiden. Ja, und wo bin ich jetzt hier gelandet? Ansonsten bin unterwegs. Ich. Genau, ansonsten ja, spiele ich Pen and Paper selber, meistens mittlerweile wieder Gott sei Dank offline. Online hat zwar auch Spaß gemacht und gerade um in der schlimmen Zeit die Runden zu halten, aber ich persönlich bevorzuge das Spielen am Tisch. Ja. Aber ansonsten, ja. Bin jahrelang Pause gemacht, bin halt erst vor vier, fünf Jahren wieder zurückgekommen ins Hobby. Also für dich ist Aventurien jetzt auch kein unbeflecktes Land? Nein, ich glaube, ich habe 85 schon Silvana befreit, das erste Mal. Ah, siehst du. Perfekt. Also sind wir beide, können wir beide uns irgendwie anheften, dass wir so halbwegs verstehen, irgendwas verstehen von dem Setting, in das wir uns jetzt gleich reinbegeben. So, wir gehen nämlich nach Torwahl. Übrigens, wenn ihr jetzt hier irgendwie ein total ausgekügeltes, mega geiles Spielerlebnis, also virtuelles Gaming erwartet, das Ganze ist sehr, sehr, sehr zurückgefahren. Das werdet ihr gleich sehen. Also es ist eigentlich eher so ein illustriertes Buch, würde ich es mal sagen. Ein interaktives, illustriertes Buch. Aber gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Neues Spiel machen wir. Und jetzt können wir am Anfang direkt aussuchen. Entweder wir spielen Nedime. Nedime ist eine Magierin. Oder wir spielen Alrik. Natürlich ist es Alrik, ja. Alrik, der Söldner aus Andergast. Gucken wir mal hier. Also Alrik hat 30 Gesundheit, 18 Ausdauer. Du bist Alrik,
Durnenalt, ein altgedienter Söldner aus Andergast, der sein Leben damit verschwendet hat, die Schlachten anderer Leute zu schlagen. Du bist als Beschützer eines nostrischen Händlers nach Torval gereist, der auf dem Weg zu wichtigen Gesprächen mit dem Hetman von Isleifel, Ulfgar Firunjason, ist. Die Namen werden mich heute töten, ich sehe das schon hier. Der hat Kampfgespür und Wuchtschlag. Und ich bin hier ein bisschen über dem Wuchtschlag, aber gut. Aber wir haben eben schon im Vorfeld uns entschieden, wir spielen natürlich Nedime, weil wir beide wissen wollen, warum sie aus den Tulamidenlanden in Torval gelandet ist. Und ich muss, glaube ich, jetzt mal nochmal zurückgehen und diese Musik geht mir auf den Sack. Tut mir leid. Das ist mir zu laut. Selbst so noch. Eigentlich jetzt auch noch, aber gut. Oh, nee, stopp, das ist falsch. Zurück zum Hauptmenü. Neues Spiel. So, das habt ihr kurz gesehen, wo ich schon war. So, also wir spielen Nedime. Du bist Nedime Sabah Jair, eine Magierin aus den Landen der Tulamiden, die darum ringt, ihre Ausbildung abzuschließen. Und dann geht ihr nach Torval. Ja. Du warst in den Norden gereist, um bei den Runa Yasko, einer Gemeinschaft torvalscher Magier, Hilfe zu suchen. Da sie dich abgewiesen haben, kehrst du nun in den Süden zurück, ohne einen Plan zu haben, wie es weitergehen soll. Ist jetzt von der Voraussetzung, also ich als Spielleiter würde jetzt schon mal sagen, du reist also einmal quer über den ganzen Kontinent, um dich bei einer Magiergilde als Magier zu bewerben, die, naja, in der magischen Szene jetzt nicht so unbedingt die besten, Status hat. Aber welche Gilde will man sonst gehen als in die Runa Yasko? Ja. Guck mal, der Gevatter sagt, es gab auch einen Slider für Hintergrundmusik. Warte. Tatsache. Ja, anscheinend. So, wir spielen also als Nedime die Magierin. Wir haben 18 Gesundheit, 30 Astralpunkte. Und wir haben einen Blitzdichfind und einen Orkanofaxius. Und spielen mal. Akt 1, Kapitel und so begab es sich. So, und das ist jetzt auch schon so der Stil des Ganzen. Es ist sehr, sehr entschleunigt. Das heißt, wenn ich nicht irgendwo drauf drücke, dann geht auch nichts weiter. Und genau, das ist unsere Nedime. Und du stolperst fast über dein Gewand, als du vom Weg hechtest und hinter einen Baum springst. Warum das denn? Als du mit den Händen hart auf den Boden aufschlägst, hörst du den Pfeil vorüber schwirren und lässt dich auf den Boden fallen, auf den Bauch fallen. Ja, jetzt wissen wir auch, warum wir laufen. Da ist wohl jemand hinter uns her. Das Blut rauscht dir in den Ohren und dein Atem geht rau und schwer. Was geht hier vor? Der Weg sollte doch sicher sein. Jetzt haben wir schon unsere erste Entscheidung, Tengil. Mhm. Entweder wir versuchen, die Angreifer zu finden. Oder wir bleiben nah am Boden. Oder wir versuchen, uns leise zu verhalten. Ich weiß jetzt nicht, wo der Ausschluss zwischen dem zweiten und dem dritten ist. Also gehen wir auf Konfrontation oder versuchen wir uns hier durchzusneaken? Ja, als Magierin. Ja, das ist ein bisschen... Ist ein bisschen... An und für sich würde ich sagen, ich will versuchen, den Angriff ausgebildete zu finden. Magierin. Also wenn du bei Torval schon rausgeschmissen wirst, ich stelle das jetzt mal nicht in Frage. Ja. Aber wir sneaken, oder? Bleiben wir denn nah am Boden oder versuchen wir uns leise zu verhalten? Wir bleiben nah am Boden, ne? Ja. Okay. Guten Abend, XP. Schön, dass du da bist. Bleiben wir am Boden. Mitten in der Nacht, inmitten umherfliegender Pfeile, ist es wohl am besten, sich nah am Boden zu halten. Okay, es ist also Nacht. Ganz langsam schiebst du dich vorwärts, wobei du darauf achtest, so nah wie möglich am Boden zu bleiben. Ja, das haben wir ja gerade ausgewählt, ist doch klar. Okay.
Doch dann hörst du sie und aus einem Reflex heraus drehst du dich um, um sie auszumachen. Chakraga, nein. Du kannst nichts sehen, was sich in den Schatten bewegt, aber du hörst viele schwere Schritte und viele laute Stimmen. Okay, was sagen die Stimmen? Wird uns nicht gesagt, aber gut. Die nächste Stadt ist nicht weit entfernt, geht es dir durch den Kopf. Du solltest einfach loslaufen. Doch schon nach kürzester Zeit fällt dir das Rennen schwer. Vielleicht ist es besser, sich zu verstecken und sie vorbeiziehen zu lassen. Das wollten wir doch gerade sowieso machen. Warum sind wir denn überhaupt losgelaufen? Ich hadere schon wieder als Rollenspieler mit den Vorgaben eines Spiels. Ja. Erstens sagt man uns nicht, was die Stimmen sagen, und dann entschließt sich der Spielleiter auch noch zu bestimmen, dass wir loslaufen. Ja, wir müssen dann halt, also, dann halt schön Pfeilhaken reiten, ne? Ja. Also wir sollten jetzt hier, entweder wir versuchen weiter zu rennen oder wir versuchen uns zu verstecken. Also logischer wäre für mich erstmal zu verstecken, ne? Ja, wir wollten uns ja eben schon verstecken, ne? Von daher. Ja. Jetzt versteck dich endlich! Ja, das ist der bessere Plan. Sofort beginnst du dich nach einem Ort umzusehen, an dem du dich verstecken könntest. Neben der Straße verläuft ein Graben und wenn du dich flach auf den Bauch legst, wo wir, ach Gott, ja, können sie dich nicht sehen, wenn sie nicht genau hinschauen. Das war doch eben schon der Plan. Du kriechst in den Graben und rollst dich herum und bleibst ganz schnell liegen, während du versuchst, dem Drang zu widerstehen, dich nach deinen Angreifern umzusehen. Dein Verstand rast. Du kannst keinen klaren Gedanken fassen. Die Anspannung verdrängt alle Zauber, alle Formeln, die du je kanntest, aus deinem Geist. Okay, jetzt können wir noch nicht mal mehr zaubern. Ja. Dieser verdammte Druck. Jedes Mal. Als das Rauschen deines Blutes in deinen Ohren etwas abebbt, nimmst du andere Geräusche wahr. Stimmen. Sie werden lauter. Sie kommen näher. Es sind schwere Schritte, die ebenso schnell trommeln wie dein Herz. Mühsam und langsam drehst du deinen Hals so, dass du aus dem Graben schauen kannst, in der Hoffnung, deine Verfolger zu erspähen. Sie sind beängstigend nah, werden nun aber langsam, während sie versuchen, irgendeine Spur von dir zu entdecken. Hier haben wir schon unsere Gegner, eine Frau mit Axt und ein Mann mit Bogen. Und wieder hat uns das Spiel vorgegeben, dass wir uns rausgeschrecken, wo wir das nicht wollten. Ja. Aber gut. Der erste hat bereits einen weiteren Pfeil aufgelegt. Der zweite folgt ihm mit einer furchterregenden Axt in beiden Händen. Das ist ein Er? Okay, whatever. Okay. Das sind zwei Männer. Und nun siehst du auch die anderen aus der Dunkelheit kommen. Wenn du etwas tun willst, dann jetzt. Okay, was tun wir? Wir flüchten, wir lenken sie ab oder wir wirken einen Zauber? Also aufgelegter Fall, den er ja schon hat, ist die Flucht wahrscheinlich sehr kurz, wenn ich das so... Eigentlich ein Zauber, da wenn er richtig reinhaut, sind die vielleicht so beeindruckt, dass sie... Ja, selber, Ich kann ja nicht so richtig gut zaubern, haben wir ja eben festgestellt, ne? Ja, gut. Wind, gut, das ist... Zumindest ist er dann... Wir spielen ja nicht umsonst einen Magier, wir gucken einfach mal, wie das funktioniert, wenn wir einen Zauber wirken, oder? Genau, würde ich auch sagen. So. Spüret Mardas Gabe! So. Ein Mittel, ein extremes Mittel, kommt dir in den Sinn, als du einen Baum in der Nähe entdeckst, dessen Wurzeln offen liegen. Okay. Es ist ein Zauber, den du geübt hast. Ein Zauber, den du in der Lage sein solltest zu wirken. Ja, welcher denn? Und so konzentrierst du dich und beginnst langsam die Formel in deinem Geist zu formulieren. So leise und subtil, wie du denkst, dass du damit durchkommst, fängst du an, die notwendigen Gesten zu verführen. Du hoffst entgegen aller Hoffnung, dass du nur dieses eine Mal unter Druck nicht versagst. Okay, wir wirken einen Orkanofaxius. Ja. Ein Luftstrahl gegen eine Wurzel von einem Baum. Warum nicht gegen die... Egal, ich stelle es nicht in Frage. Zack. Du drückst dich hoch, so schnell du kannst, bevor du deine Magie entfesselst.
Aus deinen ausgestreckten Fingern löst sich ein Luftstoß, der mit enormer Geschwindigkeit vorwärts schießt. Sie hören dich und sie sehen dich, aber es ist viel zu spät. Dein Zauber trifft den Baum, woraufhin er zu Boden stürzt. Direkt in den Weg deiner Verfolger, was dir genug Zeit verschafft, um zu entkommen. Und so rennst du. Du konzentrierst dich so sehr auf deine Flucht, dass du nicht einmal die Stadt auf dich zukommen siehst. Du gerätst in Panik und wirfst dich wieder auf den Boden, als ein weiterer Pfeil in die andere Richtung an dir vorbeifliegt. Halte durch! Komm schon! Du achtest nicht darauf, woher die Stimme kommt oder wem sie gehört. Zu diesem Zeitpunkt denkst du nicht wirklich nach, sondern versuchst nur, dem Pfeilhagel zu entgehen. Und so hechtest du durch die Schar der Torvaler Krieger, die sich nun außerhalb der Stadtpalisade in Stellung bringen. Eine von ihnen klopft dir auf die Schulter, als du an ihr vorübereilst und völlig außer Atem über die Schwelle des Stadtohrs schlitterst. Hinter dir ertönen Schreie, als die Schlacht beginnt. Doch alles, was du fühlst, ist eine überwältigende Erleichterung, denn entgegen all deiner Erwartungen hast du es tatsächlich geschafft, dich in Sicherheit zu bringen. Der Kampf dauert nicht lange und deine Verfolger werden von den Verteidigern der Stadt schnell aufgerieben. Tobala, das Wohl! Die waren ja auch schon geschwächt, ne, durch den... Ach nee, wir haben ja auf den Baum geschossen und nicht auf die Gegner. Okay. Können wir für uns nichts verbuchen, glaube ich. Ja doch, wir haben die ja so abgelenkt durch den magischen Einsatz. Genau, die waren total überrascht und Torvaler sind ja abergläubisch. Und das ist auf einmal so ein Baum umfällt, ne? Ja. Sie stellen dir viele Fragen über die Jagd, während sie dich in die Stadt selbst einladen. Und dann kannst du dich endlich eine Weile ausruhen und deine Lasten ablegen, bis der Morgen kommt. Okay, Szenenwechsel. Es ist eine kalte, aber strahlende Sonne, die über den strohgedeckten Dächern von Eisleifs Fell aufgeht, um dich am nächsten Tag zu begrüßen. Hab ich denn gepennt? Irgendwo... Langhaus, wie sich das gehört. Ja, in irgendeinem Langhaus, ja. Du fühlst dich, als hättest du deine Augen kaum geschlossen, als bereits das Sonnenlicht durch das Fenster dringt. Eine sanfte Brise zupft an deiner Kleidung, der Geruch von Salz in der Luft wirkt belebend. Ha. Genauso muss es sich anfühlen, Torval. Ne? Ich mag Torval, du? Ja. Eine meiner Lieblingsregionen in Aventurien. Mhm. Das wohl. Die Stadt erwacht um dich herum, als ob nichts geschehen wäre. Die Menschen öffnen ihre Läden und bieten dir ihre Dienste feil. Am Himmel kreischen Möwen. Über den Lärm hinweg hörst du das Fauchen von Blasebälgern und das Klirren eines Hammers auf Stahl, als sich ein Schmied an seine Arbeit macht. Fremdling! Mein verzweifelter Versuch, eine weibliche Stimme nachzumachen. Gerade machst du an einem Stand mit frisch gebackenen Broten und Brötchen halt, als du ihren Ruf vernimmst. Ich glaube, ich sollte das mit den Stimmen lassen, oder? Ja. Das ist ein bisschen albern. Nicht besser damit. Du erkennst sie sofort als eine Kämpferin, die dir an der Palisade zu Hilfe kam. Unter den übrigen Stadtbewohnern sticht sie mit ihren ungleich farbenfrorenen und hellerem Gewand hervor. Okay. Mein Name ist Estrid Ulfgarsdottir. Wir haben uns kurz gestern Abend getroffen. So, jetzt können wir sie begrüßen. Morgen sagen. Mhm. Dann können wir sagen, die Tochter des Hetmanns. Woher sollen wir das wissen, dass sie die Tochter des Hetmanns ist? War da nicht unter... Anders, war da... das war, wissen wir, der Andergaster müsste das wissen. Sie selber nicht. Ja, stimmt. Der Andergaster, der hatte irgendwie sowas... Ja, genau. Vielleicht gehört das hier zur Allgemeinbildung in Torvald, dass man weiß, wer Estrid Ulfgard dort hier ist. Vielleicht kennen wir Ulfgard. Ulfgar. Ja. Das könnten wir machen, oder wir können auch sagen, wie kann ich dir helfen? Ja.
Oder eigentlich, ja, machen wir. Lass mal helfen. Wir fragen Sie, wie wir helfen können. Expi fragt, was ein Hetman ist. Ein Hetman ist, ja, sowas wie der Bürgermeister, würde ich mal sagen, von dem Dorf. Also die Torvala teilen sich ja ein in so kleine Grüppchen, die sich so auch in den Dörfern irgendwie immer versammeln. Otajaskos meistens. Obwohl, das sind nochmal die kleineren. Oder Otterskins dann auch, ne? Genau. In den Dörfern selber. Genau. Und die Hetmänner sind quasi die, die da das Sagen haben. Oder Hetfrauen gibt's auch. Aber hier scheint es ein Hetmann zu sein. In ganz Torval gibt's dann auch noch die oberste Hetfrau. Das ist dann die ist in Torval selber. Ich weiß gar nicht, ist es von der Zeit her, ist die immer noch da? Nee, die müssen mittlerweile. Ist, glaube ich, irgendwie. Wir haben, glaube ich, seit dem der neuen Torval-Erweiterung, glaube ich, ist auch wieder ein Hetmann da. Ja. Also zu Phileasons Zeit war das noch eine Hetfrau. Ja. So, aber wir fragen, wie kann ich dir helfen, Estrid Ulfgarstotir? Wie kann ich dir helfen? Kurz winkt sie etwas verblüfft über deine Frage, dann nickt sie und gewinnt ihre Fassung zurück. Was ist denn das? Warum ist die außer Fassung geraten, weil wir sie fragen, wie wir helfen können? Das war doch nett. Tor war da echt komisch, ne? Wir müssen uns ja auch in das Mindset eines Thulamiden, einer Thulamidin hineinversetzen, ne? Ja. Du kommst sofort auf den Punkt. Mein Vater wird das zu schätzen wissen. Er möchte mit dir über den Angriff sprechen. Oh, jetzt schieben die uns das in die Schuhe, wetten? Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Unter Protest deines leeren Magens folgst du Estrid. Sie führt dich weiter ins Landesinnere und schiebt sich durch die Menschenmassen, während die Stadt um euch herum erwacht. Landesinnere. Ja. Fühlt sich falsch an. Ja, irgendwie ein komisches Wort in dem Zusammenhang. Ja. Ich will ehrlich sein, sagt sie, Fremdling. Dieser Angriff war ziemlich beunruhigend. Ja, habe ich auch so empfunden. Wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert, soweit es in unserer Macht steht. Wir haben einen Ruf zu verlieren. Und dann können wir jetzt antworten. Die Straße sollte doch sicher sein. Und dann können wir sie fragen, ob es keine Patrouillen gibt. Ja, echt mal jetzt hier beschweren. Wir können unbescholtene Thulamidinnen nicht mehr auf der Straße rumreißen. Oder wir können auch sagen, es waren einfach nur Banditen. Ja. Das wäre das Betonen des Offensichtlichen, ne? Wir betonen das Offensichtliche, dass es keine Patrouillen gab? Nee, dass es Banditen waren. Ach so, dass es Banditen waren. Okay. Ja. Weil Straße, die so auf der Straße war sie ja anscheinend ja auch nicht unterwegs. War ja dann eher schon noch irgendwie im Querfeld ein, ne? Ja doch, da gab es zwar diese Straße und dann den Straßengraben, wo wir uns reingeschmissen haben, ne? Ja gut, okay. Ich meine, was sind schon Straßen? Ich meine, Torwalsche Straßen mit thulamidischen Straßen zu vergleichen, ja, also. ja, die... Gebe ich... Lass mal in Horasia nach Torwal kommen, damit er endlich mal Beutelland Straßen zu bauen in Torwalsch. Oh, jetzt kommen wir die ganzen Sachen, ja. Okay, es waren nur Banditen, Mann. Ich nehme an, man kann kaum etwas gegen Banditen tun. Das waren keine Banditen, Fremdlinge. Das waren Friedlose. Dun, dun, dun. Sie wurden geächtet, weil sie schreckliche Verbrechen begangen haben. In ganz Torval sind ihnen Herd und Heim verwehrt. Okay. Vielleicht, weil sie Banditen waren. Es ist üblich, dass sie sich auf den Olportsteinen versammeln und Handelsschiffe angreifen, wenn sie sich ihrer Überlegenheit sicher sind. Machen das nicht alle Torvaler? Also jetzt nicht bei den Olportsteinen, aber so auf Raubzug gehen? Er hat Plünderfahrt. Hm. Also eine ordentliche Plünderfahrt, die geht ja nicht unbedingt gegen Handelsschiffe. Handeln wollen die Torwale ja auch, ne? Es sei denn, jetzt gegen Walfänger oder... Genau, ich wollte gerade sagen, ja.
Seinen sind Leute, die mit Walfleisch handeln, ja. Oder mit Sklaven. Genau, ja. Okay, wir wollen jetzt auch nicht zu kritisch sein hier, alles klar. Gut. Das ist es, was diesen Angriff so beunruhigend macht, dass es Friedlose waren, okay. Wir müssen rasch handeln, um die Verantwortlichen zu finden. Mhm. Estrid verfällt daraufhin in düsteres Schweigen. Du bist etwas beunruhigt, als ihr den sanften Hang in Richtung der Halle des Hetmanns hinaufsteigt. Der Kampf war fast so schnell vorbei, wie er begonnen hat. Viele deiner Angreifer waren beim ersten Blick der verteidigenden Recken geflohen. Oder weil der Baum umgefallen ist. Kann natürlich auch sein. Ne? Diejenigen, die dir geholfen haben, haben dich schnell in ein Langhaus gebracht, damit du dich ausruhen und erholen konntest. Ja, das ist gut gewesen. Dankeschön. Sie wirkten ein wenig nervös, aber du dachtest, es läge einfach an der Überraschung des Angriffs. Jetzt scheint etwas Größeres im Gange zu sein und dass der Hetmann mit dir darüber sprechen will, ist beunruhigend. Der Lärm der Stadt schwillt weiter an, als immer mehr Leben in die Straßen kommt. Je höher ihr kommt, desto weniger beengt erscheint alles, die Abstände zwischen den Gebäuden werden größer. Kurz darauf findet ihr euch auf einem weiten, offenen Platz wieder. Estrid winkt dich zu einer großen Halle, die sich uralt und unverrückbar vor euch erhebt. Szenenwechsel. Oh, haben sie das schön gemacht. Ja, doch. Ich finde ja auch, erinnert mich immer so ein bisschen an Skyrim, ne? Weißt du, Skyrim gespielt? Nur geguckt, also ich hatte da Morrowind hatte ich noch gespielt, vor allem. Elder Scrolls. Aber so auch so ein bisschen, also ein bisschen Rohan-Feeling kommt auch mit auf. Aber wenn man die Häuser sieht. Genau, ja, richtig. Ja, die Verzierungen, ne? Ja. Ja. Ich meine, gut, die haben wir alle irgendwie, es ist so bald Wikinger-Style, ne? Genau. Nordmann-Style. Sie stößt die riesige Doppeltür zur Halle auf, ohne zu klopfen oder abzuwarten. Du bist etwas überrascht von der Größe des Raums. Lange Bänke flankieren den Weg zum Tisch des Hetmanns. Riesige Leuchter hängen von den Dachsparren. Eine Handvoll Trophäen sind an den Wänden angebracht, eine Erinnerung an den Triumph derer, die in Isleifs Fell regierten. Die Luft ist abgestanden und riecht nach Essen, Feuer und Schweiß. Komische Kombo, ja. Estrid. Vater, ich habe unseren Gast gefunden. Estrid führt dich zum Tisch im hinteren Teil der Halle, der so aufgestellt wurde, dass jene, die dort sitzen, alle anderen überblicken können. Der Hetmann schaut auf den Ruf seiner Tochter hin von seinem Gespräch auf und erhebt sich rasch, als sie euch nähert. Das ist ja hier der Hetmann, ne? Wie gerade man... Doch, ja. man sieht meinen Mauszeiger. Er begrüßt dich warm und herzlich mit ausgebreiteten Armen und einem begleitenden Lächeln. Er nickt dir zu. Ulfgar, sei gegrüßt, Fremdling. In Swafnirs und Travias Namen bist du hier herzlich willkommen. Das ist doch schön. Eine große Auswahl an Fleisch, Fisch und Brot bedeckt den Großteil des Tisches in Reichweite des Hetmanns und seiner Familie. Jetzt können wir wieder was sagen. So, übrigens, XP oder so, wenn ihr hier reinguckt und ihr generell Fragen zum Setting oder so habt, wenn ihr das nicht wisst von DSA oder so, fragt ruhig. Genau, wir werden versuchen, uns da vernünftige Antworten zu geben. Wir sind beide keine DSA-Lexika, aber wir tun unser Bestes. Ja, Lexikon ist Arbeiten. So, das ist ein richtiges Festmahl, können wir sagen. Wir können sagen, ich danke dir, Hetmann. Oder du wolltest mich sprechen. Ich würde sagen, erstmal bedanken, ne? Genau, oder? Das finde ich auch sehr höflich, ne? Ja. Ulfgar winkt ab, während du die Stufe zu seinem Tisch erklimmst.
Es ist nur gut und recht, Fremdling. Bitte setz dich. Das ist Brand. Er ist der Godi der Stadt und schon seit vielen Wintern ein Berater der Hetleute. Er sieht ein bisschen zwielichtig aus, oder? Naja, als Seher, als Wundschmeißer. Er hat so die Mundwinkel so nach unten. Guckt so düster, ne? Ja. Die sind halt alle ein bisschen zwielichtig. Die alle Torwaller sind zwielichtig. Ja, ich. Ja. Du meinst die Godis, ne? Mhm. Er deutet auf einen der älteren, schon fast gebrechlich wirkenden Mann mit schweren Roben, der am Ende des Tisches sitzt und isst. Brand wirft dir einen langen Seitenblick zu, der dich sofort verunsichert, aber er sagt nichts und kaut weiter. Ohne einen weiteren Atemzug zu verschwenden, geht der Hetman dazu über, den anderen, jüngeren Mann am Tisch vorzustellen. Ich nehme an, du hast meinen jüngsten, Rask, hier bereits kennengelernt. Ach Gott. Wie sollte ich den kennengelernt haben? Habe ich was verpasst? War da was im Langhaus heute Nacht? Wer weiß, was im Langhaus passiert. Der guckt schon so verwegen. Ne? Sind wir eigentlich hier oben? Achso, hier oben ist das Menü, alles klar. Raskir nickt dir knapp zu, während er sich ein bisschen Brot in den Mund schiebt. Anschließend greift er nach einem Krug und nimmt einen langen Zug. Er scheint zu zögern, doch nur für einen Moment, dann nickt er dir höflich zu. Der weiß, wie man flirtet. Nun, ich muss dich das fragen, Fremdling. Was hattest du überhaupt auf der nördlichen Straße zu suchen? Das ist eine gute Frage. Ich bin auf der Reise gewesen. Ich will dir nicht zu nahe treten, es ist nur selten, dass Leute wie du aus jener Richtung kommen. Ach so, daher weht der Wind, okay. Leute wie du, schon klar. Jetzt können wir sagen, ich bin auf Reisen, wie ich das gerade auch schon gesagt habe, ne? Oder ich habe Olport besucht, können wir auch sagen. Ja, das ist ja gar nicht verkehrt. Die Runa Jasko ist ja in Olport. Mhm. Also der zweite ist halt, wir sind ein bisschen offen, ne? Und das erste wäre, wir sind ein bisschen so, na, was geht dich das an und so, ne? Aber die sind ja alle freundlich bisher, deswegen ja. Können wir da ruhig irgendwie, ne? You got Janet, sagt, der hat Rückenschmerzen. Wer jetzt? Der Junge, der Godi, ich glaube, da ging es um den Godi. Der Godi. Ja, könnte sein, ne? Hallo, das sah Daniel. Auch so aus. Schön, dass du da bist. So, also wir sind mal offen. Ich bin auf dem Weg zurück nach Süden von Olport, Hetman. Ich wollte in der Runa Jasko studieren, vorübergehend. Ach, das hat der Rask hier gesagt. Ist der auch Magier? Weird. Okay. Als du nickst, richtet sich Jaskier auf, seine Augen leuchten neugierig. Ah ne, wir haben das gesagt, aber jetzt... Okay, alles klar. Ulfgar, eine solche Reise ist meistens nicht von Erfolg gekrönt. Sie nehmen Fremde nicht leichtfertig auf, erst einmal gemerkt, ne? Ja nun, das weiß ich jetzt. Du ertappst Estrid dabei, wie sie von dir zu ihrem Vater und wieder zurücksieht und plötzlich sehr angespannt wirkt. Nun, wie dem auch sei, Tatsache ist, dass ihr hier nicht hättet angegriffen werden sollen. Das ist ziemlich beunruhigend. Dann sagen wir, erlaubt mir offen zu sein, ihr scheint deswegen nervöser zu sein, als ich erwartet hätte. Und sie scheinen nervöser zu sein als ich. Raskir schmunzelt, bevor er einen Schluck aus seinem Krug nimmt und nach vorne greift, um eine Handvoll Brot aus dem Leib zu reißen.
Der lässt sich nicht irritieren, ne? Ja. Und weißt du, was bedeutet, ein Friedloser zu sein, Fremdling? Ja, das wissen wir jetzt. Das hat die Estrid uns erzählt, das können wir ihm verraten. Oder wir können nochmal sagen, nö, weiß ich nicht. Aus Erfahrung. Nicht aus Erfahrung, ne? Nicht aus Erfahrung, nein. Estrid verbirgt ein Schmunzeln über deine Verwirrung hinter einem Kelch, während Raskir sich mit einem finsteren Blick nach vorne lehnt. Oh oh, jetzt haben wir uns verscherzt mit dem. Diejenigen, die dich letzte Nacht angegriffen haben, haben schändlichste Verbrechen begangen. Ja, sie waren Banditen. Sie sind eine Schande für ihre Ahnen und sie wurden aller Ehre beraubt, die sie hatten und jemals haben können. Ja, 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 ja. Sie werden niemals Frieden vor den Göttern finden. Sie werden niemals an Swafnirs Seite kämpfen oder an Travias Tafel trinken. Das ist tragisch. Deshalb werden die Friedlosen verachtet und verstecken sich unter sich auf den Ulportstein. Ich könnte ja jetzt mal so zurückwerfen, so als philosophische Frage, wenn die so ausgeschlossen werden, was sollen sie denn sonst machen, als Leute auf der Straße zu überfallen? Oder? Ja, da ist schon was dran, ne? Aber mal gucken. Raskir, es ergibt keinen Sinn, dass sie in großer Zahl auf das Festland zurückkehren. Okay, okay, also dass sie sich so zusammenrotten, das ist wohl das Bedrohliche. Aber wenn es eine Gruppe von ihnen ist, dann stellen sie eine große Gefahr dar und wir müssen sie aufhalten. Ja. Eine unangenehme Stille legt sich über die Halle, während du verarbeitest, was Raskir gesagt hat. Mitten in diese Stille hinein räuspert sich der Hetman und spricht dich über sein Getränk hinweg an. Ich habe dich hierher gerufen, um dich um deine Hilfe zu bitten, Fremdling. Ich weiß nur sehr wenig über Magie, aber ich glaube, dass du sie einsetzen könntest, um uns zu helfen. Ja, jetzt werden wir wieder auf unsere Magie reduziert, schon klar. Gut. Zumindest habe ich in der Vergangenheit viele Geschichten gehört, in denen uns Magie zu Hilfe kam, aber mein Sohn hat recht. Sie sind für Torvala ziemlich offen, was Magie angeht. Finde ich. Na gut, wenn die in der von den Ulbrochstein sind, also die Runa Jasko selber, also die Ulbrochter Magier, sind ja schon auch. Ja. Wir haben vielleicht auch schon öfters mit denen zu tun gehabt, ja. Ja, auch gerade als Elementarmagier auf den Drachenbooten, ne? Ja, ja. Also klar, dass die Magier haben und die auch zu nutzen wissen, klar, ne? Aber ich habe da halt immer so ein Bild von den Torvalern, dass die immer so. Ja, das. Die sind die komischen, die Magier. Ja gut, abergläubig ja, aber generell die Magie ist halt in Aventuren ja generell der Gang und Gäbe auch irgendwo. Ja. Wir müssen uns mit den Friedlosen befassen. Ja, das wissen wir jetzt inzwischen schon. Ist okay. Ich möchte, dass du dich ihnen anschließt. Oha. Nur wir drei? Was? Wer wir drei? Ach so. Ja. Die beiden. Tochter, Sohn und. Wir sollen uns den an. Okay. Mhm. Können wir sagen, also das können wir fragen. Also Nedim ist genauso verwirrt wie ich. Oder Nedim sagt, ich bin keine Kriegerin. Könnte ich mir gut vorstellen, ne? Ja. Oder ich habe noch eine lange Reise vor mir. Wenn sie zurück will in die Tulamidenlande, hat sie in der Tat noch eine lange Reise vor sich. Also die Frage, wie ausgestattet ist sie mit Bargeld und sonstigen Sachen? Sie sieht schon recht wohlhabend aus. So von. Ja. Schulgeld für die Runa Jasko muss man auch erstmal haben. Aber ich finde, wir können ruhig mal betonen, dass wir keine kriegerischen Absichten haben. Ja. Und dass wir das nicht können, ne? Also, ja, doch. Kann man machen. Ich bin weder eine Kriegerin noch eine große Kämpferin. Ich bin mir sicher, dass ich eher eine Belastung wäre, würde ich euch begleiten. Estrid meint, du bist weit gereist, um hierher zu kommen, Fremdling. Es muss viele Monate gedauert haben. Oh ja. Mhm.
Ich kann nicht glauben, dass es dabei nicht wenigstens ein paar Schwierigkeiten gab, gegen die du dich zur Wehr setzen musstest. Ich denke nicht, dass du eine Belastung wärst. True? Da hat sie einen Punkt. Raskir, du hast bereits gesagt, dass du eine Magierin bist. Okay, ja. Ja, aber das... Als es wieder still im Raum wird, bemerkst du ein schwaches, unangenehmes Gefühl in deinem Hinterkopf. Du kannst es nicht einordnen, aber es verstärkt nur das Unbehagen, das sich schon den ganzen Morgen in deiner Brust festgesetzt hat. Ulfgar, wenn du sofort aufbrechen willst, organisiere ich dir gern ein Schiff, das dich an jedweden Ort bringen kann. Guter. Ja, ja. So, ich habe gehört, Methana soll ganz schön sein um diese Jahreszeit. Das wäre so der ultimative Slap. So, bring mich mal zu euren Erzfeinden. Den Horasien. Oder du bist eingeladen, hier als Gast zu bleiben, zumindest für eine Weile, wenn du es wünschst. Also ich meine, sie hat ja nun auch bewusst versucht, bei den Torvalern zu studieren. Also ich denke mal, die hat auch irgendwie eine Faszination für die. Also, ne? Also. Ja. Von den dreien ist Ulfgar der Einzige, der geduldig auf deine Antwort zu warten scheint. Estrid versucht zumindest, ihre Unruhe zu verbergen, indem sie zwischen den kleinen Bissen ihres Essens zu dir aufschaut. Raskir hingegen gibt sich keine Mühe, seine Angespanntheit zu verbergen und starrt dich über seine Mahlzeit hinweg an. Ach, jetzt auf einmal ist er angespannt. Eben hat er irgendwie gefressen wie sonst was. Aber gut. Wir können ihn jetzt fragen, ob irgendwas nicht stimmt. Oder wir können sagen, wann wir segeln. Aber dann wären wir wohl vorbei. Wenn wir das Amt haben, glaube ich, um. Ne? Also wenn wir das Angebot mit dem Schiff annehmen, ist das Abenteuer rein eigentlich vorbei. Hm. Außer wir werden von den Friedlosen überfallen, aber... Ja. Daunen meint Nadime, die Thylamidin, die nach Torvar geht, um eine Otter zu gründen. Genau, ja. Das war der Plan. Ja. Ist ein bisschen gescheitert, glaube ich, ja. So, etwas stimmt nicht. Ja. Etwas stimmt hier nicht. Du verheimlichst mir etwas. Im selben Moment rollt Raskir frustriert mit den Augen. Estrid seufzt und reibt sich die Iren. Der Hetman bedeutet den beiden schnell mit einem Zeichen, sich zu beruhigen, verlagert seinen Sitz und legt bedächtig eine Hand auf den Tisch. Wir versuchen nicht, dich zu täuschen, Fremdling. Es sind... Jetzt kommt der Godi wieder ins Spiel. Es sind Dinge in Bewegung, die sich deiner Kontrolle entziehen, Fremdling. Der Unbekannte am Ende des Tisches war während des gesamten Essens so ruhig, dass du seine Anwesenheit bereits vergessen hattest. Ja, so unbekannt ist er doch gar nicht. Der hat dir noch vorgestellt, oder nicht? Ja. Aber man will ihn vergessen. Mhm. Downey meint, welcher Tisch? Der steht mitten im Raum. Ja, du musst dir das übertragen vorstellen. Am Ende des Raums ist doch der Tisch und eine Bank und oder eine Seite. Downey, ein bisschen Fantasie. Echt mal. Gut, so. Jetzt beruhigen wir uns mal mit Downey, ne? Und jetzt Fantasie. Der sitzt am Tisch. So, da hinten, diesen da. Jetzt aber fixierst du ihn, als er eine Fischgräte ausspuckt und zu dir zieht. Oh, schon. Bah! Ungehobeltes Barbarenvolk. Vorstellung, ach ja, sorry, ich hab vergessen, es ist ein Rollenspiel. Ja, es ist. Okay, der Godi ist mir nicht sonderlich sympathisch, muss ich sagen. Nee, aber das sind halt Godis, ne? Ja. Und unter seinem Blick stellten sich dir die Nackenhaare auf, ja? Brand, es ist der Wille der Runias, dass du hergekommen bist. Mhm. Wenn sie nicht gewünscht hätten, dass du hier bist, wärst du nicht den ganzen Weg hierher gekommen. Und doch bist du hier und dass du uns mit dieser Angelegenheit hilfst. Der Hetman wollte nicht, dass ich es dir sage. Er dachte, du könntest anzweifeln, was die Runias uns offenbart haben. Ein Blick zum Hetman verrät dir, dass er ein gewisses Maß an Bedauern über den Ausspruch des Godis empfindet.
Doch abermals wartet er auf deine Antwort. Jetzt können wir fragen, was haben denn die Runias gesagt? Sie können nochmal auf das Schiff gehen. Jetzt will ich auf das Schiff. Wenn die Runias ins Spiel kommen, gehe ich aufs Schiff. Also eigentlich ist sie ja neugierig, ne? Als Magierin. Ja, ja, genau. Denke ich auch. Oder man könnte sagen, aus freien Stücken sind wir hier. Eigentlich ist ja von den Friedlosen reingetrieben worden, ne? Das stimmt, ja. Das wäre eine Lüge, ne? Ja. Aber freiwillig ihren Torwall, vielleicht meinst du das. Ja, das ist... Aber ich will wissen, was die Runias gesagt haben. Genau. Was haben dir die Runias gesagt? Dass eine unbekannte Gandkonda, eine Magierin, wie ihr Südländer sagen würdet, uns bei dem, was kommen wird, helfen würde. Oha. Mhm. Das passt auf mich, ja. Bevor du hierher kamst, haben wir nicht verstanden, was es bedeutet. Ah ja. Okay. Aber dann haben dich die Friedlosen zu unserer Türschwelle gejagt. Die Runias haben uns ihren Willen offenbart. Ja, man kann es so auslegen, das sehe ich ein, ja. Es tut mir leid, dass ich nicht ganz offen zu dir war. Warum hast du das überhaupt was gibt es für einen Grund, diese Info zu verbergen? Man muss ja als Hetman auch ein bisschen geheimnisvoll bleiben. Echt? Na gut. Estrid, mehr können wir dir nicht sagen, Vater. Können wir jetzt nicht sagen, Vater. Entweder wird der Fremdling uns helfen oder eben nicht. Aber da ist also noch mehr. Jetzt hat sie uns neugierig gemacht, also mich. Mhm. Du bist dir sehr deutlich bewusst, dass alle drei gerade auf deine endgültige Antwort warten. Doch während du stumm über seine Worte nachdenkst, schweift dein Blick zurück durch den Raum zu dem Godi. Er hat sich in seine eigene kleine Welt zurückgezogen, kaut auf einem getrockneten Fisch herum und starrt ins Leere. Doch du spürst, wie die allgemeine Spannung zunimmt und dir nur wenig Zeit bleibt, über deine Entscheidung nachzudenken. Zumal der Hetman und seine Familie offenbar alle ihre Mahlzeit vergessen haben und ihre Aufmerksamkeit gänzlich auf dich gerichtet ist. Der Gedanke, dass deine Ankunft von Eisleifs Fell vorherbestimmt war, lässt dich ein wenig zusammenzucken. Aber das erklärt zumindest die plötzliche Veränderung ihrer Stimmung, als du deine magische Begabung erwähnt hast. Habe ich das? Das kann ich kriegen. Hast du irgendwann mal gesagt? Ich weiß es auch nicht. Gut, wir haben ja gezaubert, ne? Ja, aber bevor wir sie kennengelernt haben, ne, eigentlich. Aber es konnten, werden die vielleicht schon gesehen haben. Hm. Daunel findet die Frau mit dem Schild sympathisch. Ja, ich bis jetzt auch. Er Raskir war am Anfang auch mal ganz sympathisch mit seinem Dackelblick. Aber, naja, der hat sich ein bisschen verschärft. So. Da ist er wieder, der Instinkt, der dich warnt. Er entspringt einem unbewussten Teil deines Verstandes. Jetzt... Weiß nicht, verfolgst du die G7 beim Pölle? Ja. Nicht, dass das so ein Ding ist wie mit Feders Charakter hier, ne? Unbewusster Teil des Verstandes und so. Mhm. Dackelblick, der wirkt arrogant und dümmlich. Ja, okay. Fantasie, Downey, Fantasie. Wir sind uns einig, Fremdling. Sind wir uns einig, Fremdling? Du sitzt noch einen Moment lang fassungslos da, dann bist du überwältigt und ohne es zu merken, nickst du ein einziges Mal. Komm, eigentlich bin ich so weit, dass Nedime das jetzt ziemlich cool findet. Oder? Meinst du nicht? Ich habe wohl keine andere Wahl oder ich bin einverstanden. Dann doch lieber aus freien Stücken einverstanden sein, als ich muss sich so gezwungen hingeben. Wir müssen es ja auch ein bisschen in die Torwaldsche Kultur hinein, ne? Irgendwie so zurückhaltend und so ist halt nicht so.
Einverstanden klingt gut, mein Daumen, ja. Rüße? Ja, einverstanden. Einverstanden, Hetman. Daune ist das sagt. Genau, Daune, wenn. Dann muss das. Ich werde helfen, wo ich kann. Dein Wort, mein Pfand. Von seiner heiteren Art ist nicht mehr zu spüren. Er gibt sich grimmig und reserviert, während er nickt. Ulfgar, ihr solltet euch alle darauf vorbereiten, so schnell wie möglich aufzubrechen. Gute Jagd. Okay, wir gehen auf die Jagd. Oh. Der Segen der Jagd. Du triffst dich mit den Kindern des Hetmans Estrid Raskir, um dich die bevorstehende Aufgabe vorzubereiten. Start oder abbrechen. Kann man auch auf irgendwas anderes klicken hier? Nee. Können doch das Schiff nehmen. Aber wenn das das Dorf ist, ne, dann passt die Beschreibung, die wir gerade hatten, nicht so richtig, oder? Also eben in der Beschreibung war irgendwie dicht gedrängte Häuser und dann geht man einen Hügel hoch und dann ist da so ein Langhaus. Ich meine, das könnte noch passen, aber... Ja gut, also in der Mitte ist ja die Halle, das ist klar. Ja. Also am Rand sind ja so Häuser dann, zumindest zwischenzeitlich was, aber... Was heißt dicht gedrängt? Soll das Torwall sein? Nein, das ist nicht Torwall, das ist irgendwie so ein Dorf in der Nähe... Isleifsfell oder Isleifsfell. Genau, Isleifsfell, genau, in der Nähe von Olport. Gibt's das eigentlich auf der Karte? Warte, ich guck mal eben in die Avis-Pfade rein. Gibt's den Ort wirklich? Kann man den finden? Torwall, wo man den Olport, das ist hier weiter oben, ne? Ja. Ja. Olport ist ziemlich oben, ja. Nein, der ist nicht eingezeichnet. Also zumindest nicht in der Nähe von Olport. Aber das würde dann wiederum dazu passen, wie klein das hier aussieht. Ich schau mal auf Derek Globus. Er macht das mal. Also die Wiki Aventuria sagt auch nichts dazu. Ja, wird wohl ein ausgedachtes neues Ding sein. Ja. Es gibt halt doch noch unbekannte Flecken in Aventurien. Klar, also ich sag das ja auch immer. Irgendwie, es ist halt sehr viel beschrieben schon. Aber ja. Es ist immer noch genügend Platz da, um sich eigenes Zeugs zu basteln. Ja. Im schlimmsten Fall machst du halt so eine kleine Stadt, die Gareth war gerade platt und so dein eigenes Dorf. Ja. Ich finde halt nur die Beschreibung, wie eben das Dorf dargestellt wurde, habe ich mir das größer vorgestellt. Ne? Irgendwie so mit so verschiedenen Vierteln, irgendwie, ne? Man geht halt durch erst so ein Handwerkerviertel durch und dann irgendwie werden die Häuser etwas weiter und dann kommt die Halle. Aber hier sieht das ja irgendwie alles so ein bisschen, also ist ja bisher in 2 Minuten einmal quer durchgelaufen. Okay, also wir können nichts anderes machen, außer hier mit Estrid und Rask hier uns vorzubereiten. Isleifsfell, genau. Die Vorbereitungen dauern nicht lange. Du wirst angewiesen, so wenig wie möglich mitzunehmen, denn ihr werdet schnell reisen und im Zweifelsfall eben unbequem schlafen. Na super. In Wahrheit gibt es wenig, was du tun kannst. Du hast keine Waffe, keine Rüstung, aber wenigstens einige Zauber, von denen du sicher bist, dass sie dir gelingen werden. Ja, 2, ne? Also, das hatten wir Blitz, dich find und Orkanofaxius, ne? Orkanofaxius, genau. Ein Stab sehe ich gerade, ne? Genau, aber sie ist ja auch keine Magierin, deswegen hat, also keine Ausgebildete, deswegen hat sie keinen Stab. Hm. Macht schon Sinn, ne? Oder sie hat einen ganz kleinen und der ist in der Tasche hier. Ja. Schon oder als Haarnadel versteckt, ne? Genau, ja. Schon bald fragst du dich, warum du dich auf ein solches Unterfangen eingelassen hast. Ja, Torwaldsche Kultur kennenlernen. Es ist alles ein großes Abenteuer. Kann man Bücher. Die Aufgabe, ich dachte sie auch auf der Art der Jasko, in der Oder Jasko zugelassen. Genau.
richtig. Du bist keine Kämpferin. Du kennst zwar die Theorie grundlegender Selbstverteidigung, aber du hast sie noch nie im Zorn angewendet. Ja, das ist auch gut so. Und zu einem Überfluss machen dir die Worte des Godi noch immer zu schaffen. Torvala messen dem Willen ihrer Runias sehr viel Bedeutung zu. Mhm. Während der Wochen, die du auf Reisen durch Torval verbracht hast, hast du häufig gehört, wie man über sie als Teil des täglichen Lebens sprach. Du hättest nie erwartet, dass es dich plötzlich so betrifft, also so persönlich betrifft. Ist es wirklich ihr Wille, dass du jetzt hier bist? Wenn ja, warum? Warum nicht jemand anderes? Könnte auch Alrik sein, ne? Diese Fragen nagen an dir, egal wie sehr du daran ringst, sie abzuschütteln, bevor du die Palisade erreichst. Estrid und Raski erwarten dich dort. Beide machen eine deutlich imposantere Figur, ausgerüstet und bereit für den Kampf. Sie quittieren deine Ankunft mit einem stummen Nicken, während sie deine Ausrüstung mustern, wie um herauszufinden, ob du gut vorbereitet bist. Willst du gerade was sagen? Nee, alles gut. Hatte da nur so einen kleinen Aufrutscher gehabt. Ach so. Du könntest jetzt sagen, also wir könnten sagen, wir brauchen mehr Kämpfer. Oder wir sagen, nun gut, erledigen wir das. Wenn es zwei vernünftige Kämpfer sind, ist ein Dritter als Magier oder für andere Fertigkeiten vielleicht auch ganz gut. Mhm. Ist außerdem wäre es ein bisschen beleidigend, ne, wenn wir jetzt die beiden sehen und sagen, hey, wir brauchen mehr Kämpfer. Als Andergast würde das vielleicht sogar noch passen. Das stimmt, ja. Wir sagen aber nun gut, erledigen wir das, ne? Ja. Let's go. Also gut, wenn es schon sein muss, dann lasst uns schnell hinter uns bringen. Also ich habe das jetzt anders gesagt, aber gut, Spiel will es dann. Raske stößt ein herzhaftes Lachen aus und deutet auf dich, während er seine Schwester anschaut. Ich mag den Fremdling. Ach. Sie schenkt euch beiden ein schiefes Lächeln, deutet aber schnell an, dass ihr euch beruhigen sollt. Nehmt euch ein Zimmer. Estrid. Jetzt nun nicht übermütig werden. Selbstüberschätzung wird uns schneller umbringen, als ein Friedloser vermag. Richtig. Die ist schlau, die Frau. Bevor wir beginnen, werden wir Svafnir um Segen bitten. Willst du dich uns anschließen? Wofür betest du, können wir fragen? Ich kenne eure Gebete nicht, können wir sagen. Das wäre nicht angemessen, können wir sagen. Mach's gut, Naune. Viel Spaß beim Spielen gleich. Genau. Na, also eigentlich, ja, bei Svafnir, okay, den kannst du nicht unbedingt kennen. Wenn es jetzt ein Segen von Tavia gewesen wäre, hätte ich gesagt, müsste sie eigentlich kennen, so, oder sollte sie kennen, aber Svafnir muss ihr ja nicht unbedingt wirklich was sagen. Hm. Können das ja erstmal ein bisschen low machen, können erstmal fragen, wofür wir beten, ne? Ja, okay. Wofür genau brauchst du den Segen, wenn ich fragen darf? Stärke und Tapferkeit im Angesicht eines gefährlichen Feindes. Hm? Fühl dich nicht unter Druck gesetzt, Fremdling. Für uns ist das Tradition. Ihr Bruder bemerkt es nicht, aber du hörst die kleine Pause in ihrer Erklärung. Wir haben diese Pflicht zu erfüllen. Für dich gilt das Angebot nur, wenn du es wünschst. Aber ich bin sicher, die Götter würden es begrüßen. Dann werde ich mich euch anschließen oder nein, danke? Doch, also kommen wir sind ja auf Forschungs-, müssen, ein bisschen Forschungsreise. Müssen, also, wir haben jetzt einmal dazu gestimmt, dann machen wir es auch durch. Genau, also wenn Torvaler sein, dann richtig. Ne? Wir wollen uns hier integrieren in die Gesellschaft. Oh. Okay. Dann wäre es mir eine Ehre, mich euch anzuschließen. Estrid verneigt sich als Zeichen dafür, dass sie deine Entscheidung anerkennt, bevor sie sich abwendet und den kleinen Kreis auflöst, den ihr auf der Straße gebildet habt. Als sie sich entfernt, bemerkst du einen Augenblick lang Enttäuschung und Besorgnis in ihren Augen. Enttäuschung?
gibt noch Zickenkrieg. Okay, hätte ich eben nicht erwartet, ne? Besorgnis, schon ja, eher, okay. Aber Enttäuschung. Raskiel hingegen kann seine Freude über deine Entscheidung nicht verbergen. Sie stellen sich nebeneinander auf, ein paar Schritte abseits des Weges von der Stadt. Du stehst unbeholfen neben Estrid, als beide ihre Waffen zu ihren Füßen ablegen. Raskiel verneigt sich zuerst und hebt seine Hände über seine Axt, wobei seine Handflächen zum Himmel zeigen. O Svafnir, tapferer Eroberer, unermüdlicher Jäger, wache über diese Axt und ihren Träger. Er spricht mit einer Heftigkeit, die du nicht erwartet hättest, und seine Stimme und lässt seine Stimme weithin hören, ohne einen Hauch von Scham. In deinem Namen und durch deinen Willen ziehe ich in den Kampf. Um die Ehre meiner Ahnen fortzuführen, um mich für den letzten Kampf zu wappnen, um mein Schicksal zu erfüllen. Dies ist mein Ziel. Gewähre mir nur ein Stück deiner göttlichen Kraft und lass mich obsiegen. Dann hebt er seine Axt wieder auf und wartet, bis Estrid ihr Gebet gesprochen hat. Sie wiederholt das Gebet fast Wort für Wort. Lediglich Axt weicht den Worten Schwert und Schild. Dann bist du an der Reihe. Oh Gott. Du brauchst ein gewisses Maß Kreativität, um die Worte des Gebetes, die sich auf eine Waffe konzentrieren, zu umgehen. Du entscheidest dich für Wache über mich und hoffst, dass es im Sinne des Gebetes ausreicht, um respektvoll zu sein. Ich dachte, jetzt müssten wir ja irgendwie das Gebet rekonstruieren. Das wäre jetzt... Wäre aber mal was Interessantes gewesen. Ne? Ja, das wäre so ein Spielplot-Ding gewesen, das ich cool gefunden hätte, ja. Ja. Aber Raskir nickt dir zu, als du den Kopf wieder hebst, um zu bestätigen, dass du es gut gemacht hast. Estrids Gesichtsausdruck ist viel schwieriger zu lesen, aber sie gibt sich selbstbewusst, während sie die Riemen ihrer Beinschienen noch einmal überprüft. Estrid, du übernimmst die Führung, Fremdling. Ach klar, die sich überhaupt nicht auskennt, geht vor. Ja. Führe uns dorthin, wo ihr zuerst angegriffen wurdet. Von dort aus nehmen wir ihre Fährte auf. Okay, das macht Sinn. Das macht ja noch Sinn. Ja. Kapitel Menschenjagd. Schnell habt ihr den Punkt erreicht, an dem du am Vortag Deckung gesucht hast. Können wir mal kurz schon mal recappen bisher. Also wie gefällt dir das Ding bis jetzt? Also storytechnisch gibt einiges her, finde ich. Wenn man es jetzt einfach mal so als Story selber nimmt, ne? Mhm. Aber ich sag mal jetzt von gut, ist war klar, es war ja kein richtiges Spiel, insofern nehme ich das, aber es hat so ein paar, ich finde auch nicht passende Auswahlmöglichkeiten teilweise gehabt, die für mich nicht irgendwo dabei sind. Nicht logisch. Mhm. Ja. Aber alles im anderen, es kommt schon ein bisschen Feeling auf, ne, das, so ein, was ja. Man so hat. Also das ist für mich auch mit, also für so ein, gerade beim DSA-Spiel sollte schon ein Aventurien-Feeling auftauchen. Ja, das Feeling kommt auf jeden Fall rüber, finde ich auch, ja. Also ich, das finde ich schon gut eingepackt. Weil das war ja zum Beispiel meiner Meinung nach bei diesem Big Book of Heroes, was sie da mal rausgebracht hatten, nicht ganz so. Also ich hätte mir, wie gesagt, wirklich so ein paar spielerische Elemente noch gewünscht, ne? Wie eben ja dieses Gebet-Ding da noch machen und so. Aber das wäre auch, glaube ich, noch machbar gewesen, aber gut, ist halt, das ist aber das, was ja angekündigt war. Also ist zumindest jetzt noch kein, wie soll man es denn ausdrücken, keine, Vortäuschung falscher Tatsachen oder so weiter. Also, ja, genau. Ist von vornherein gesagt worden, es ist keine, Eher ein Buch, ne? Ja. Ja. Mhm. Wobei ich würde mich jetzt auch mal interessieren, inwiefern die Geschichte jetzt auch abweicht, wenn man halt andere Sachen nimmt. Ich habe das Gefühl, dass es schon einen Einfluss hat, was ich auswähle, weil irgendwie eben auch die Reaktionen der Charaktere so ein bisschen irgendwie so ambivalent auch waren, so, ne? Ja, das ist so schön. Glaube ich auch, dass das teilweise, je nachdem, was da verärgerst du die ein bisschen oder. Mhm. Und
Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wenn man gesagt hat, wir gehen aufs Schiff, dass es dann zu Ende gewesen wäre. Das wäre für mich ein Totschlagsargument gewesen bei dem Spiel. Und dann, dass es dann halt eine komplett andere Richtung nehmen würde. Was ich mir halt bei solchen Spielen auch immer wünschen würde, das habe ich gestern bei Swansong auch schon gedacht, ne? Also ich meine, wir haben mal eine kurze Einleitung, was Vernidime ist, ne? Und was sie hier macht und so. Aber um so, sich so richtig in den Charakter so reinzufühlen, ich meine, so langsam kriegt man auch ein bisschen mit, so wie die tickt oder wie sich der Autor oder die Autorin Nidime gedacht haben. Aber ich hätte so ein bisschen mehr Input, so wie ist die drauf? Ne? Also ist die eher so verkopft oder ist die abenteuerlustig oder, ne? Also so ein bisschen so, wie soll ich die spielen? Quasi, ne, weil mal den Spielaspekt wieder ein bisschen hochzuhängen. Ja. Weil Entscheidungen zu treffen für einen Charakter, ich meine, wir wissen ja auch nicht, was sich der Autor dabei gedacht hat, als er die mir jetzt erschaffen hat. Wir haben jetzt hier den Vorteil, wir haben hier noch ein Bild dazu, ne? Aber das ist wie die Entscheidungsbücher damals, ja genau. Mhm. Die gibt es ja heute auch noch zuhauf. Also erleben wir ein bisschen auch ein Revival, ne? Ja. Aber gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Der Baum, den du mit deinem Zauber gefällt hast, liegt immer noch da und blockiert den Weg. Wäre der Baum nicht, könnte man glauben, hier wäre nichts passiert. Die Pfeile, die dich knapp verfehlt haben, sind leicht zu finden, aber du kannst keine Stiefelspuren erkennen. Okay. Estrid, sie haben von abseits der Straße aus angegriffen. Wenn wir den Hinterhalt finden, werden wir mehr Spuren entdecken. Mhm. Du führst Estrid und Rast geht zurück zu der Stelle des Hinterhalts und ihr beginnt nach Hinweisen zu suchen. Die beiden gehen sehr leise vor und du versuchst zu helfen, wo du kannst, während du dir den Kopf über die Details des Angriffs zerbrichst. Auch hier wieder, ne? Also so ein bisschen so... Zeig uns, also beschreib den Platz und dann irgendwie, ne, das Auswahlmöglichkeiten, was macht man, um zu helfen und so, das wäre cool gewesen, finde ich. Ja. Während du versuchst, ihnen nicht im Weg zu stehen, begibst du dich an den Rand des Weges und siehst dich nach Spuren um. Du entdeckst etwas, das ein Stiefelabdruck sein könnte, aber es könnte auch einfach nur eine Vertiefung im Schlamm sein. Doch sicher bist du dir nicht. Wer auch immer die Spur hinterlassen hat, scheint aus dem Norden gekommen oder dahin aufgebrochen zu sein, nicht aus dem Nordwesten, und wo du kamst. Also ich weiß nicht, ob es eine Spur ist oder eine Vertiefung, und trotzdem kann ich die Richtung erkennen. Ja. Und sie kommen aus dem Norden. Nicht aus dem Nordwesten, von wo er echt herkam. Moment, Nordwesten. Nordwesten. Nordwesten, ja gut, wenn sie da runter geht. Ist ja Oldport, ist ja im Nordwesten, ganz extrem auch. Mhm. Wenn es dann zurück ist, da kommt sie ja her. Wenn ich dir die Küste in der Nähe von Oldport angucke, also das ist ja ein Küstendorf, ne? Da müsste doch, Oldport ist doch eigentlich im Nordosten oder im Südwesten, wenn man die Küste lang geht. Also eigenartig. Naja. Ansonsten wäre sie halt im Inland. Ich glaube, das ist merkwürdig. Gut. Wir können die Geschwister informieren oder wir können versuchen, die Spur zu finden. Jetzt ist auch wieder so, können wir das oder können wir das nicht? Aus den bisherigen Beschreibungen würde ich eher sagen, wir können das eigentlich gar nicht. Deswegen weiß ich nicht. Was würdest du machen? Eigentlich würde ich versuchen, die Spur zu finden, selber erstmal, bevor ich die da aus irgendwas raushole. Die suchen ja auch für sich, ne? Ja. Wir gucken einfach mal, ob wir eine Spur finden. Genau. Du gehst in die Hocke, um einen genaueren Blick auf deinen Fund zu werfen und suchst nach der Stelle, wo eigentlich ein weiterer Abdruck zu sehen sein müsste.
Du bist so konzentriert, dass du nicht bemerkst, wie Estrid hinter dir erscheint und unwillkürlich zuckst du zusammen. Mit einem schnellen, scharfen Pfiff erregt sie Raskis Aufmerksamkeit und wendet sich dann mit einem besorgten Blick wieder den Spuren zu. Spuren, die nach Norden führen. Das ist ausgesprochen seltsam. Hey, ich hab die Spuren gefunden. Und es sind Spuren. Ich wusste das schon immer. Keine Vertiefung, Spuren. Das ist ausgesprochen seltsam, ja, ja. Aber jetzt wissen wir auch, dass Estrid uns nicht ganz traut, ne? Also es ist, hat sich ja angedeutet, ne? Wenn die so hinter uns steht und uns so beobachtet, ne? Raskir, die eigentlich am Anfang ja ganz, eigentlich ja ganz... Da war sie voll nett, ne? Rüberkommen, ne? Ja. Raskir, aber dort draußen gibt es nichts. Ein guter Tagesmarsch bringt dich an den Fuß der Hjaldrorberge. Die gucke ich mir aber jetzt, die müsste es ja irgendwie geben hier. Abispfade. Okay, also. Grauen Berge, ja, aber diesen. Hjaldrorberge, ja, okay. Das ist dieser Gebirgspass, der uns halt hier, der in dieser Halbinsel im Golf von Prem und im Hjaldingolf voneinander trennt. Mhm. So. Und Olport ist halt sehr, sehr viel weiter nördlich. Ja. Da, dann sind wir ja schon fast in Torwald wieder zurück, ne? Mhm. Ein guter Tagesmarsch bringt dich, wenn ich nördlich gehe, zu den Hjaldorbergen. Das heißt, ich bin unterhalb der Hjaldirberge. Okay. Fast in Torwald müssen wir sein, ja. Naja, sag das. Nur so bei Warnheim in der Ecke vielleicht. Oder noch da das Po. Ja. Also gut, das wissen wir auch, wo wir ungefähr sind, ne? Ja. Ich habe jetzt eher gedacht, wir werden weiter nördlich. Ich glaube auch, dass wir noch weiter in der Nähe von Oldport sind. Genau. Aber mit Nordwesten passt trotzdem immer noch nicht so richtig. Wenn man an der Küste sein soll. Lang ist und dann da den von Toss aus da durch diese Schlucht oder so weiter, dann Ribon dann da durch die Berge ist, vielleicht. Der ist hierher gekommen, vom Nordwesten. Wird es ja unbedingt, wird es ja vielleicht noch so ausdrücken, aber naja. Als Autor muss man aber auch keine Geografiekenntnisse haben. Okay. Van Arun, guten Abend. Ich wünsche dir auch einen guten Abend, ja. Ja, ja. Und Yugod Janet sagt, vielleicht mag sie dich auch nicht und will nicht, dass du mit den Herren anbandelst. Könnte sein. Wäre möglich. Naja. So wie der guckt. Da will man was Exotisches haben. Estrid, der perfekte Ort, um ein Lager zu verstecken, weit weg von den Städten und neugierigen Blicken. So, jetzt können wir fragen, warum sie niemand bemerkt hat. Dann könnten wir sagen, es könnten auch noch mehr da sein. Oder wir könnten sagen, würden sie einen ganzen Tag reisen? Einen ganzen Tag sich aus seiner... Ja, das ist in der Tat ein bisschen komisch, ne? Sich einen ganzen Tag lang gen Süden bewegen und dann auf irgendeinen Lauern angreifen. Andererseits, wenn das einzige Dorf in der Nähe ist. Ja gut, und ist kein Gruß, wenn die jetzt dann noch mit ein paar Leuten dabei waren. Oder die haben irgendwo in der Nähe vielleicht einen, der sie unterstützt oder irgendwie hilft oder sonst irgendwas, einen Kontaktmann. Ja. Den sie vielleicht auch. Ich finde, wir können ruhig mal fragen, wieso die noch niemand bemerkt hat sonst. Ja. Wenn sie so weit über offene Ebenen gereist sind, warum hat sie dann niemand bemerkt? Raskir meint, zweifelslos waren sie nachts unterwegs, aber zugegeben, das ist ein weiter Weg für eine derart kleine Beute. Also selbst wenn die nachts reisen durch die Ebene, müssen die ja Licht machen, ne? Ja. Also man reist halt nicht ohne das, also gerade in der Zeit glaube ich nicht, ohne dass man Licht macht. So. Und wenn das eine weite Ebene ist, was ich jetzt auch aufgrund der
Topografie, die ich jetzt so vor Augen habe, in Torvalda bei den Bergen auch nicht. Das ist, glaube ich, nicht. Richtige Ebene ist da ja eigentlich nicht. Ne? Aber gut. Mal gucken. Andererseits haben wir hier mit Friedlosen zu tun. Vielleicht treibt sie die Verzweiflung an. Das ist ein valider Punkt, ne? Mhm. Habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Estrid, komm. Wir sollten uns auf den Weg machen. Wir haben schon zu viel Zeit vergeudet. Estrid beschleunigt ihre Schritte, als ihr die Straße hinter euch lasst und euren Weg querfeldein antretet. Zumindest kommt ihr gut voran. Ihr bewegt euch zwar nicht über Flachland, aber immerhin sind es nur sanfte Hügel, die ihr im Laufschritt erklimmt. Okay, das würde dann auch, das sanfte Hügelland würde erklären, warum dann Licht auch nicht unbedingt gesehen wird. Ja. Doch von Norden siehst du die Berge immer näher rücken und dir ist klar, dass der Weg noch härter werden wird. Du gibst dein Bestes, um gleichmäßiges Tempo zu halten, aber es ist einfach eine Tatsache, dass du diese Art von Anstrengung nicht gewöhnt bist. Du läufst neben Raskir, der dich ermutigt und dir Ratschläge gibt, wie man sich mit dem richtigen Atemtechnik besser bewegt. Och, wie nett. Bei ihm sieht alles so viel einfacher aus, wie er mit seiner großen Axt in der Hand förmlich durch die Gegend läuft. So ein bisschen bewundert, so. Mit deiner großen Axt. Shut up. Eieiei. Selbst als er sich umdreht, um mit dir zu sprechen, wirkt er erstaunlich entspannt für seine Geschwindigkeit. Jetzt können wir sagen, ich wurde an einer Akademie ausgebildet, aber wurde sie doch gar nicht. Ja doch, Grundstudium und sowas hatte sie ja eigentlich, ne? Wollte ja dann nur so ein Fortschritt oder dann einen Abschluss oder dann noch ein Zusatzstudium machen. Also ich hatte gedacht, sie wollte an der in Ulport studieren, sie haben sie ja abgewiesen. Ja, ich sehe das aber auch fast eher schon fast als halb Zweitstudium an, wo sie dahin wollte. Dann wäre wirklich zu fragen, warum sie keinen Stab trägt, ne? Ja. Ja. Ich habe mich aber kann auch sein, dass ich da was falsch interpretiere, natürlich, aber. Ich habe mich auf Magie konzentriert. Oder genau, hier, die Yoga Journal meint, sie könnte auch angeben. Ja, ja genau. Ich wurde an einer Akademie ausgebildet. Flirten null, würde ich sagen, wenn man sowas gegenüber dem angibt. Snirkling, einen wunderschönen guten Abend. Und ich wünsche ich dir auch. Also, wollen wir angeben mit der Akademie oder wollen wir sagen, wir haben uns auf Magie konzentriert? Jetzt sagen wir, konzentrieren uns auf die Magie. Ja, ne? Es ist ehrlicher. Wir sind ja, wir haben, bis jetzt haben wir sie sehr, sehr ehrlich gespielt, ja. Ne? Nedime, ich habe mich recht stark konzentriert. Ich habe mich vor allem auf das Studium der Magie konzentriert. Als klar wird, dass das alles ist, was du dazu sagen kannst oder willst, grinst Raskir und lacht. Raskir, es muss sehr intensiv gewesen sein, wenn das alles ist, was du in der Zeit getan hast. Okay, die foppen sich schon gegenseitig, da geht auf jeden Fall was. Ja. Wir können schweigen, wir können verlass dich nicht drauf sagen oder wir können sagen ja und dann. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Sollen wir geheimnisvoll bleiben, dann schweigen wir, ne? Mhm. Ja. Finde ich auch. Das macht dich nur noch nervöser und du versuchst das Gefühl herunterzuschlucken, aber deine Kehle ist so trocken, dass du es kaum zustande bringst. Es dauert nicht lange, bis du Halt machen musst, um wieder zu Atem zu kommen, während die Geschwister eure Umgebung genau im Auge behalten. Langsam aber sicher gelangt ihr immer weiter nach Norden, immer näher an das schneebedeckte Gebirge heran. Estrid macht es sich zur Aufgabe, ein Auge auf die Spuren zu werfen, die noch immer zu sehen sind. Den Gesetzlosen, den Friedlosen, denen ihr folgt, war es offenbar egal, ob sie gesehen wurden oder Spuren hinterließen. Sie waren offenbar vollkommen auf ihr Ziel konzentriert, was auch immer das gewesen sein mag. Aber Estrid merkt man an, dass sie langsamer unterwegs waren als ihr. Sie merkt das an. Mhm. Kann man das an Spuren lesen, wie schnell jemand ist? Ich glaube, wenn du das wirklich kannst, kannst du vielleicht abschätzen, wie alt die Spuren sind. Mhm.
Und daran kann man natürlich schon feststellen, wie weit man weg ist oder so, ne? Kritischer Erfolg beim Spurenlesen. Du weißt sogar, was der Typ gestern gegessen hat. Wie viele Stunden habe ich schon verpasst, fragt der Snöbling. Wir streamen jetzt seit einer Stunde 20 ungefähr. Eine Stunde 30 streamen wir. Eine Stunde 20 so ungefähr mit, ich denke mal, so ein gutes Stündchen sind wir drin. Aber wir reden auch viel zwischendrin. Mhm. Also viel von der Story hast du noch nicht verpasst. Wir sind halt in so in das Dorf von den beiden reingegangen und haben ihren Vater kennengelernt und der hat uns einen Auftrag gegeben, mit den beiden zusammen die Friedlosen, die hier in der Nähe von dem Dorf uns in der Nacht überfallen hatten, ausfindig zu machen und den Gar auszumachen. Und mehr ist noch nicht passiert. Und jetzt suchen wir die gerade. Die Sonne steht an ihrem höchsten Punkt, als sie euren Marsch auf der Spitze eines Hügels stoppt. Estrid, okay. Jeder Anstieg wird anstrengender und ihr atmet tief durch, um euch zu erholen, solange ihr könnt. Estrid macht euch auf einem Wald am Fuß des Gebirges aufmerksam, den ihr nun deutlich vor euch sehen könnt. Es ist noch ziemlich weit entfernt, aber am Rand des Waldes liegt eine Siedlung, oder nicht? Ja, die Texte hätte man vielleicht auch mal nochmal durch ein Lektorat laufen lassen sollen. Waren doch jetzt schon einige. Da waren ein paar Fehler schon drin. Ne? Drin. Ich meine, das ist immer noch eine Presseversion hier, ne? Also es ist noch. Also ich weiß nicht, was die in den paar Tagen bis zum Release noch ob die dann noch was ändern und so. Kann gut sein. Das hier ist noch nicht die wichtige Version, das ist eine Presseversion. Endgültige, ne? Ja. Ja. Onkel Behemoth ist da. Hallo, ich grüße dich. Nein, du hast noch nicht viel verpasst, ja. Der Gevatter muss los. Ja, alles Gute, Gevatter, ne? Mach's gut. Und der Snöckling sagt, Quali mit Brille sieht viel gelehrter aus. Ich bin schon immer gelehrt. Ich habe an einer Akademie studiert. Ja, tschüss, Sarah. So. Selbst aus dieser Entfernung könnt ihr Rauch aufsteigen sehen, wie von einem Lagerfeuer und weithin sichtbar. Okay, da sind sie wohl, ne? Wir können nur fragen, denkst du, dass sie das sind? Hier sollten doch eigentlich nichts sein, können wir fragen. Oder was ist das für ein Ort? Also ich würde eigentlich schon interessiert erstmal, was das für ein Ort ist, bevor ich irgendwo hin. Würde ich Sinn machen. Ja, ich denke auch. Erstmal fragen, weil die kennen sich ja hier aus, ne? Sollte man annehmen, ne? Wo der Snöckling hat den Bot verärgert. Oh. Böse Bot. Mal schön aufpassen, ne? Nicht zu spammig werden. Was ist das für ein Ort? Irgendein Dorf? Er heißt Jalvik. Okay, jetzt gucken wir wieder. Gucken, gibt's den? Jalvik? Nicht da, wo ich jetzt vermute, dass wir sind. Seit vielen Wintern lebt dort niemand mehr. Okay. Er wurde aufgegeben, zu weit vom Meer entfernt und zu nah an den Bergen, um zu schwierig zu unterhalten. Macht Sinn. Sie müssen die ganze Nacht durchgerannt sein, um hierher zu kommen. Aber wir haben doch eben festgestellt, dass sie nicht unbedingt schnell gerannt sind, oder? Egal. Snöckling meint, er hat nur Klammern benutzt. Ich habe jetzt auch nichts wirklich gemeint, also nichts Schlimmes gesehen, meiner Meinung nach, aber. Nee, es ist. Manchmal sind die Bots hier ein bisschen.
Matti, ich muss mal gucken in meinen Einstellungen von dem. Mod Tools. Ah, ich habe einen Symbolschutz drin, ja. Wenn du zu viele Symbole benutzt, dann soll halt das verhindern, dass sie irgendwelche komischen Symbolbildchen oder sowas gemacht wird. Ja. Das würde ich eigentlich lieber drin lassen. Also, ja. Ja, ist alles gut, Snöckling. Ich wollte nur wissen, warum der das jetzt alles gemacht hat. Und ob ich das irgendwie anders machen kann. Muss ich mich nach dem Stream noch mal ein bisschen mit befassen, ob man den einen Ticken unradikaler machen kann. So, aber wir sind ja hier, also wir sollten vorsichtig sein, können wir sagen. Das ist perfekt. Als Steck, ne? Oder es gibt eine bessere Möglichkeit. Es gibt eine bessere Möglichkeit? Also, ist eine Frage, ne? Ja. Gibt es eine bessere Möglichkeit? Gibt es eine bessere Möglichkeit? Gibt es eine bessere Möglichkeit? Ja, Frage. Ich glaube, wir drücken mal unsere Bedenken aus, dass wir vorsichtig sein sollen. Mhm, ja. Als Magier macht das auf jeden Fall Sinn. Ja. Dann müssen wir vorsichtig sein, sonst sehen sie uns womöglich kommen. Mhm. Wir sind gut vorangekommen, obwohl es schon Mittag ist. Ich denke, wir können langsamer vorgehen. Raskir meint aber nicht zu sehr, irgendwas geht hier vor und das gefällt mir nicht. Estrid, aber nicht zu sehr. Irgendwas. Was? Lars selber. Es ist eine ernste Stille, die über euch hereinbricht, als ihr euren Weg fortsetzt. Es ist anders als vorher. Du spürst wieder eine Anspannung, und zwar nicht nur deine eigene, sondern auch die der anderen. Die Zeit scheint sich zu verlangsamen, während du dich auf die bevorstehende Begegnung vorbereitest. Noch einmal versuchst du dir, alle notwendigen Aspekte von so vielen Zaubern wie möglich ins Gedächtnis zu rufen. Es ist, als würde dein Geist besser als du selbst, als wüsste dein Geist besser als du selbst, dass euch ein schwieriger Kampf bevorsteht. Ja, die sollen kämpfen, oder nicht? Ja. Ich bin hier nur der Magier. Oder die Magierin, besser gesagt. Ja. Okay, Wechsel. Das ist das aufgegebene Dorf. Das sieht aber dafür, dass es aufgegeben ist, noch ziemlich intakt aus. Hm? Ja, ja. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja Nachmieter. Könnte sein. Hm? Es muss mitten am Nachmittag sein, als ihr endlich ankommt. Als der Weg unter euch weiter ab ansteigt, empfiehlt Estrid, langsamer zu werden. Bald kriecht ihr durch langes Gras langsam auf dem Bauch, um keine unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kannst du durch die Halme und das Schilf um dich herum Hjalvik sehen. Zumindest Teile davon. Können wir jetzt zu Raskir flüstern, er soll seine große Axt verbergen? Dort, wo das lange Gras endet, führt ein kleiner Feldweg von Westen nach Osten und in Richtung der Berge. Dahinter siehst du die Überreste eines sehr kleinen Dorfes, das auf dem unebenen Land am Fuße der Berge errichtet wurde. Eine Palisade versperrt dir die Sicht auf den Großteil des Dorfes, aber du kannst einige zerstörte Dächer erkennen. Mhm. Schön, dass du alles vorliest. Sehr angenehme Stimme. Vielen, vielen Dank. Ob du es glaubst oder nichts, habe ich ein Vortragscoaching gehabt. Also ich habe was vorgetragen und da kam jemand, hat sich das angeguckt und musste das bewerten. Und da waren auch große Teile dabei, so mit Vorlesen und sowas. Und der hat mich in der Luft zerrissen und hat gesagt, ich hätte eine fürchterlich unangenehme Stimme, ich würde ganz ultra schlecht vorlesen und man könnte sich überhaupt nicht auf das konzentrieren, was ich mache. Und ich sollte mir doch mal ein Vorbild nehmen an Leuten, die so Hörbücher oder sowas einsprechen.
Und ich dachte mir so, ich habe selbst schon ein Hörbuch veröffentlicht. Hast du da nicht mal da dein Drachenauge, im Auge des Drachens mal als Beispiel reingebracht? Ja. Also das war eine sehr, sehr merkwürdige Begegnung mit diesem Mann. Ja. Ich glaube, der hatte mich aber auch sowieso gefressen aus irgendeinem Grund. Naja. Nur, das kam mir gerade, ich kann ihn an den Snörkling verweisen und kann sagen, guck, andere Leute finden, dass ich eine schöne Stimme habe. Danke dir, das ist Balsam auf meine Seele, Snörkling. Wären da nicht die beiden Wachen, die am Tor stehen, würdest du sagen, dass hier schon sehr lange niemand mehr lebt? Estrid, sie rechnen mit Ärger. Warum sonst sollten sie Wachen aufstellen? Es sind zwei Wachen. Wir können es mit ihnen aufnehmen. Ja, da müssen wir mal leise sein, ne? Weil sonst kommt das ganze Dorf, ne? Ja. Können fragen, ob wir sie überraschen? Wir können sagen, dass es mehr als zwei sind, oder wir können sagen, das Ganze gefällt mir nicht. Ja. Also gefallen tut es mir auch nicht, aber... Also woher sollen wir wissen, ob es mehr als zwei sind? Ja, aber die Frage... Also ich würde sagen, aber die Frage, können wir sie überraschen? Das ist ja erstmal... Ja, die Einschätzung, die man dann hat, ne? Leise überwältigen und dann war's das, ne? Ja. Finde ich auch, ist okay. Können wir sie überraschen? Wenn wir nur schnell genug sind. Und was, wenn es schief geht, Fremdling? Wenn die im Inneren des Dorfes alarmiert werden, könnte das sehr schnell vorbei sein. Sie hat recht, Estrid. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Ah, er ist für uns. Aber sein echter Torwall ist ja, lässt ja sowieso die Beine brechen. Hast du deinen gewissen anderen Torwaller im Augenblick? Ja, ja. Ja, aber der hat ein Schild. Jetzt wieder, ja. Wollte gerade sagen, hat er doch, oder? Ein elfisches Schild. Ja. Ja, als Elfenritter passt das, ja. Wir können sagen, wir können zurückkommen. Wir müssen uns schnell etwas einfallen lassen. Bist du sicher, dass du das willst? Also, wenn wir jetzt schon mal da sind, zurückkommen, ist scheiße. Ja. Wir müssen uns schnell was einfallen lassen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Was auch immer wir tun werden, wir müssen es schnell tun. Du versuchst das Gebüsch um dich herum nicht zu sehr zu bewegen und schaust zu Estrid herüber, die sich gedankenverloren auf die Lippe beißt. Askir, festhalten. Seht, sie kommen die Straße herunter. Du reckst deinen Hals, damit du sehen kannst, was Raske bemerkt hat. Von Westen her schubst ein weiterer Gesetzloser einen Mann den Pfad hinunter in die Richtung des verlassenen Dorfes. Okay. Der Mann versucht verzweifelt, sich aus dem dicken und engen Seilfesseln um seine Hände zu winden. Unmittelbar nach ihnen folgt ein weiteres Paar, ein weiterer Gesetzloser und eine weitere Gefangene. Diese wehrt sich nicht so sehr. Okay, die nehmen also Gefangene. Interessant. Jetzt reicht's. Mal sagen. Oder nach Gefangene fragen? Oder das sind zu viele für uns. Jetzt sind es ja schon vier, ne? Mhm. Das wird langsam ein bisschen haarig. Gut, das sind ja die Gefangenen, ne? Wir fragen mal nach den Gefangenen. Sind das Gefangene? Serious? Ja. Raskir, damit ist die Sache klar. Ich gehe jetzt. Folgt mir oder lasst es bleiben. Oh. Schon spricht mein Machtwort. bevor er sich auch nur einen Finger breit bewegen kann, legt Estrid durch das langt Estrid durch das Gras und packt ihn am Arm. Jawohl, Estrid. Schlau, die Frau, ich sag's ja. Estrid, nicht bewegen. Askir, wir können diese Menschen nicht leiden lassen, Estrid. Da gibt es nichts zu entscheiden. Sie haben zwei Gefangene, was bedeutet, dass sie einen von ihnen töten könnten, nur
um ihren Standpunkt zu unterstreichen. Wir müssen vorsichtig sein. Wir können schweigen dazu, können Estrid nach ihren Ideen fragen oder wir können Raske nach seinen Ideen fragen. Also ich würde Raske auf jeden Fall nicht nach seinen Ideen fragen. Die sind offensichtlich. Also Estrid, glaube ich, würde ich da schon mal nachfragen lassen. Genau, wir fragen Estrid. Was denkst du, was wir tun sollten, Estrid? Sie braucht einen kurzen Moment, um ihre Gedanken zu sammeln, bevor sie nickt. Wir sollten umkehren, uns vom Wald aus nähern und versuchen, uns dort von dort aus durch die Palisade zu schleichen. Ja, kann man machen. Mhm. Wenn wir das schaffen, können wir mit jedem Friedlosen, dem wir begegnen, schnell und leise fertig werden, ohne den Alarm auszulösen. Dann können wir die Gefangenen befreien. Vielleicht finden wir sogar einen Weg, sie in Sicherheit zu bringen, bevor das echte Handgemenge beginnt. Du hörst, wie Raskir ein angewidertes Schnauben ausstößt. Raskir, und was ist, wenn sie die Gefangenen töten, bevor wir zum Wald geschafft haben? Was ist, wenn wir aufgehalten werden oder gefangen genommen? Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Leute sterben. Estrid, was würdest du denn tun? Für einen Moment herrscht Schweigen, während der junge Torvaler angestrengt nachdenkt. Doch dann hörst du ein tiefkehliges Seufzen. Wenn wir die Tore nicht stürmen können, dann werden wir um Einlass ins Dorf bitten. Na, super Idee. Also ich glaube, wir sollten uns das mit der Liebelei nochmal überlegen mit dem. Der Hellste ist ja wirklich nicht. Ja, Estrid, irgendwie habe ich gerade so Raluf-Vibes. Ja. Estrid, was? Raskir, sie werden uns nicht sofort angreifen. Wenn wir uns von der Straße aus nähern, werden sie abwarten. Das könnten wir nutzen, um uns ihnen zu nähern und die Wachen anzugreifen, bevor sie um Hilfe rufen können. Dann stürmen wir das Dorf, ohne Zeit zu verlieren. Neben dir schüttelt Estrid den Kopf und Link frustriert die Stirn auf den Boden. Estrid, so dumm kannst du doch nicht sein, Bruder. Wir sind in Unterzahl, so ein Angriff wird uns alle umbringen. Die Gefangenen sind schon längst aus dem Blickfeld geschleppt worden und es gibt keine Hinweise mehr auf die tatsächliche Anzahl der Friedlosen. Du hast einfach nicht genug Zeit, um über einen der beiden Pläne richtig nachzudenken. Welchen Plan du auch immer wählst, es wird nur wenig Zeit bleiben, ihn auszuführen. Ja, wir machen Estrids Plan, ganz klar. Also Raskes Plan ist ja das schon mal das Blödeste, was ich jemals gehört habe. Nedime, es ist einfach zu riskant, direkt anzugreifen. Wir sollten uns an Estrids Plan halten. Ich danke dir, Fremdling, sagt Estrid. Du siehst, wie sie zu ihrem Bruder hinüberschaut, mit einem Kopfschütteln, das du als ein Na also deutest. Raskir, na gut, na schön. Raskir klingt vor allem enttäuscht, aber Estrid hat sich bereits wieder in Bewegung gesetzt und kriecht langsam wieder zurück. Es dauert einige Zeit, sich aus dem Blickfeld der Wachen herauszuhalten und dann einen Haken zum Wald westlich von Jalvik zu schlagen. Unter dem dichten Blätterdach der Bäume sind die Anzeichen des Wechsels vom Herbst zum Winter viel deutlicher zu erkennen. In den Bergen hat es bereits ein wenig geschneit und die Luft ist kühl und frisch. Dein Atem bildet Wolken vor dir, während ihr den langen, ungenutzten Pfaden folgt, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Estrid ist auf die anstehende Aufgabe konzentriert und Raskir scheint immer aufgeregter zu werden, je länger die Reise anhält. Schließlich kommt ihr aber wieder an die Palisade, dieses Mal an der nordwestlichen Seite des Dorfes. Estrid befiehlt ihr, im Schatten der dickeren, höheren Bäume zu stehen zu bleiben, jene, die nicht gefällt wurden, um Platz für die Palisade zu schaffen. Du kannst eine Lücke in der hohen Umfriedung erkennen, durch die ihr drei leicht hindurchschlüpfen könntet. Also, ich sag mal so, wenn die sich in diesem Dorf da niedergelassen haben und da ist eine Lücke in der Palisade, also wenn ich der Verteidiger wäre, ja, hätte ich diese Lücke aber sowas von im Blick. Aber du kannst auch nicht damit rechnen, dass da irgendein Torwaller durch den Wald kommt. Die kommen doch alle über die Straße. Stimmt, die rechnen nicht mit Raskir.
Ihr müsst nur sicherstellen, dass ihr nicht entdeckt werdet. Estrid schleicht allein vor und späht durch die Lücke der Palisade. Nach ein paar Augenblicken gibt sie dir und Raski ein Zeichen, näher zu kommen. Du bist bemüht, keinerlei Geräusch zu verursachen, während du dir deinen Weg durch das Gebüsch bahnst. An der Palisade angekommen, versuchst du zu erkennen, was sich auf der anderen Seite befindet. Doch dafür ist der Winkel zu klein. Du kannst Stimmen ausmachen. Estrid hebt den Finger an ihre Lippen, während sie etwas beobachtet, das du nicht sehen kannst. Als die Stimmen verstummen, nickt sie und spricht in einem atemlosen Flüsterton. Es sieht nicht so aus, als wären sie auf Wache oder Patrouille, zumindest nicht hier. Aber ich kann die Gefangenen nicht entdecken. Wir werden uns hineinschleichen und uns aufteilen und das Dorf absuchen. Wenn wir sie nicht finden, bevor wir den Platz erreichen, werden wir die Friedlosen dort überraschen. Wir können jetzt fragen, was mit den Gesetzlosen ist. Oder wir können einfach sagen, verstanden. Also eben hieß es doch, wir haben... Vor allem, was machen, machen wir es schnell, ne? Also dann jetzt nochmal... Großarsch! Ich würde jetzt auch keine Diskussion mehr anfangen. Estrid hat, glaube ich, bewiesen, dass sie genug nachdenkt und gute Pläne macht. Folgen ihr einfach. Langsam und unsicher nickst du, um zu zeigen, dass du verstanden hast, und konzentrierst dich auf die bevorstehende Aufgabe. Du siehst und hörst noch einmal genau hin, um sicher zu gehen, dass du nicht direkt in den Weg eines Friedlosen läufst. Dann schiebst du dich mit der Schulter voran durch den Spalt und quetscht dich geräuschlos zwischen den Holzpfosten hindurch. Noch bevor du ganz hindurch bist, nimmst du deine neue Umgebung wahr. Das ist also Jalvik. Du nimmst dir einen Moment Zeit, um eine Bestandsaufnahme von allem zu machen, was du sehen und hören kannst. Oh, ist ja echt Magier-like, sehr gut. Wohin du auch schaust, überall stehen alte, verfallene Holzhäuser und Gärten, die mit wilden Blumen überwuchert sind. Aufgebrochene, kopfsteingepflasterte Wege führen tiefer ins Dorf hinein und die Luft stinkt nach verfaulendem Holz. Wo es vorher still war, hörst du jetzt Stimmen mit leichtem Wind, im leichten Wind, obwohl du ihren Ursprung nicht ausmachen kannst. Plötzlich wächst deine Anspannung noch weiter als zuvor. Du ertappst dich dabei, wie du dir wünschst, eine Waffe zu haben, mit der du dich verteidigen kannst. Was würdest du nicht für einen Stab geben? Ja, warum hast du keinen Mann? Was? Man hätte auch echt sich noch einen besorgen können oder so, ne? Also kein Magierstab, aber zumindest ein... Zumindest ein Kampfstab oder sonst irgendwas. Ja. So eine Art Kampfstab. Hinter dir schleichen Estrid und Raski in das Dorf und bleiben still, während sie sich vorsichtig umsehen. Schnell verschwinden sie hinter anderen Ecken und du richtest deine Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Angelegenheit. Du musst ungesehen auf dem Dorfplatz gelangen. Priester, kommt heran, versammelt euch, ich werde jetzt sprechen. Priester? Wir haben Priester? Anscheinend haben wir einen Priester. Du bist dir nicht sicher, woher die Stimme kommt. Lediglich, dass es die Richtung des Platzes ist, aber sie lässt dich erstarren. Priester. Wir waren in letzter Zeit sehr beschäftigt und es gab viele Opfer. Aber es wurde gute Arbeit geleistet und so soll es auch heute weitergehen. Ein Jubelschrei erhebt sich als Antwort, was dich nur noch nervöser macht. Deutlich näher hörst du das Geräusch einer sich öffnenden Tür und erkennst, dass jemand die Hütte verlässt, neben der du stehst. Bevor dich noch jemand bemerkt, läufst du zur Wand des Gebäudes, wo vor langer Zeit vergessene und geplünderte Kisten und Truhen stehen. Du duckst dich so leise wie möglich dahinter, als ein weiterer Gesetzloser um die Ecke biegt und auf dich zukommt. Mit angehaltenem Atem verharrst du und fragst dich einen Moment lang, ob dein eilig vergewähltes Versteck entdeckt werden wird. Doch der Geächtete geht vorüber und du schluckst deine Nervosität herunter, um deine Konzentration wieder zu erlangen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die andere Person ebenfalls um diese Ecke biegt und du musst dich auf den Weg machen. Jetzt können wir warten und fortschleichen. Wir können den Gesetzlosen ausschalten. Oder wir können ein Blitz dich find sprechen.
Junker Janet meint, der war hübscher als Raskir. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch klüger. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man den Gesetzlosen jetzt ohne Waffe ausschalten kann. Nee. Das geht schief, oder? Also haben wir den Blitz schon nicht, haben den Blitz auch noch nicht gezaubert. Wir haben den noch nicht gezaubert. Allerdings, ne, wenn der verhindert nicht, dass der dann rumbrüllt, ne? Aber so, der Blitz erfindet einen Zauber, der den Wesen des Gegners verwirrt, sodass er seine Umgebung nicht mal wahrnehmen kann. Da weiß er dann in dem Moment erstmal nicht, wo er herkommt. Mhm. Ja komm, wir sind Magier, wir müssen zaubern müssen. Tengil sagt, wir zaubern, dann zaubern wir. Du bist schuld. Okay. Während du überlegst, wie du mit der Situation umgehen solltest, kommt dir eine Idee. Die Erinnerung an einen Zauber aus deiner Ausbildung. Also sind wir doch ausgebildet worden. Ja. Du haderst ein paar Augenblicke mit dir selbst, ob das eine gute Idee ist, aber dann entscheidest du dich dafür. Du schließt die Augen, um dich auf die Formel zu konzentrieren und gehst die Geste im Kopf durch. Als du deine Augen wieder öffnest, kommt der Gesetzlose um die Ecke und rasch setzt du die Theorie in die Praxis um. Du wirkst den Zauber in genau dem Moment, da du den Schrei des Geächteten erwartest und hältst für einen qualvollen Moment den Atem an. Doch dann taumelt er zurück, als hätte er plötzlich einen hellen Lichtblitz geblendet und fuchtelt verzweifelt mit den Armen vor sich herum. Gelegenheitshalber stürzt du dich auf ihn und schlägst ihm so hart wie möglich auf den Kopf. Er sackt zu Boden bewusstlos, wie du glaubst, und du verspürst eine seltsame Mischung aus Stolz und Unrecht. Du wolltest Magie nie auf eine solche Art und Weise einsetzen. Andererseits wolltest du auch nie an so etwas verwickelt werden. Okay, du wolltest niemals Angriffszauber machen, aber hast nur zwei Angriffszauber. Interessant, ja. Jetzt ist aber auch keiner, der da direkten Schaden verursacht. Okay, also jetzt haben wir den niedergeschlagen. Das reicht. Die Geschwister warten auf dich. Du hebst das Beil auf, das der Gesetzlose gezückt hatte. Du bist dir nicht sicher, wie man es benutzt. Wenn du eine Wahl hättest, würdest du es gar nicht nehmen, doch für den Moment muss es sein. Du wendest deine Aufmerksamkeit der nächsten Straße zu, die über kaputte Steintreppen bergab führt. Du bist erleichtert, dort eine Nische zu finden, in die du dich zurückziehen kannst, um kurz durchzuatmen und dir einen Überblick zu verschaffen. Ich bin ja skeptisch, ne? Also, wir glauben, dass er K.O. ist. Ja. Und wir haben ihn jetzt nicht irgendwie beseitigt, weißt du? Also, der liegt da jetzt irgendwie rum und wenn der jetzt gefunden wird, dann ist er aber tohuwabohu, glaube ich. Boah. Auf dem Platz scheinen sich die Friedlosen um den mysteriösen Prediger zu versammeln. Zu deinem Entsetzen siehst du, wie einer der Gefangenen von einem Gesetzlosen mit vorgehaltenem Dolch neben dem Prediger gezerrt wird. Das ist ein Dolch? Ich glaube, das ist eher ein Schwert, ne? Aber gut, ja. Ja. Fantasie. Alles im Auge des Betrachters. Ja, ja. Priester, euer Volk hat euch den Rücken gekehrt. Ach, so eine Sache jetzt. Ah, ja. Sie nennen euch Friedlose. Sie behaupten, dass ihr keinerlei Ehre vor den Göttern habt. Ich hab so ganz üble Querdenker-Demo. Das würde auch den Gesichtsausdruck erklären. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, doppelter Langdolch. Auch. Nun frage ich euch, meine Freunde, was wird die Ehre wert sein, wenn all ihre Götter tot sind? Die Menge jubelt erneut und du siehst, wie der Gefangene schluchzt und seinen Kopf senkt. Aber was für ein Priester ist der überhaupt? Also, gut, vom Namenlosen her, aber
Da werden wir hoffentlich noch erfahren. Ja. Du musst näher ran, doch zwischen dir und dem, was zunehmend wie eine Opferung aussieht, steht ein weiterer Gesetzloser. Sie steht an einer Mauer des Hauses auf der anderen Seite des gestuften Weges und beobachtet die Zeremonie mit verschränkten Armen. Es ist einfach keine Zeit, um sie herumzuschleichen. Du wirst dir den Weg an ihr vorbeikämpfen müssen, um weiterzukommen. Schalte den Gesetzlosen aus oder einen Arcanofaxius. Ausschalten kann sie höchstens mit der Axt dann im Zweifel, ne? Aber immerhin haben wir jetzt einer, ne? Aber sie weiß ja nicht, wie man damit umgeht. Genau. Wenn der Arcanofaxius ja schon Bäume fällt. Ja. Ich denke, wir sollten bei dem bleiben, was wir können, ne? Mhm. Arcanofaxius. In diesem Moment triffst du eine schnelle Entscheidung. Wer braucht schon Zeit, wenn es Magie gibt? Du findest es seltsam einfach, die Formel des Arcanofaxius zu bilden. Zumindest einfacher, als du erwartet hast. Du trittst aus den Schatten hervor, während du die erforderlichen Gesten vollführst und konzentrierst dich ganz auf dein Ziel. Und als du dir sicher bist, dass es funktioniert, stößt du eine Hand nach vorne, um deinen Zauber zu entfesseln. Der Luftstoß, der deinen ausgestreckten Fingern entspringt, lässt den Gesetzlosen durch die Wand hinter ihm krachen. Also jetzt haben wir Aufmerksamkeit erregt, glaube ich. Ja. Und Janet meint auch, es war beides schlecht, ja, denke ich auch. Der Priester, was war das? Du bist zu überrascht von der Wildheit des Zaubers, um zu bemerken, dass die Predigt auf dem Platz aufgehört hat. Zu den Waffen, meine Sippe! Wir sind nicht allein! Auf dem Platz bricht Tumult aus, als die Friedlosen nach ihren Waffen greifen. Eure Gelegenheit, sie zu überraschen, ist vertan. Doch zumindest wurde ihre Pläne für die Gefangenen durchkreuzt, wie auch immer sie aussehen mochten. Zum Ruhm und Waffen ihr zur Ehr, sagt Raskir. Du hörst Raskirs Kampfschrei sogar über den Lärm auf dem Platz hinweg und eilst zu den Gesetzlosen hinüber, um einen Dolch von ihrem Gürtel zu nehmen. Es steht eine kleine Armee zwischen dir und den Geschwistern. Also weißt du, dass du dich in den kommenden Kampf verteidigen musst. Du wirst rasch umzingelt. Mit so wenig Training und Erfahrung ist es unmöglich, dass du es allein mit ihnen aufnehmen kannst. Du tust dein Bestes, wieder zu Estrid und Raskir zu gelangen und hoffst einfach auf dem Weg dorthin nicht in Stücke gehackt zu werden. Dennoch hast du keine Wahl, als dich zu verteidigen, und du lernst schnell, deinen Dolch gut festzuhalten. Jeder auf dich gezielte Angriff lässt dich zusammenzucken. Du stößt deinen Dolch in alle Richtungen, um zu verhindern, dass dein Gesicht getroffen wird. Doch dann hältst du inne, als ein Geächteter vor dich tritt, der in jeder Hand eine Axt schwingt. Wir können jetzt wieder einen Blitz dich find machen. Wir können wegtauchen oder wir können einen Gelegenheitsschlag ausführen. Dolch gegen zwei Äxte. Perfekt, würde ich sagen. Gutes Timing, ja. Aber es sind ja nur kleine Äxte. Also des Greiers, ne? Ja. Ich glaube, wir sollten erstmal ausweichen, oder? Ich auch, ja. Ja, ich im ersten Moment auch dabei. Als er die Äxte hoch über seinen Kopf hebt, trittst du zur Seite und weichst aus. Sehr gut. Du hörst ein Klirren und Knirschen, als der Stahl dort auf der Erde und Stein trifft, wo du kurz zuvor noch gestanden hast. Du hast dich gerade einmal ein Fingerbreit bewegt, als schon die nächste Gegnerin vor dir auftaucht. Sie schlägt dir ihren Schild hart vor die Brust, was dir die Luft aus den Lungen treibt. Doch bevor du hart auf den Boden aufschlägst... Daraufhin reckt sie ein Schild hoch über den Kopf, drauf und dran, dir den Todesstoß zu versetzen. Den Schlag blocken, einen Arcanofaxius sprechen oder dich wegrollen. Den Dolch blocken? Halte ich für eine ganz schlechte Idee, ja. Ja. Arcanofaxius ist jetzt, glaube ich, auch nicht so das Geilste. Ich würde mich wegrollen. Ich würde erstmal auch wegrollen, ja.
Du wirfst dich auf den Weg, bevor der Schlag herabsaust, und zuckst zusammen, als du das Knacken von Stahl auf Stein vernimmst. Als die Kriegerin erneut zuschlägst, trittst du nach ihren Beinen und bringst sie so ebenfalls zu Boden. Hey, wir sind gar nicht so schlecht im Nahkampf, ne? Ja. Du weißt, was die in den Tulamidenlanden noch an Nahkampffertigkeiten gelernt hat. Ja. Als sie stöhnt, kämpfst du dich hoch und stürzt dich auf sie, wobei du dein Schwert tödlich in die Brust stößt. Welches Schwert? Woher haben wir auf einmal ein Schwert? Ja, wenn das eine in Deutsch war, ist das... Ne? Ja. Ich weiß. Magie. Fantasie. Fantasie. Ja, also ich glaube, hier müsste wirklich noch mal ein Lektor drüber, glaube ich. Mhm. Ja. Also, Ulysses, ne, wenn ihr das hier seht, guckt noch mal drüber, bevor ihr das ganze Ding veröffentlicht. Endlich kannst du etwas Atem schöpfen. Wie oft warst du in den letzten Momenten nur eine Handbreit vom Tod entfernt? Ja. Hast du gerade jemanden getötet? Wie lange kannst du noch durchhalten? Bevor du eine dieser Fragen beantworten kannst, erblickst du einen weiteren Krieger, der auf dich zustürmt. Dieser Kämpfer ist groß und stämmig. Auch er führt eine bösartige Waffe in beiden Händen. Mit einem Knurren und einem wütenden Schrei sprintet er auf dich zu und holt zu einem gewaltigen Hieb auf. Aus. Kontern, blocken, Ausfallschritt. Kontern? Also blocken ist für mich immer noch... Dolch, ne. Obwohl, wir haben jetzt ein Schwert, ne? Wie immer der auch aussieht, Ausfallschritt. Ausfallschritt wäre ja, also der kommt ja auf uns zu, gehen wir nach vorne, ne? Ja, genau, dann verkürzen wir aber die Waffe, da kann er uns wirklich nicht mal mit der Schneide treffen, sondern nur noch mit dem Stiel. Okay. Als er die Axt mit einem Heulen wieder nach vorne schwingst, duckst du dich zur Seite weg, wodurch der Schwung ihn mit sich reißt. Als er vorwärts taumelt, schlitzt du sein Bein mit einem verzweifelten Schwung deines Dolches auf. Er schreit auf, kommt aber schnell wieder auf die Beine und festigt den Griff um seine Axt, während er auf dich zuhumpelt. Dein Griff verkrampft sich fester um deinen Dolch, als dir klar wird, dass der Kampf noch lange nicht vorüber ist. Bevor du sicher einen Zauber wirken kannst, brauchst du mehr Platz und mehr Zeit. Machen wir schnelle Stiche oder machen wir einen präzisen Schlag? Die das wirklich zu fähig ist, mit präzise irgendwo hinzupreschen. Mhm. Also lieber schnell, so, irgendwie so schnell mal so die Sticheltaktik. Also ich habe jetzt auch das Problem, dass ich nicht genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Ne? Also unter schnelle Stiche kann ich mir was vorstellen. Ja. Aber präziser Schlag kann jetzt halt echt viel und nichts sein heißen, ne? Ja, für mich ist das also, dass du halt auf irgendeine spezielle, verwundbare Stelle irgendwo drauf zielst. Aber ich sag mal, ganz realistisch, die hat eben noch geheult, hat keine Waffe, kann nichts mit Waffen. Ja. Und dann lieber die Oma, die Singer, die Nähmaschinentaktik. Genau, ja. Ja. Yuga Janet sagt auch, wir haben jetzt auf einmal wieder einen Dolch. Ist okay. Ja. Wie gewonnen, so zerronnen. Du versuchst dir diese Zeit mit ein paar schnellen Stößen gegen die Brust des Kriegers zu erkaufen. Jedes Mal, wenn du deinen Arm zurückziehst, änderst du den Winkel und die Richtung deines Dolches. Boah, wir sind echt gut im Dolchkampf, ne? Ja. Als hätten wir das irgendwie gelernt oder so. Jedes Mal fängt der Krieger den Schlag mit dem Griff seiner Axt ab, doch er wankt auf seinem schwachen Bein. Du beschleunigst deinen Angriff, bis seine Kraft nachlässt und sein Knie nachgibt, wodurch seine Deckung aufbricht. Schnell bringst du dich in eine vorteilhafte Position, die du nun verzweifelt auszunutzen versuchst. Du tänzelst rasch hin und her und versuchst, deinen Gegner zu ermüden, anstatt ihn schnell niederzustrecken. Die Verletzungen, die du ihm bereits zugefügt hast, schwächen ihn, was dir sehr zugute kommt. Offenbar bemerkt auch er das, denn er versucht eine neue Taktik, um seinen Vorteil wieder zu erlangen.
als du ihn weiter zurückdrängst. Er packt eine Gesetzlose, die gerade gegen Raskir kämpft, und schleudert sie in deine Richtung, um dich zu überrumpeln. Die haben echt keine Ehre, oder? Nee. Das heißt aber auch, dass er jetzt Raskir ausgeliefert ist eigentlich, ne? Aha. Nee, die Frage, was machen die anderen beiden? Na, ich meine, gut, macht Sinn, dass sie nicht mitkriegt, was die anderen machen, weil sie sich selber auf die Grund. Ja. Sie taumelt auf dich zu und du musst ihr ausweichen, um nicht umgerissen zu werden. Dein Gegner hat sich etwas Zeit verschafft, aber du hast immer noch einen deutlichen Vorsprung. Mit einem verzweifelten Schrei schlägt er abermals daneben und verschafft dir damit alle Zeit, die du brauchst, um den Kampf endgültig zu entscheiden. Orcanofaxius, tödlicher Hieb oder betäubender Schlag? Also Orcanofaxius ist das Letzte, was wir machen können, großartig. Haben wir nicht mehr viel Power, ne? Ja, genau, unser Astralkraft lässt nach, sonst. Mhm. Aber andererseits, ich glaube, danach wird nicht mehr großartig viel kommen, ne? Außer der Priester. Mhm. Ich glaube, in dieser total wirren Situation ist auch ein tödlicher Hieb einfacher, als jetzt irgendwie sich zurückzuhalten, ja. Betäubung zu versuchen. Also, ne? Ich glaube auch, den würde ich zumindest ansetzen dann. Und jetzt kommt ja jetzt hier entweder er oder ich, ne? Also ja. Tödlicher Hieb. Sobald dein Gegner sich auch nach vorn bewegt, duckst du dich und stößt deinen Dolch über deinen Kopf nach oben. Er erwartet, dass du ausweichen wirst und langsamer und wird langsamer, um dir keine Blöße zu präsentieren. Doch es ist zu spät, dein Dolch dringt in seine Brust, worauf er wie angewurzelt stehen bleibt und dann zu Boden sinkt. Mit einem letzten Stöhnen verstummt er schließlich und du kannst wieder zu Atem kommen. Du bist dir nicht ganz sicher, wie es dir gelungen ist, noch am Leben zu sein, aber du bist dir sicher, dass du es noch bist. Du hast einen kurzen Moment Zeit, dich umzusehen, während die nächsten Gesetzlosen dich aufmerksam mustern, bevor sie dich angreifen. Also jetzt müsst ihr noch Respekt haben, ey. Wir haben auch hier zwei getötet schon. Metalhead. Hallo zusammen. Hallo. Hallo Metalhead. Schön, dass du da bist. In der Nähe kämpfen die beiden Geschwister noch immer. Estrid hat Schwierigkeiten und versucht, einen Krieger mit ihrem Schwert abzuwehren, während ein anderer nach ihrem Schild greift. Du siehst, wie sie heftig nach dem ersten Tritt, nur um dann das Gleichgewicht zu verlieren, als der Krieger ihren Fuß zu fassen bekommt. Nein! Es gelingt ihr, sich zu befreien, indem sie wie eine zornige Katze herumwirbelt und dem zweiten Krieger in die Halsbeuge sticht. Währenddessen heult und brüllt Raskir, während er seine Axt unter wildem und unverständlichem Schreien herumwirbelt. Alles, was zu erreichen scheint, ist, den Pulk von Gesetzlosen um ihn herum zurückzutreiben. Doch sie kommen schnell näher. Ihr drei werdet zusammen eingekesselt, nicht weit von der Stelle entfernt, wo der Prediger wahrscheinlich... Nicht, wo der Prediger ursprünglich seine Reden geschwungen hat. Ihr zahlenmäßiger Vorteil beginnt zu schwinden, da viele der Friedlosen entweder tot oder verletzt sind, um weiterzukämpfen. Aber sie sind immer noch in der Überzahl und ihr müsst zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass ihr umzingelt werdet. Methodisch kämpfen, für eine Ablenkung sorgen oder dich ins Getümmel stürzen. Ich würde sagen, Ablenkung nehmen, glaube ich, ganz gut. Ja, ich glaube, methodisch kämpfen, wir sind halt keine Kämpfer, ne? Also, nee. Wie sollen wir das machen? Und dich in Getümmel stürzen ist, glaube ich, genau das Gegenteil von dem. Ich bin auch grundsätzlich bei solchen Sachen eigentlich immer gerne dafür, eigentlich so für Ablenkung zu sorgen. Ja. Also für eine Ablenkung sorgen. Mit Adrenalin im Blut stößt du einen Ruf in Richtung der Gruppe aus, die zwischen dir und den Geschwistern steht. Diejenigen, die sich weiter hinten befinden, drehen sich sofort zu dir um und bereiten sich auf einen erneuten Angriff vor. Ach, jetzt langsam wird's mit dem...
Metalhead, ja, wollte sich wie Berserker-Style ins Gemenge rein. Ja, aber das passt leider nicht zu ihr. Nee, das als Magierin nicht so geil. Mhm. Also, die kommen jetzt, dann wir schonen unsere Kräfte oder wir machen einen Blitz dich find. Ja. Ja, den kann man auf jeden Fall noch machen, ne? Oh, und danach haben wir immer noch beide Optionen offen. Wenn wir jetzt einen Blitz dich find machen, könnten wir noch einen Orkanofaxius machen oder richtig, einen Blitz dich oder mehrere Blitz dich find, ja. Genau. Ja, ich denke, die wissen auch nicht, was, auf was sie sich einlassen, wenn sie gegen den Magier kämpfen, deswegen Blitz dich find. Genau, kommt, ihr habt jetzt schon einige Male nicht gezaubert, genau, ja, also zack, Blitz dich find. Blitz dich find scheint die offensichtliche genau, Wahl zu sein. Nix schonen. Du murmelst die Formel und vollführst die Gesten mit Leichtigkeit. Ist, ne, also auf einmal können wir das, ne? Mhm. Metal halt mal, nein, ich meinte, dass zum Berserker passen würde, nicht so 10 Klassen. Würde ich eher so Methodik raten. Achso, ja, klar, alles klar. Die Friedlosen vor dir werden beide plötzlich geblendet und schreien vor Überraschung auf. Okay, dann haben es sogar auf beide gewirkt. Ja. Perfekt. Das verschafft dir die Gelegenheit, beide mit Schlägen auf den Kopf zu Boden zu schicken. Das ist schon ein geiler Zauber, ne? Ja. Das erregt die Aufmerksamkeit der restlichen Gruppe und gibt Estrid und Raske die Gelegenheit, von hinten zuzuschlagen. Oh, sind die bescheuert, die Leute da. Also gut, dass Gegner meistens ein bisschen dumm sind, ne? Ja, du weißt auch, wenn ein Magier da ist, er zaubert, ne, so wie David Copperfield oder die Erdespor, das ist auch so, da muss man hingucken. Deswegen kill the mage first, ne? Ja. Estrid, hast du die Gefangenen gesehen, Fremdling? Estrid schreit dich an, während sie einen der verbliebenen Friedlosen mit ihrem Schild abwehrt. Nein, hab ich nicht! Askir, es gibt nichts, was wir jetzt noch tun können, Estrid, außer weiterkämpfen. Einer der Krieger versucht, Raske die Axt zu entreißen, aber mit einem Knurren und einem Kopfstoß setzt er sich zur Wehr. Wir sind fast hindurch. Kaum hat Raske gesprochen, spürst du, wie dich unvermittelt der Mut verlässt. Warum? Es dauert nur einen kurzen Moment, aber es ist so intensiv und so erdrückend, dass du fassungslos zurückbleibst. Ihr erstarrt, schwer atmend, als der Kampf abrupt zum Erliegen kommt. Während ihr ein unglutes Gefühl verspürt, fallen eure Blicke auf den Prediger, der auf der anderen Seite des Platzes steht. Er hält ein Schmuckstück hoch, das er euch wie eine Waffe entgegenstreckt. Auf dem Ding erkennst du Linien, die da in das Metall geätzt wurden. Eine Art archaisches und geheimnisvolles Symbol. Es ist ein und dasselbe Symbol wie auf jedem einzelnen Schild der Friedlosen, den du sehen kannst. Sogar ein paar frische Hautbilder zeigen es. Als dein Blick darauf fällt, wirst du von einer seltsamen und nervösen Spannung erfüllt, die dir Unbehagen bereitet. Dein Instinkt sagt dir zu rennen, um es nicht mehr sehen zu müssen. Du würdest alles nur erdenklich tun, um dieses Unwohlsein abzuschütteln. Der Prediger muss es in deinem Gesicht sehen, in jedem eurer Gesichter. Er kichert und beginnt, sich hinter der Menge der Friedlosen zurückzuziehen, die sich nun zwischen euch sammeln. Ihr sollt keinen Frieden kennen, tötet sie, sagt der Priester. Schreiend stürzen sich die Friedlosen wieder auf euch. Nur eine schnelle Bewegung von Estrids Schild rettet dich vor dem sicheren Tod. Estrid, wenn wir den Zauberwirker aufhalten können, können wir den ganzen ein Ende setzen. Raske, sehr gut, dann mir nach. Raske stößt einen wütenden Schrei aus und schwingt mit beiden Händen seine Axt, die nahezu einen vollständigen Kreis um ihn beschreibt. Die verbleibenden Friedlosen hechten rückwärts aus Raskes Reichweite und halten sich zwischen euch und eurem Ziel. Wenn ihr allerdings Magie am Werk ist, so viel ist dir klar, musst du zuschlagen, bevor sie deinen Verstand noch einmal beeinflusst. Du musst irgendwie an diesen Kriegern vorbeikommen, bevor der Zauberwirker dich ein weiteres Mal ablenken kann. Außen herum, Arcanofaxius oder hindurchkämpfen? Also ich würde erstmal Arcanofaxius auf den Zauberwirker dann jetzt setzen, ne? Also wenn dann ja, jetzt. Aber das ist nicht die also Frage. Also was heißt Zauberwirks, ne? Wo Zauberwirker
Eigentlich ist das, soll es ein Priester sein und das. Hm. Ist aber der letzte Zauber, den wir da machen können. Ja, aber wir. Es ist ja jetzt nicht die Frage, ob wir was gegen den Priester machen, sondern auf die beiden, die auf uns zukommen, ne? So, okay. Außen herum. Snöckling will schon wieder zaubern hier. Ist zu lang, ja. Aber wenn wir jetzt zaubern, können wir danach nichts mehr zaubern. Ja. Schleichen, Metalhead, ja geil. Ihr seht mich nicht. Genau. Papiertüte überm Kopf und dann, keiner sieht mich. Oder Lampenschirm. Also hindurchkämpfen halte ich gegen zwei Gegner für blöd. Ja. Außen herum, würde ich sagen. Oh, okay. Haltet sie auf, ich gehe außen herum. Estrid nickt verstehend und du überlässt es den beiden, die Friedlosen allein zu bekämpfen. Stattdessen begibst du dich auf eine nahegelegene Straße und rennst über die zerbrochenen Steinplatten, um das Handgemenge zu umrunden. Es dauert länger, als du erwartet hast und viel länger, als dir lieb ist. Als du um die Ecke zurück auf den Platz läufst, steht der Zauberwirker noch immer dort und beobachtet den Kampf der Geschwister. Perfekt. Nun stehst du ihm gegenüber und kannst den Machenschaften dieses Drahtziehers ein Ende setzen. Orcano Faxius oder vorsichtig vorgehen? Ich glaube, also, wenn ich mich in die Situation reinversetze, wäre ich jetzt so voller Adrenalin, dass er den Orcano Faxius kriegt. Mhm. Auch, wie gesagt, vorsichtig vorgehen wäre wahrscheinlich die schlauere in die Möglichkeit, aber. Magier muss ja nicht schlau sein. Naja, was? Metalhead soll er vernichten. Komm, wir zaubern. Kann, ja. Was soll der Geiz? Nun lässt eben, du deine Magie. Haben wir danach, ist es dann. Haben wir danach die Frage nicht mehr. Ja, genau. Außerdem, wir können es auf Metalhead und Snöckling schieben, wenn es eindeutig. Nun lässt du deiner Magie freien Lauf und merkst, dass sie dir ziemlich leicht von der Hand geht, da du dich intensiv auf das Zauberwirken konzentrierst. Der Luftstoß reißt ihn von den Beinen und er schlägt mit einem heftigen Krachen und einem schmerzhaften Schrei mit dem Kopf auf der Steinstufe auf. Der Anhänger, den er umklammert hat, löst sich aus seinem Griff und rollt harmlos über den verschneiten, schlammigen und blutigen Boden davon. Doch bevor du erneut zuschlagen kannst, weicht er zurück und streckt seine Hand nach dir aus. Keinen Frieden. Du hältst wieder kurz inne, als ein sehr entferntes Echo in deinem Hinterkopf aufblitzt. Im nächsten Augenblick ist es wieder fort und du kannst keinen blassen Schimmer, was das war. Doch in dir bleibt eine Spur von Wut, die du nicht zuordnen kannst, als Raskir mit einem Knurren neben dich tritt. Das Gefühl hallt in dir nach und die Erinnerung daran erschüttert dich. Der Zauberwirker scheint beunruhigt und tastet nach einem Schwert an seinem Gürtel, als er sich euch beiden gegenüber sieht. So, wir könnten einen Blitz dich finden machen, wenn wir noch genug Energie hätten, haben wir aber nicht. Nee. Wir können rasche Stiche machen oder wir können einen langsamen Angriff machen. Eigentlich, also eben hat das mit den raschen Stichen ja gut geklappt, ne? Ich glaube auch, das passt besser zu ihr und zu der Situation, oder? In dem Moment auch. Langsamer Angriff kann der Raskia machen. Du bist dir nicht ganz sicher, was du tust, aber du versuchst, außerdem haben wir ja diese Wut, die wir gerade gespürt, ne? Versuchst den Zauberwirker mit zufälligen, sporadischen Durchstößen zu verwirren. Er beobachtet dich genau und erlaubt dir, ihn zurückzudrängen, auch wenn du keinen wirklichen Schaden anrichtest. Aber er bemerkt nicht, dass Raskir sich ihm nähert. Wie kann man den übersehen, bitte? Er hat halt nur Augen für das Mädel. Ja, wahrscheinlich, ja. Und dann fällt. Ich stell mir jetzt gerade vor. Wuhu! Guck mal hier! Auf die Schulter tippend so. Und dann verliert er das Gleichgewicht, als Raskis Axtschaft in ihn trifft. Er kriecht schnell davon und versucht sich aufzurappeln, um nicht über die Treppe zu stolpern. Doch er hat nicht genug Zeit, um dich von deinem Angriff abzuhalten. Ich könnte jetzt die Führung übernehmen. Ich könnte Raskir den Vortritt lassen oder ich könnte Estrid Zeit erkaufen.
Was? Was? Frauenpower. Wir übernehmen die Führung. Führung übernehmen! Du übernimmst die Führung und drängst den Zauberwirker immer weiter den Hügel hinauf, bis ihm kein Platz mehr bleibt, um sich weiter zurückzuziehen. Es genügt dir, ihn mit deinem Dolch zu bedrohen und ihn mit leichten, schwungvollen Schlägen abzulenken. Währenddessen umrundet Raskir den Kampf unablässig und bedrohlich, um jeden Fluchtweg zu blockieren, den dein Gegner womöglich zu finden hofft. Schließlich versagt die Verteidigung des Zauberwirkers und er lässt sein Schwert mit einem Klirren zu deinen Füßen fallen, schwer atmend. Als Estrid schließlich wieder zu dir stößt, blutüberströmt, aber immer noch voll konzentriert, lässt der Zauberwirker seinen Blick über euch drei schweifen. Und er grinst und lacht. Du bist dir nicht sicher, was er so belustigend findet und ertappst dich dabei, wie du dich über seine plötzliche Manie ärgerst. Er gackert und streckt eine Hand in eure Richtung aus. Als du noch darüber nachdenkst, deinen eigenen Zauber zu sprechen, um ihn aufzuhalten, ist es zu spät. Er hat eine Art Beschwörung ausgestoßen und brüllt nun wieder vor Lachen. Und wieder einmal spürst du diesen seltsam stechenden Schmerz in deiner Brust, der dich von deiner Aufgabe ablenkt. Was tust du hier überhaupt? Wer sind diese Fremden in diesem fremden Land? Wussten die Geschwister, dass dies passieren könnte? Warum haben sie dich nicht gewarnt? Kann man ihnen trauen? Warum hast du dich überhaupt auf sie eingelassen? Du bist für so etwas nicht ausgebildet. Du fühlst dich einfach so wütend. Ein Teil deines Verstandes erkennt, dass du dich aus dem Bann befreien musst, mit dem dich dieser Zauberwirker belegt hat. Du schüttelst den Kopf, während du versuchst, irgendetwas zu finden, woran du dich festhalten kannst, um in die Wirklichkeit zurückzufinden. Vertraue auf dich selber, vertraue auf deine Gruppe, vertraue auf deine Ausbildung. Hm. Eigentlich kann man alles drei machen, ne? Hm. Aber Trust in you, okay. Mit Metalhead. Ja, sie war ja sonst immer von Selbstzweifeln so ein bisschen zernagt, ne? Snökling meinte Gruppe. Ich würde sagen Ausbildung. Ich eigentlich auch. Na, wenn wir beide das sagen, ne, dann müssten Snökling und Metalhead. Wenn da kein Veto komplettes kommt. Nee. Okay, vertraue auf die Ausbildung. Es ist alles in Ordnung. Du kennst die Mantras, die dir im Kampf gegen diese Art von Magie helfen können. Ja, siehst du. Genau. Dafür wurden wir ausgebildet. Magie gegen Magie. Deine Lehrer an der Akademie haben sie dir beigebracht, wie du sie erkennen und bekämpfen kannst. Und du warst eine gute Schülerin. Du hast zugehört, du hast gelernt. Sie müssen irgendwo dort darin sein. Du musst deinen Geist klären. Das ist das Erste, was dir deine Lehrer immer gesagt haben. Du kannst keinen Zauber wirken, wenn dein Geist nicht klar ist. Wenn sie dir nur beigebracht hätten, wie man den Kopf frei bekommt, wenn immer so viel Druck auf dir lastet. Du bist so in deinen Gedanken versunken, dass du kaum merkst, wie du auf die Knie sinkst. Es ist fast so, als würdest du in einem Theaterstück zuschauen, als du siehst, wie Estrid den Kopf schüttelt und Raskir anschaut und dann dich. Ein Teil deines Geistes ringt immer noch mit aller Kraft darum, sich aus dem Bann zu befreien, aber dein Körper will einfach nicht gehorchen. Der Zauberwirker sagt etwas, aber seine Worte sind gedämpft und ertrinken in unsichtbarem, traumähnlichen See. Das heißt, bis Estrid ihren Schild gegen den Schädel rammt und du aus dem Bann befreit wirst. Mit einem langen Atemzug fällst du nach vorne auf deine Hände und ringst nach Luft. Einmal, dann zweimal schüttelst du den Kopf, immer noch schwer atmend, während du dich wieder aufrichtest. Damit kehrt wieder Ruhe in das kleine verlassene Dorf Jalvik ein. Die Belastung des Kampfes stürzt plötzlich auf dich ein und du ringst mit langen, tiefen Atemzügen nach Luft. Dir schwirrt der Kopf. Die Schlacht ist endlich vorbei. Warum? Da sind doch noch voll viele Leute. Ah, die haben ja die Geschwister doch auch mit Blatt gemacht. Hm. So viele waren gar nicht mehr da. Tja, du willst Erleichterung spüren, aber du tust es nicht. Stattdessen fühlst du dich krank.
Du lässt den Dolch aus den Händen fallen, während du dich umdrehst und dir den Mund zuhältst. Du hast jemanden getötet. Du hast tatsächlich jemanden das Leben genommen. Blut klebt an deinen Händen. Keine Argumentation wird jemals die Tatsache ändern, dass du, Nedime Saba Jair, jetzt eine Mörderin bist. Ach komm, Mörder ist jetzt echt... Das war ja eigentlich Selbstverteidigung. Also, so viel dazu, sie zu überrumpeln, sagt Raskir. Lass es gut sein, Raskir, sagt Estrid. Wenn wir getan hätten, was ich gesagt habe, meint Raskir, oh Gott, jetzt klingt das an. Ja. Wenn wir getan hätten, was du gesagt hast, wäre es noch schlimmer ausgegangen. Ich sagte, lass es gut sein. Ihr Gezänk holt dich in die Realität zurück und du siehst ihn zu ihnen herüber. Sie wirken wütend und aufgebracht. Raskir deutet mit den Armen in deine Richtung und lacht, als er sieht, dass du sie beobachtest. Danke für deine Unterstützung, Fremdling. Mit deiner Hilfe war es bedeutend einfacher. Er muss etwas... Ach, eigentlich immer nur Fremdling. Hab ich keinen Namen? Ja, echt mal, ne? Ich denke mal, das ist so geschrieben, damit man beide Charaktere unterkriegt, ne? Ja. Aber das hätte man auch anders programmieren können, eigentlich. Das denke ich auch. Das sollte eine relative... Ja. Er muss etwas in deiner Mimik lesen, denn sein Blick verfinstert sich schnell wieder. Raskir, alles in Ordnung? Wir können sagen, nein. Wir können sagen, ich glaube, ich werde es überleben. Und wir können sagen, der Zauberwirker hat mich verwirrt. Zumindest das Ehrlichste. Und das Offenste. Zauberwirker? Der Zauberwirker ist in meinen Kopf eingedrungen. Während Estrid umherwandert, entdeckt sie einen der gefallenen Schilde der Friedlosen vor sich. Sie dreht ihn mit der Fußspitze herum und wirft ihm einen langen Blick auf das Symbol, das auf die Vorderseite gemalt wurde. Ich kenne diese Schrift nicht. Zuerst dachte ich, es könnte ein Symbol sein, aber wenn es eins ist, dann ist es keins unserer Götter. Irgendetwas Finsteres war hier im Werk. Gefangene. Er hat nie irgendwelche Namen genannt. Ihr alle wendet euch sofort der Stimme zu, eine neue Bedrohung erwartend. Sofort erkennt ihr eine der Gefangenen, die durch die Tür einer nahen Ruine schleicht. Beim Anblick der Waffe der Geschwister hebt sie sofort die Hände, obwohl diese mit dicken Seilen gefesselt sind. Der zweite Gefangene erscheint einen Moment später hinter ihr und blickt sich nervös um. Die erste deutet mit einer nervösen Fingerzeig auf die bewusstlose Gestalt des Zauberwirkers. Ich meine, bevor ihr angekommen seid. Er hat nie gesagt, wem oder was er dient. Ebenso wenig wie die Kämpfer, die uns gefangen genommen haben. Er beschwerte sich nur über die Art, wie Friedlose behandelt werden. Das ist jetzt nicht wichtig, meint Estrid. Estrid eilt zu ihr herüber, um ihre Fesseln zu lösen. Geht es euch beiden gut? Ja, ich glaube schon. Ein paar Schrammen und Prellungen, aber wir werden uns erholen, glaube ich. Als sie frei ist, schaut sie nervös zu dir, während Raskir den anderen Gefangenen losbindet. Estrid, ich entschuldige mich bei euch beiden für diese Tortur. Sie nicken beide, aber beide scheinen immer noch erschüttert und ängstlich zu sein, während sie sich die Handgelenke reiben. Jetzt können wir sagen, gibt es sonst noch irgendwas? Wir können fragen, wann sie gefangen genommen wurden, oder wir können fragen, woher sie kommen. Alles interessant, ne? Eigentlich alles, das ist auch gesagt, das ist eigentlich alles interessant zu wissen. Aber ich glaube, das Interessanteste im Moment, akut ist, glaube ich, gibt es noch was. Alles andere kann man ja auch nochmal nachher fragen, ohne dass. XP fragt, ob es viele Magierschulen gibt. Gibt es sehr viele. Also ich glaube 30, 40, wenn man sie alle zusammennimmt. Über den ganzen Kontinent verteilt. Verteilt, genau. Und dann noch privat gelehrt und sowas. Also Magie ist da sehr akademisch.
Gibt es noch etwas, was du uns über die Leute erzählen kannst? Irgendetwas? Beide schweigen für einen langen Moment, als wüssten sie nicht genau, was sie sagen sollen. Schließlich zuckt der Mann mit den Schultern. Sie sind offensichtlich friedlose, aber sie tragen auch alle dieses Symbol auf ihren Schilden. Sie trugen die Schilder nicht, als sie uns gefangen nahmen, und ich habe es auch noch nie zuvor gesehen. Sie wollten also, dass es ein Geheimnis bleibt? Fragt Raskir. Sie zucken beide ratlos mit den Schultern und sehen Raskir an, als ob ihm klar sein müsste, dass sie die Antwort darauf nicht kennen. Estrid, ich verstehe, das ist genug für den Moment. Ihr könnt mit uns nach Eisleifsfell zurückkehren. Von dort aus werden wir dafür sorgen, dass ihr sicher nach Hause kommt. Zögerlich nicken die beiden. Estrid führt sie zum Tor des Dorfes und sagt ihnen, dass sie warnen sollen, wenn es irgendwelche Anzeichen von Ärger gibt. Als sie zurückkommt, wirft sie noch einmal den Blick auf den Schild, den sie umgedreht hat, und lässt noch einmal einen langen Blick über den Ort schweifen. Wir können das nicht einfach so zurücklassen. Wir können sagen, dass wir es nicht alles zerstören können. Wir können sagen, dass sie zurückkommen werden. Oder wir können fragen, ob sie zurückkommen werden. Oder wir können fragen, was wir jetzt mit den Verletzten machen. Also, ist ja mit dem Verletzten ist eigentlich schon eine gute Frage. Finde ich auch. Mal liegen lassen. Ja. Ja, XP, es sind einige auch nur K.O. gegangen bei dem Kampf von den Friedlosen. Ja, zum Beispiel den einen, den wir am Anfang K.O. geschlagen haben, ne? Genau. Was ist mit denen hier, die verletzt, aber nicht getötet wurden? Was soll mit ihnen geschehen? Estrid wirft einen langen Blick auf die Friedlosen, die beweglos da liegen oder stöhnt, schwere Wunden versorgen. Raskir schlendert zu einem, der dabei ist, die Treppe hinunter zu kriechen. Mitleidlos stellt er seinen Stiefel auf den Rücken des Mannes, um ihn aufzuhalten. Wir müssen sie hinrichten. Wir können sagen, tu, was du tun musst. Wir können sagen, ist das Torwalsche Gerechtigkeit? Oder wir können sagen, sie könnte nützlich sein. Also, das widerspruchslos tun zu lassen, fände ich jetzt, nee. Ich glaube auch am ehesten haben sie eine torwalische Ehre dessen, oder? Metalhead ist ja auch dabei mit zwei. Würde ich sagen. Andererseits wissen wir halt auch, dass die Friedlose sind, ne? Deswegen sind die wahrscheinlich eh nichts wert, ne? Aber gut. Versteht man das hier in Torwall unter Gerechtigkeit? Keine Verhandlung, kein Ankläger? Wir tun das Richtige, meint Raskir. Estrid, warte einen Moment, vielleicht sollten wir einen am Leben lassen. Raskir dreht sich wütend zu seiner Schwester um, doch sie schiebt ihn beiseite und bedeutet ihm mit einer Handbewegung, sich zu beruhigen. All das ist seltsam. Die Friedlosen versammeln sich auf dem Festland. Das Symbol, der Zauberwirker, die Zeremonie. Was müssen wir denn erfahren, was wir nicht bereits wissen? Sie wurden verbannt und sind zurückgekehrt. Und sie haben sich den Absichten dieses Zauberwirkers verschrieben, der wieder die Götter lästert. Sie wurden verbannt und sind zurückgekehrt und dann... Okay, irgendwie wiederholt. Irgendwie, das ist auch öfters schon passiert, ne? Dass das sich doppelt. Ja. Der Zauberwirker kann uns sagen, ob es noch mehr Orte wie diesen gibt. Andere Menschen, die so etwas tun. Estrid hat recht, Estrid hat da eindeutig recht, oder? Ja. Estrid hat recht, Raskir. Wir sollten einen von ihnen zurück nach Eisleifsfell bringen. Es ist der richtige Weg. Es ist der Weg. Ja, Mando.
anderes Universum. Naja. Estrid lächelt kaum merklich, aber erleichtert, bevor sie sich wieder ihrem Bruder zuwendet, um zu sehen, ob er versteht. Vater wird es verstehen, Raskir. Wenn wir es nicht versuchen, sehen wir vielleicht noch etwas Gefährlicheres nicht kommen. Raskir regt sich einen Moment lang über, ob ich beide aufknurrt, aber und macht eine verzweifelte Geste. Auf eure Verantwortung. Ja. Ich will nichts damit zu tun haben. Estrid nimmt das Seil an sich, von dem sie die Gefangenen der Friedlosen befreit hat. Sie fesselt und knebelt den Zauberwirker. Anschließend sieht sie euch an, um das weitere Vorgehen klarzustellen. Bringen wir es hinter uns. Es wird bereits dunkel sein, wenn wir nach Eisleifsfeld zurückkehren. Schon bald ist es später Nachmittag. Raskir hat seine Schwierigkeiten damit, das Leiden derjenigen Friedlosen zu beenden, die die Schlacht überlebt haben. Wer zu fliehen versucht, findet noch ein unangenehmeres Ende. Schließlich steht ihr vor einem Leichenhaufen, den Estrid mit bitterer Miene in Brand setzt. Im Geruch wird dir schnell schlecht und du suchst ein Stück Stoff, das du dir vor Nase und Mund pressen kannst. Als das Feuer lodert, werft ihr alles, was die gleichen seltsamen Linien aufweist, wie das Amulett des Zauberwirkers ebenfalls in die Flammen. Der Rauch wird immer beißender und ihr drei verspürt keinerlei Verlangen, hier noch länger zu verweilen. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, ich würde das Amulett gern haben, ne? Ja. Natürlich, also einstecken und untersuchen wir mal ein bisschen mehr. Wäre so Magier-like. Das Snöckling fragt, was auf der Tasse drauf ist. Es ist hier. Und kann man das sehen? Ein Koala und auf der anderen Seite halte den Planeten grün. Ihr findet noch einige Überreste von Vorräten über den Ort verstreut. Doch viel ist es nicht. Es ist nur noch wenig zu retten. Schließlich findest du den Anhänger, den dir der Zauberwirker während des Kampfes entgegengestreckt hat. Jawohl! Als du ihn ansiehst, spürst du wieder großes Unbehagen, das es sich nur schwer abschütteln lässt. Und doch kannst du irgendwie nicht einfach wegschauen. Die Linien und die Formen üben eine seltsame Anziehungskraft auf dich aus. Das Gefühl lässt erst nach, als du Estrid und Raskir wahrnimmst, die vom Scheiterhaufen zu dir herüberkommen. Wir könnten sagen, dass es Zayat sein könnte, also es ist die Magiersprache. Geheimschrift der Magier quasi. Könnten sagen, dass wir es nicht einordnen können. Oder wir könnten fragen, ob er sie bekehrt hat. Also anscheinend, wenn sie das fragen, muss sich selber auch, dann kann sie es auf jeden Fall nicht einordnen, ne? Zur Zeit. Wenn ich es mir so ansehe, ist da etwas, das mir bekannt vorkommt, aber ich kann es nicht genau einordnen. Raskir in der Tat, aber was auch immer es ist, es gefällt mir ganz und gar nicht. Wirf es ins Feuer. Vielleicht sollten wir es mitnehmen, damit Brand es eingehend untersuchen kann, also der Godi, ja? Mhm. Auf keinen Fall! Bevor du ihn aufhalten kannst, reißt die Raska das Medaillon aus der Hand und wirft es ins tosende Feuer. Super. Du erwägst, ihm zu erklären, dass das Feuer das magische Objekt nicht zerstören wird, aber es ist zu spät, es wieder herauszuholen. Die Flammen sind zu heiß. Estrid schaut weiterhin auf das Feuer, während Raskir sich auf den Weg zum Tor macht. Sie ist ruhig und nachdenklich, dreht sich langsam zu dir um und spricht im Flüsterton. Hey, wir haben doch da bestimmt irgendwo ein langes Scheit oder ein Schwert oder keine Ahnung was. Ja, oder? Also wir haben die lange Axt, sie haben Schwerter und machst theoretisch. Ja, also das ist jetzt schon ein bisschen so, ihr kriegt das Amulett nicht. Obwohl, vielleicht weißt du, wenn man gesagt hat, das ist Zayat oder sowas. Als ob die wissen, was Zayat ist. Ja, aber gut, dass es halt die Magiersprache ist, dann. Wer weiß. Sie ist ruhig und nachdenklich, dreht sich langsam zu dir um und spricht im Flüsterton. Wir sollten froh sein, dass wir das, was sie heute versucht haben, verhindern konnten, Fremdling.
Komm, der Hetman erwartet uns sicher schon. Und wir sind wieder zurück im Langhaus. In der Halle. Das ging jetzt aber schnell. Ja, schnipp. Transversales Teleport. Irgendwas Vernünftiges muss sie ja noch können, ne? Es muss früh am nächsten Morgen sein, als ihr endlich die Halle des Hetmans in die Halle des Hetmans stapft. Die Reise zurück nach Eisleifsfell verlief viel langsamer als die Reise nach Jalvik. Ihr seid müde und hungrig. Außerdem empfindest du immer noch dieses Unbehagen, das du während des stundenlangen Fußmarsches abzuschütteln versucht hast. Alles in allem freust du dich nach zwei aufeinanderfolgenden Nächten der Erschöpfung auf eine vernünftige Nachtruhe. Der Hetman sitzt an seinem Tisch und unterhält sich leise mit einem seiner Krieger, als ihr euch nähert. Sein Gesicht verzieht sich, als er den Gefangenen sieht, den Raski hinter sich herschleppt. Inzwischen ist er wieder bei Bewusstsein und wirkt gleichgültig. Der Hetman und der Krieger erheben sich die Hände auf den Knäufen ihrer Schwerter. Ulfgars Gesichtsausdruck ändert sich schnell, als er die anderen erblickt, die ihr mitgebracht habt und deren Leben offensichtlich in Trümmern liegen. Er hört aufmerksam und respektvoll, aber mit düsterer Miene zu, als die Bewohner Warnheims ihre Geschichte erzählen. Er erklärt, dass die Runyas ihnen ein gutes Schicksal beschieden haben und ihre Tortur nun vorüber sei. Sie seien hier willkommen. Dann bittet er den Recker, der bei ihnen saß, sie zu einem Langhaus zu geleiten. Sobald sich die Tür hinter ihnen geschlossen hat, wird seine Miene zornig. Er wendet sich an euren Gefangenen, der, nachdem er so lange still geblieben ist, den Blick mit einem grausamen Lächeln erwidert. Wer ist das? Ein Zauberwirkervater. Möglicherweise ist er ein Diener Harangas. Er hat die Götter verunglimpft. Und du hast ihn hierher gebracht? Ulfgars Blick ruckt von dem Zauberwirker zu Estrid, die sichtlich angespannt wirkt. Wir brauchen Antworten, Vater. Diese Friedlosen, die sich derart zusammengerottet, die Stadtbewohner auf offener Straße entführt und sich mit diesem Zauberwirker verbündet haben. Wir müssen wissen, ob sie auch weiterhin eine Bedrohung darstellen können. Und das können wir nicht, wenn sie alle tot sind. Also hast du die Gefahr in unser Haus gebracht. Raskir, ich hab's dir doch gesagt. Ja. So eine Mimi. Estrid, oh, gib doch endlich Ruhe. Vater, ich bitte dich, dies sorgfältig zu bedenken. Er ist der einzige Überlebende. Wir können der Schlange immer noch den Kopf abschlagen. Aber erst, nachdem sie geredet hat. Wir können sagen, sei nicht voreilig, Hetman. Wir können Estrid recht geben oder wir können schweigen. Ja, also ich, schweigen wäre jetzt, glaube ich, falsch. Denke ich auch, ja. Ne, also klar, man kann ihr jetzt einfach recht geben, aber ich würde jetzt sagen, die Runyas haben ja mich zu euch gebracht, ja. Ich bin von den Runyas auserkoren und deswegen... ja, manchmal ist ein guter Bluff nicht schlecht. Also nehmen wir Estrid recht oder sagen wir, sei nicht voreilig? Ich glaube, ich würde einfach jetzt auch dem Hetman mal sagen, der soll mal... Klappe halten. Ich würde sagen, sei nicht voreilig. Ja. Dass der auch mal ein bisschen abkühlt. Ja. Wenn ihr gestattet, Hetman, es wäre unklug, voreilig zu handeln. Es ist dir nicht gestattet, Fremdling. Das hier geht dich nichts an. Hey, hallo? Die Runyas. Also gerade in einem Langhaus darf man doch... Ja, eigentlich schon. Aber auch als Gast ist, darf man noch frei reden. Ja, der ist einfach außer sich. Sowas? Er ist einfach außer sich, ja. Der Hetman schaut einen langen Moment lang in ernster Sorge auf seine Tochter hinab. Dann seufzt er. Dann blickt er zu Raskir und bedeutet ihm, mit einem Nicken den Gefangenen vorzubringen. Raskir knurrt und stürzt sich regelrecht auf den Gefangenen, um ihn unsanft zum Eingang der Halle zu zerren. Estrid hat unterdessen den Kopf gesenkt, obwohl du dir nicht sicher bist, ob vor Bedauern oder vor Niedergeschlagenheit. Du kannst so etwas nicht einfach tun, Estrid. Das entspricht nicht unseren Traditionen. Wenn du mich vorher gefragt hättest, ja klar. Unbedingt.
Wir reisen zurück, fragen und reisen dann wieder dahin und holen ihn ab oder was? Ja. Er spricht jetzt viel besonnener, aber es ändert nichts an Estrids steifer Reaktion. Sie starrt an die gegenüberliegende Wand, ihre Miene ist steinern. Es tut mir leid, Vater. Er zieht eine Grimasse und sagt einen langen Moment lang nichts, bevor er sich schweigend entlässt. Sie verneigt sich erst vor ihm und dann vor dir und folgt ihrem Bruder in Richtung Vordertür. Er dreht sich zu dir und verschränkt die Hände hinter dem Rücken, um dich offiziell anzusprechen. Ungeachtet des Endergebnisses muss ich dir für deine Hilfe heute danken, Fremdling. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Wir können sagen, das ist das Mindeste, was ich tun konnte. Wir können sagen, es ist nichts, was ich mir noch einmal zu tun gedenke, gewünsche. Oder wir hätten besser handeln können, sagen. Also das letzte würde ich eigentlich nicht sagen. Na, bin ich bei dir. Auch wenn der Metalhead das haben will. Ja. Also das Mindeste. Wir sind höflich, oder? Wir sagen, das ist das Mindeste, was wir tun können. Ja. Genau. Das ist das Mindeste, was ich hätte tun können, Hetman. Jetzt sind wir quitt. Ha! Ich halte nicht viel davon aufzurechnen, Fremdling. Wie dem auch sei, morgen werde ich ein Schiff vorbereiten lassen, wenn du es wünschst. Das ist Schiff, ne? Hm? Vielleicht will uns das Spiel doch auf das Schiff. Ja. Doch ich habe mich gefragt, ob du nicht eine Nacht hier bleiben möchtest. Ich gebe morgen ein Fest, es dient vor allem politischem Geplänkel, aber du bist herzlich eingeladen. Er betrachtet dich einen langen Moment lang, während du nach den Ereignissen, die auf das letzte Frühstück folgen, rasch Misstrauen empfindest. Schweigen? Haben die Runen das vorausgesagt? Fragen? Oder du willst, dass ich bleibe? Fragen. Eigentlich mal auf die Runen verweisen, ne? Ja, haben wir jetzt eben schon gesagt, ne? Vor allem... Vielleicht kriegt man nochmal raus, was die wirklich gesagt haben, weil da ja noch was fehlt. Ja. Besagen die Runen deines Beraters, dass ich bleiben soll? Ulfgar lacht und grinst. Nein, zumindest hat Brand nichts dergleichen gesagt. Dein Bauchgefühl gibt dir keinen Grund anzunehmen, dass er lügt. Und so erwägst du das Angebot. Du bist schon eine ganze Weile unterwegs und ein weiterer Tag wird kaum schaden. Außerdem hast du ein seltsames, nagendes Gefühl im Hinterkopf. Ich finde auch, irgendwie jetzt zu abzuhauen, ist auch ein bisschen scheiße. Da sind viel zu viele interessante Rätsel. Ja, genau. Irgendwie fühlt es sich richtig an. Ja, ich werde noch eine Nacht bleiben. Ich freue mich darauf. Er hebt feierlich die Hände und klatscht und reibt sie dann aufeinander. Eine Errungenschaft haben wir freigeschaltet. Einladung zum Abendessen. Aha. Das war eine Errungenschaft. Toll. Jetzt erst eine. Ne, wir hatten vorhin schon mal eine, irgendwie okay. Das, was wir gekämpft haben. Okay, gut. Ja, das ist halt auch bei den Sammelleidenschaft, dass man auch alles dann nochmal dreimal durchspielt oder so. Naja. Bist du jemand, der das dann auch macht? Bei mir kommt es aufs Spiel an. Also ich würde es ansatzweise, ja gut, aber wenn es ein Spiel mich nicht schuckt, sowieso nicht, aber dann es kommt wirklich an, was es ist und kann schon mal passieren, dass ich da wirklich schon mal irgendwo den Ehrgeiz habe, mal was von irgendwas alles zu sammeln. Ja. Geht mir, also wie gesagt, kommt aufs Spiel drauf an. Ne? Mhm. Das letzte Mal, wo ich irgendwie so ein bisschen Ehrgeiz hatte, war Rook Tower, wenn dir das was sagt. Nee, das sagt mir jetzt gar nichts, aber. So ein Indie-Game, aber da habe ich es auch nicht geschafft und es ist auch echt schwer, die Dinge alle zu kriegen. Ja. Okay, Ulfgar, gute Entscheidung. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Fremdling. Morgen werden wir feiern. Genau, feiern muss sein. Feiern mit Torvalan ist immer gut, ne? Ja. Okay. Hier ist anscheinend unser Langhaus. Bevor das Fest beginnt, hast du etwas Zeit für dich, um für den letzten Tagen nachzusinnen und dich darauf vorzubereiten, was dich als nächstes erwartet. Okay. Ein Moment der Besinnung.
Es ist eine weitere raue Nacht. Der Schlaf fällt dir nicht leicht, da du die Erinnerung an die Schlacht nicht abschütteln kannst. Jedes Mal, wenn du die Augen schließt, erlebst du erneut den Moment, in dem du das Leben eines anderen Menschen beendet hast. Naja, okay. Du versuchst dir einzureden, dass es Selbstverteidigung war und unvermeidlich. Aber war es doch auch. Nichts macht es leichter. Und trotzdem ist da diese nervöse Unruhe tief in deiner Brust. Ein Gefühl, das du einfach nicht abschütteln kannst. Etwas Vertrautes, von dem du dir wünschst, dass es nicht so wäre. Wenn der Morgen anbricht, brauchst du eine ganze Weile, um überhaupt daran zu denken, das Bett zu verlassen. Dir ist klar, dass es einige Zeit dauern wird, bis du dich wieder wie du selbst fühlst. Im Licht des Tages und ohne unmittelbare Bedrohung bemerkst du, wie ekelhaft schmutzig deine Kleidung ist. Sie war schon seit der Flucht vor den Friedlosen mit Schlamm bedeckt, doch nun sind sie auch noch blutig. Eine kleine Stimme in deinem Kopf mahnt dich, sie zu reinigen, um deine Würde und dein Ansehen zu wahren, wie es jeder Magier tun sollte. Richtig. Aber du hast keine solche Verpflichtung und du bist hungrig und brauchst frische Luft. Wieso? Wir haben keine Verpflichtung. Wir sind doch auf ein Fest eingeladen. Da gehe ich doch nicht irgendwie eine gesenkte Sau. Ja. Oder? Such dir ein Frühstück, mach einen Spaziergang, reinige die Kleidung. Wir reinigen die Kleidung, oder? Ja, muss auch mal sein, ne? Als anständige Magierin muss man ja auch entsprechend gewandelt sein. Ja. Außerdem fehlt der Hut. Das ist richtig, ja. Mit einem Seufzer und einem Stöhnen, während du dich streckst, verspürst du einen Anflug von Verpflichtung gegenüber deinen Gastgebern. Du ziehst dich an und zuckst unwillkürlich zusammen, weil dein Körper protestiert. Du fragst einen Krieger aus seinem Langhaus, wo du dich und deine Kleidung waschen kannst. Er weist dir den Weg zu einer Stelle in der Bucht, nicht weit entfernt von dem Ort, wo die Langschiffe anlanden. Dein Spaziergang dahin ist sehr angenehm. Wie zuvor schmeckt die Luft frisch und salzig. Die Brise hilft dir, wach zu werden, und auch wenn dein Magen immer noch knurrt, fühlst du dich schon ein wenig besser. Am Strand herrscht ein bereits reges Treiben. Zahlreiche Langschiffe nähern sich mit Ruderschlägen und landen auf dem Kies an, wo sie gesichert werden. Du siehst viele bunte Schilde mit unterschiedlichen Motiven und hörst, wie sich die Leute gegenseitig anfeuern und anbrüllen. Doch dann weicht alles der friedlichen Stille und einem Kieselstrand, vor dem sich der Golf von Prem erstreckt. Moment, Golf von Prem. Ja, okay. Mhm. Passt. Ja. Das Meer ist ruhig und still. Sein wunderschönes tiefes Blau wirkt beruhigend. Entlang des Strandes stehen Ständer im seichten Wasser und reinigen Waffen und Kleidung. Städter, nicht Ständer. Es scheint ein geselliges Erlebnis zu sein und trotz leichter Nervosität schließt du dich ihnen am Wasser an. Während du deine Kleidung vom Blut und Schmutz befreist, bemerkst du, dass du beobachtet wirst. Ist es Raskir? Nein, ein kleines Kind, das wahrscheinlich noch nie jemanden gesehen hat, der so aussieht wie du, starrt dich aus einigen Schritten Entfernung an. Es ist ein nervöser, neugieriger Blick, dem der Anstand der meisten Erwachsenen fehlt, zumindest in Torval. Lächeln wir und winken wir, wie ein anständiger Pinguin, oder ignorieren wir das Kind? Kinder, da muss man doch freundlich zuwinken. Richtig, ne? Lächeln und winken. Du schenkst dem Kind ein Lächeln und winkst ihm freundlich zu. Es winkt dir begeistert und mit einem breiten Grinsen im Gesicht zurück. Als die Mutter euren Austausch bemerkt, lächelt sie und schickt das Kind mit ein paar eiligen gesprochenen Worten Torvalsch fort. Der Gesichtsausdruck des Kindes geht dir nicht aus dem Kopf, während du deine Arbeit fortsetzt. Das Kind schien sehr sorglos zu sein, viel sorgloser als du in diesem Alter warst. Kein strikter Zeitplan, keine Erwartungen, kein Druck. Nur die unbändige Freude der Kindheit. Etwas, von dem du nicht mehr sagen kannst, dass es dir vertraut ist. Am Nachmittag kannst du mit etwas mehr Abstand über die Schlacht in Jalvik nachdenken. Du schlenderst durch die Stadt, immer noch bemüht, deinen Kopf frei zu bekommen, und findest dich vor der Halle des Hetmans wieder. Es fällt dir schwer, nicht daran zurückzudenken, dass du während des Kampfes tatsächlich einen Zauber wirken konntest. Hohoho! Einerseits ist ein Teil von dir überrascht, dass es dir gelungen ist, so vielen an der Akademie zu beweisen, dass sie falsch lagen.
So viele deiner Lehrer hatten dir erklärt, dass es für jeden Magier entscheidend sei, unter Druck zaubern zu können. Es waren Lehrer, die dich dafür kritisierten, dass du unter Druck all deiner Prüfungen nervös wurdest. Andererseits ist ein anderer Teil von dir froh, weil du endlich bewiesen hast, dass du es kannst. Wenn nur einer von ihnen da gewesen wäre und es gesehen hätte. Als Estrid und Raskir gegen die Friedlosen kämpften, hättest du etwas tun können. Wenn du nicht so in der Hitze des Augenblickes gefangen wärst, wäre dir vielleicht ein hilfreicher Zauberspruch eingefallen. Rhetorikus, jetzt fällt es dir wie Schuppen vor den Augen. Wenn du es jetzt versuchen würdest, würdest du wahrscheinlich schaffen. Viel zu spät, um noch Nutzen zu sein, aber vielleicht zumindest nützlich für die Zukunft. Es ist ruhig genug auf dem Platz, du könntest wahrscheinlich üben, ohne zu viel Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Okay, also zumindest gibt es eine Charakterentwicklung, ne? Ja, cool, ne? Also wir steigern. Ja, ja, noch ein Spruch dabei. Dann ist das jetzt auch mit den zwei Sprüchen dann nicht ganz so schlimm. Ja. Mit dem Blitz dich find aufwärmen, mit dem Orcano Faxius aufwärmen, mit Meditation aufwärmen. Ja, wir zaubern doch jetzt nicht hier mitten im Dorf immer. Also mit Blitz dich find braucht ja auch ein Opfer quasi, ne? Ja. Nee. Nee, wir meditieren. Tanz der Marder. Genau, ja, schön. Tanz der Marder, genau. Wie man es dir beigebracht hat, versuchst du zunächst, deinen Geist zu klären. Sofort spürst du, wie dein Verstand versucht, dagegen anzukämpfen. Wieso? Gedanken, Erinnerungen, Fragen. Ah, okay. Es fühlt sich an, als müsstest du dich viel mehr anstrengen, als du solltest, nur um zu verhindern, dass du die Konzentration verlierst. Der Kampf gegen die Friedlosen geht dir durch den Kopf. All die mentale Schwerstarbeit nützt nichts. Mit einem Seufzen realisierst du, dass du deine Gelegenheit, Klarheit zu finden, bereits ruiniert hast. Du öffnest wieder die Augen. Irgendwo in deinem Kopf sagt dir jemand, dass du nicht ungeduldig sein solltest. Nicht besonders hilfreich. Du machst trotzdem weiter und wählst einen kleinen Stein auf dem Boden für deine Übung aus. Wie bei jedem neuen Zauber, den du üben willst, beginnst du mit der Formel. Aber ein anhaltender Zauber ist noch komplexer als etwas, das eine sofortige Wirkung hat. Du musst den Zauber aufrechterhalten, selbst nachdem er gewirkt wurde, und darfst deine Konzentration nicht vernachlässigen. Und genau das bereitet die Schwierigkeiten. Beim ersten Versuch bewegt sich der Stein, den du anvisierst, etwa einen Finger breit. Als du das siehst, wird dir klar, dass du deine Konzentration aufrechterhalten musst, und genau das macht sie zunichte. Beim zweiten Versuch schaffst du es nicht einmal mehr, den Stein zu bewegen, und vergräbst zerknirscht das Gesicht in den Händen. Es gibt einfach zu viel zu bedenken, und kein Lehrer konnte dir je beibringen, wie man damit umgeht. Brand kommt. Etwas bedrückt dich, Fremdling. Du hebst den Kopf und erblickst den alten Mann aus der Halle des Hetmanns, der unbeholfen auf dich zuschlurft. Brand war sein Name, der Godi. Er dreht das Ende seines Gehstocks in den Boden, als er vor dir stehen bleibt und sich mit den Händen darauf stützt. Du musst deinen Geist von Zweifeln befreien, wenn du erfolgreich sein willst. Da können wir jetzt drauf antworten. Das hat man mir schon oft gesagt. Bist du magiebegabt, können wir fragen? Oder ist es einfach zu schwierig, können wir sagen? Ja, also zu schwierig, das würde ich jetzt schon mal nicht gar nicht zugeben. Das würde ja auch meinen eigenen Ehrgeiz, ja, glaube ich, ein bisschen unterlaufen, ne? Ja. Aber ich finde das magiebegabt fragen, ne? Ich glaube auch, ne? Ja. Bist du magiebegabt? Nein, aber ich habe im Laufe der vielen Winter so einige getroffen. Sowohl aus Torwall als auch aus anderen Regionen. Schade, der hätte uns was beibringen können, wa? Ja. Er schlurft weiter und lässt sich mit einem schweren Seufzer auf die Bank neben dir sinken. Wenn es so einfach wäre, Magie zu wirken, wie Brot zu backen oder eine Waffe herzustellen, dann würde es jeder können. Meinst du nicht auch? Manche verfügen über die Gabe der Magie und manche nicht. Und dann braucht es noch Jahre des Studiums und der Übung. Ja, Bauberater würde widersprechen. Aber dass es kompliziert ist, ist nicht der eigentliche Grund, warum du dich so abmühst, Fremdling. Es ist übrigens auch eine der Sachen, die mir an DSA auch immer so gefällt, ne? Irgendwie, dass die Magie halt nicht so hoppla hopp kommt und nicht so
Magie, sondern dass es irgendwie immer harte Arbeit ist und immer. Das ist Low Fantasy, das, nennt man das, glaube ich. Ja, dass es nicht übermächtig ist. Ja, ist schon ein Dollweit, ist es schon übermächtig, würde ich sagen. Ne? Aber wenn ich bei anderen Systemen das schon mal angucke. Es ist nicht so selbstverständlich, ne? Warum erzählst du mir das? Können wir fragen? Was mache ich falsch? Können wir fragen? Oder du scheinst viel zu wissen, können wir feststellen. Ich glaube, da könnte man ihn vielleicht ein bisschen bei seiner Eitelkeit packen, ne? Das wäre dann welche? Eitelkeit? Ja, du scheinst viel zu wissen, ne? Ach so, ja, okay. Du scheinst viel über Magie zu wissen. Aufgrund meiner Zeit in Torval habe ich den Eindruck, dass die meisten außerhalb der Runa Jasko dazu neigen, sie zu meiden. Ja. Das stimmt, obgleich es zahlreiche Geschichten darüber gibt, wie Magie Torval in der Vergangenheit geholfen hat. Ich kann nicht für andere sprechen, Fremdling, aber ich versuche lieber etwas zu verstehen, als es zu fürchten. Gute Einstellung. Ja. Langsam rückt er sich so zurecht, dass er dir direkt in die Augen schauen würde, wenn du mehr als einen Schlitz von ihm sehen könntest. Als du gestern in Jalvik warst, hast du da Zauber gewirkt? Du nickst zögernd. In der Hitze des Gefechts mit deinem Leben und das der anderen in Gefahr war es also nicht zu schwierig? Ich glaube, ich hatte nicht wirklich Zeit, darüber nachzudenken. Und doch hattest du Erfolg. Also, was ist der Unterschied zwischen gestern und heute, wenn du mit dem Zauber kämpfst, den du gerade zu wirken versuchst? Wir können schweigen oder wir können sagen, dass wir zu viel nachdenken. Ich denke zu viel nach. Ja. Du glaubst, das Problem ist, dass ich zu viel nachdenke? Ich glaube, das Problem ist, dass du zu sehr zweifelst, Fremdling. Du solltest nicht bereits an dir selbst zweifeln, bevor das Werk überhaupt begonnen hat. Das ist der Grund, warum du versagst. Tatsächlich neigst du dazu, an dir zu zweifeln und an die Vergangenheit zu denken, an Dinge, die dir nicht gelungen sind. Jetzt können wir einen Motorikus wirken. Ja, gut, auch Zeit. Das finde aber auch schön gemacht, ne? Also das ist auch, ne, ein bisschen storymäßig. Ja. Ja, das finde ich auch. Das ist halt, also das Flair kommt schon gut rüber, finde ich. Ja. Noch einmal konzentrierst du dich auf den Kieselstein, doch dieses Mal versuchst du nicht, deinen Geist klar zu halten. Du kannst spüren, wie ein Teil von dir in Panik gerät und sich sagt, dass du es falsch machst. Doch du beißt die Zähne zusammen und sagst dir nein. Nein, du machst es nicht falsch. Als du auf ihn zeigst, rutscht der Stein leicht über den Boden, bevor er in die Luft stieß. In deiner Überraschung entgleitet dir die Formel sofort, wie schon so oft beim Üben des Zaubers. Aber du denkst an Brands Worte. Du sagst dir, dass es noch nicht zu spät ist, dass du den Zauber aufrechterhalten kannst. Der Stein fällt einen Finger breit, bevor du ihn wieder unter Kontrolle hast. Er zittert in der Luft, genau wie deine Konzentration. Schließlich wandelt sich die Nervosität zu einem Hochgefühl. Der Stein hängt regungslos vor dir, wie in perfekter Balance. Mit einem Kichern steht Brand auf, der Stein fällt zu Boden, als du den Zauber löst und grinst. Und wieder haben wir eine Errungenschaft freigeschaltet. Ich hoffe, das erleichtert deinen Weg, Fremdling. Ich danke dir. Ich werde weiter üben, aber das ist bereits ein guter Anfang. Ja, das ist es. Ich sehe dich heute Abend beim Fest, Fremdling. Bis dahin. Er nickt dir zu, dreht sich um von dannen zu schlurfen, während du grinsend auf den Stein blickst, den du zum Schweben gebracht hast. Du widerstehst dem Drang, es noch einmal zu versuchen, denn du bist immer vorsichtig, da du deine Energie wohl möglich noch für wichtigere Dinge brauchst. Sehr weise übrigens. Ja. Aber nun weißt du, dass du es kannst und du hoffst, dass Brands Lehren dir auch andere Zauber erleichtern. Hätte ein solches Gespräch bloß an der Akademie gegeben, dann wäre vieles vielleicht anders gekommen.
Schöne Episode, ja. Ja. Götter und Ungeheuer. Wenn die Zeit gekommen ist, begibst du dich in die Halle des Hetmanns, um im Kreise der Torvaler von Eislifesfell zu speisen. Aber es dauert nicht lange, bis einige unerwartete Gäste erscheinen. Spannend. Oh, hat es ein bisschen geschmückt hier, ne? Oder war das immer so? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich meine, die hatten... Ein Feuer bratzelt jetzt auch hier? Ja, eben, also das sah auf jeden Fall aus und... Metal hat man auch cool. Was meinst du mit cool? Ja. Ich glaube, das war nur vor, bezüglich auf die Stimmung mit dem Godi. Achso. Mhm. Als die Sonne tief am westlichsten Himmel hängt, machst du dich auf den Weg zurück zur Halle des Hetmanns. Der Platz draußen ist belebter, als du ihn zuvor gesehen hast. Händler, Krieger und andere Reisende treffen sich und grüßen einander, bevor sie in die Halle strömen. Es ist eine erhebende Atmosphäre und du ertappst dich dabei, wie du aufrichtig lächelst, wenn du von Leuten begrüßt wirst, die du noch nie zuvor gesehen hast. Auch die Halle selbst ist noch lebendiger und bunter als zuvor. Die zentrale Feuerstelle wirft warmes Licht auf die Banner, Trophäen und Ranken, welche die Wände und Sparren schmücken. Die Anwesenden unterhalten sich und lachen, während sie zwischen den Tischen hin und her schlendern. Es wird bereits reichlich Met, Wein und Bier herumgereicht, sowohl als Torwahl als auch aus fremden Gestaden. In einer Ecke gibt ein Skalde eine mitreißende Geschichte von Abenteuern zum Besten, in der Nähe musiziert eine kleine Gruppe. Nicht allzu weit vom Eingang entfernt entdeckst du Raskir, der in ein Gespräch vertieft ist, lacht und grinst. Und natürlich seine Axt über der Schulter trägt. Als er dich sieht, lächelt er sofort und winkt dich zu sich, während er seinen Freund verabschiedet. Fremdling, möchtest du etwas trinken? Nein, ich möchte, dass du weißt, wie mein Name ist, Raskir. Gibt es etwas zu feiern, können wir fragen. Wir können ablehnen oder wir können sagen, klar, warum nicht? Also, dass es was zu feiern gibt, das wissen wir ja. Mhm. Wenn wir jetzt ablehnen, verschärfen wir uns mit dem das auch endgültig. Mhm. Sagen wir klar. Ja. Natürlich, klar, warum nicht? Er nimmt einen leeren Kelch vom Tisch, gießt etwas hinein, das du für Met hältst. Okay. Mit einem breiten Grinsen drückt er ihn dir in die Hand und stößt fröhlich mit dir an. Komm, mein Vater wird wissen wollen, dass du hier bist. Er führt dich durch die Mitte der Halle, wo ein wärmendes Feuer prasselt. Fisch und Hammelkeulen brutzeln darüber am Spieß. Der Duft von gebranntem Fleisch dringt in die Nase. Am Kopfende des Raumes sitzt Ulfgar am Tisch und unterhält sich mit einem nordstrischen Händler. Ebenfalls am Tisch sitzt Brand und beobachtet die Leute, die sich im Raum tummeln. Als Ulfgar dich erblickt, erhebt er sich mit einem fröhlichen Lächeln und breitet seine Arme weit aus. Fremdling, willkommen. Ich weiß immer noch nicht, wie du heißt. Er schwankt, als er zu dir hinabtritt und stößt dann energisch mit seinem eigenen Kelch gegen den deinen. Er nimmt einen großen Schluck und deutet mit ausgestreckter Hand auf die Festivitäten. Was denkst du? Wir können sagen, dass wir uns gern umsehen würden. Wir könnten sagen, dass wir beeindruckt sind oder können sagen, es sieht prächtig aus. Hm. Eigentlich passt auch alles drei, ne? Ja. Aber ich würde jetzt nochmal die Neugier eines Magiers anführen. Weil wir uns gerne umsehen würden. Ja. Okay. Ich bin gerade. Metalhead meint prächtig, ne? Na, Metalhead ist nicht so auf unserer Schiene hier. Aber ja. Kein Ding. Der kann es ja selber nochmal spielen, wenn das hat. Ist auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Weißt du, wie teuer das Spiel ist? Ich meine was um die 25. 25? Ich bin jetzt aber auch jetzt da nicht 100%. Ich hätte jetzt nur gesehen, auf jeden Fall, dass wenn man sich dieses mit dem Artbook holt,
Nochmal, okay. Bei Ulysses im F-Stop und sowas, das liegt glaube ich um die 40 Euro zusammen mit dem Streamcode. Ja gut, aber das Buch, ne, also ein dick, das ist ja relativ dick, wie ich das gesehen habe. Also ja. Und Art muss ja auch bezahlt werden, also 40 ja. Für so ein schönes, dickes Buch. Soll auch Wertekäst für die ganzen Protagonisten da drin sein. Hm. Dass man die also auch wirklich dann das vielleicht auch ein Abenteuer umwandeln kann. Das wäre dann auch eine richtig coole Sache. Ja. Und vielleicht, also das Abenteuer selbst wäre halt auch cool, ne? Wenn man das irgendwo hätte. Wenn man es jetzt gespielt hat, kann man sich das auch, kann man es auch leiten, ne? Also ja, natürlich. Muss man halt ein bisschen umbauen, ne? Ja, aber das sollte man ja. Aber ich finde, von der Story her ist es eigentlich ganz, ist es ein bisschen low, auf jeden Fall schon. Aber ist es ganz nett. Naja, Nedime sagt, wir sind gerade erst angekommen, Hetman, ich würde mich gestern mal umsehen, bevor ich mir eine Meinung bilde. Er lacht und verneigt sich anerkennend. Anschließend wendet er sich wieder dem Händler zu. Ich komme später zu dir, Jos-Old. Diesen Namen immer, ne? Ja. Raskir, wo ist Estrid? Sie spricht für dich mit den Kriegern aus Wärmhang. Warte. Wärmhang ist tatsächlich vermerkt auf der Karte. Mhm. Ja, Warnheim war eigentlich auch, wo die ja herkommen sollten, das ist also auch hinterlegt. Genau, Warnheim ist auch da, ja. Okay. Es ist tatsächlich da in der Nähe, okay? Ja, alles, das passt jetzt so ziemlich, ja. Mhm. Oh, richtig. Er schaut eilig durch den Raum, bis er die Gruppe findet, nach der er sucht. Dann geht er hinüber, um sie zu begrüßen. Estrid ist in ein Gespräch mit ihnen vertieft und trägt ein Stirnband, das dem ihres Vaters ähnelt. Als er dazukommt, stellt sie die beiden Parteien einander vor, recht diplomatisch. Wir können jetzt sagen, dass der Vater betrunken ist. Wir können fragen, warum sie das Stirnband trägt, oder wir können Error machen. Was auch immer das ist. Also, wie gesagt, das ist noch eine Presseversion, ne? Vielleicht ist ja, das nicht ja, mehr drin. Ist gut. Metalhead haben wir jetzt gerade vergrault. Hat sich verabschiedet. Mach's gut, Metalhead. Okay. Ja, mach's gut, Metalhead. Error, ne? Da hat wieder jemand in Großbuchstaben geschrieben diesmal. Mhm. Muss nicht schreien, oh Gott, Janet. Okay, das war Satan Error dann, so wie es da drin steht, vermutlich. Es juckt mich, ja, da drauf zu klicken und zu gucken, ja, was passiert. Komm, mach. Mach. Kann man vorher speichern oder so? Spiel speichern? Müsste eigentlich schon mal machen. Geht doch oben in die Zaubermenü, dann musst du eigentlich speichern abseits. Genau, ist immer noch der erste Akt übrigens, ne? Ah. Okay, wir haben ja gespeichert. Hat das 3, oder? Pff, keine Ahnung. Jedes gute Spiel hat 3 Akte, habe ich mir sagen lassen. Stirnband wäre interessant. Ich finde viel interessanter, was sich hinter Error verbirgt. Jetzt, das ist das, was man jetzt wissen muss, ne? Als er dazukommt, stellt er die beiden recht diplomatisch vor. Mein Vater zieht es vor, solche Gespräche abseits des Jaldings zu führen, wo sie normalerweise stattfinden. Warum trägt Estrid dieses Stirnband? Sie gilt als Erbin unseres Vaters und soll nach seinem Tod zur Hetfrau gewählt werden. Sie denkt, dass es unseren Verbündeten hilft, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass sie eines Tages das Sagen haben wird. Okay. War jetzt weniger spektakulär, als ich gedacht habe. Ja. Wird sie gewinnen? Wirst du auch antreten? Hetleute werden gewählt. Ich würde sagen, wir fragen mal, ob sie gewinnen wird. Ja. Denkst du, dass sie die Wahl gewinnen wird? Er zuckt mit den Schultern und nimmt einen Schluck von seinem Getränk, während seine Miene sich etwas verhärtet. Sie ist beliebt genug, auch wenn einige ihrer Ideen manchmal etwas seltsam sein können.
Da der Hetman nun ein Gespräch mit den Reckern vertieft ist, verlässt Estrid die Diskussion. Sie macht sich auf den Weg zum Haupttisch, nimmt einen Kelch vom Tisch und leert ihn vollständig. Erst dann gesetzt sie sich zu euch beiden und füllt mit einem breiten Lächeln ihren Kelch wieder auf. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Abend, Fremdling. Ja, und ich habe einen Namen. Ich bin auf jeden Fall ziemlich hungrig. Die Nacht hat erst begonnen. Soweit, so gut. Wir können das Partygirl raushängen lassen. Die Nacht hat erst begonnen. Genau. Die Nacht hat gerade erst begonnen. Sie prostet dir zu, stößt mit dir an, bevor sie sich aufmerksam im Raum umsieht. Einige Zeit lang kommen und gehen viele Leute, um den Hetman ihre Aufwartung zu machen. Die meisten stammen aus Eisleifsfell, einige aus anderen Teilen Torvals und manche kommen sogar aus Nostria oder dem Mittelreich. Oha. Mhm. Ulf, wenn wir jetzt den Andergast da hätten, ne? Da kommen Nostrianer. Ja, aber da sollte doch, das war doch auch bei dem, glaube ich, auch hinterlegt, dass da irgendwie ein Nostrianer trifft, ne? Ja. Ulfgar stellt sich sogar einen Söldner aus Andergast vor, der einige Händler zu diesem Feld eskortiert. Viele Torvaler verhalten sich dir gegenüber etwas misstrauischer, sobald sie erfahren, dass du eine Magiebegabte bist. Aber jetzt kommt dieses Ding auch wieder zum Tragen. Mhm. Einige der Besucher bitten darum, deine Magie sehen zu dürfen und sind enttäuscht, als du ablehnst. Ihr setzt euch gerade alle hin, um endlich zu essen, als die Türen zur Halle erneut aufschwingen. Die Flügel werden so energisch aufgestoßen, dass alle aufhorchen und die Feierlichkeiten zum Stillstand kommen. In der Tür stehen zwei Männer, beide zerlumpt und wettergegerbt. Sie sind sich offenbar bewusst, dass jeder sie anguckt. Der erste von ihnen nimmt die Blicke zur Kenntnis, schaut an den Tischen auf und ab und nickt, sobald jemand seinen Blick erwidert. Der zweite hat nur Augen für Ulfgar und ignoriert alle anderen im Raum, die ihn beobachten. Deine Augen huschen zu der gewaltig zweischneidigen Axt, die er lässig in einer Hand hält. Und dann stehen die beiden vor dir, direkt vor der Stufe zum Tisch. Du ertappst dich dabei, wie du nervös schluckst, als sie jeden Einzelnen am Tisch mustern. Dann steht der Hetman auf, um sie zu begrüßen und legt eine Faust zum Salut auf seine Brust. Willkommen, es ist lange her, Olvir Eiriksson. Als der Hetman diesen Namen ausspricht, geht ein Raunen durch den Saal. Neben dir verschluckt sich Eistritt an ihrem Getränk. Du wirfst dir einen Blick zu, als sie sich erhebt. Raskir lehnt sich auf seinen Stuhl nach vorn, wie um einen besseren Blick auf die Besucher zu haben. Es ist in der Tat Ulfgar Firunjason. Die raue Stimme des größeren Mannes lenkt deine Aufmerksamkeit wieder auf das Gespräch zwischen den Hetman und den Neuankömmlingen. Er und der Hetman starren sich für ein paar Momente lang an, bevor sich der zweite der beiden räuspert. Danke, dass du uns empfängst, Hetman. Ich bin Gunnar Runolfsson. Ich kämpfe an Orlvirs Seite. Überall im Raum beginnen die Leute zu tuscheln, was Gunnars Aufmerksamkeit erregt. Olvir hingegen starrt weiterhin finster Ulfgar an und lässt ihn keinen Moment lang aus den Augen. Der Hetman unterbricht das Gemurmel mit einer erhobenen Hand und nimmt einen Schluck von seinem Getränk, bevor er fortfährt. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich war mir nicht sicher, ob du kommen würdest. Es sind viele Winter her, dass ich von dir gehört habe, Olvir. Ich war mir nicht mehr sicher, ob meine Nachricht dich überhaupt erreichen würde. Ulfgars Worte scheinen sorgfältig gewählt zu sein. Als du Olvir ansiehst, scheint er ebenso vorsichtig antworten zu wollen. Doch bevor er das tun kann, räuspert sich Gunnar erneut und reibt nervös seine Hände. Vieles hat sich in diesen vielen Wintern verändert, Hetman. Vielleicht ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, über derlei Dinge zu sprechen. Ulfgar mustert die beiden noch ein paar Augenblicke lang, bevor er langsam nickt und die Arme hebt. Bitte setz dich, wohin mein du auch willst. Ihr alle, es ist Zeit zu tafeln. Der Hetman tritt um den Haupttisch herum und marschiert dann zur Feuerstelle, um selbst bei den Vorbereitungen zu helfen. Die Männer nehmen an einer der längeren Tische Platz, die Gespräche werden langsam wieder aufgenommen. Du bist etwas verwirrt darüber, wie sich die Atmosphäre verändert hat. Als du dich wieder zu den Kindern des Hetmans umdrehst, beachten beide die Fremden immer noch neugierig und misstrauisch.
Wir können jetzt Estrid fragen, was los ist, oder wir können Raskir fragen, wer die Männer sind. Fragen wir mal, wer die Männer sind, ne? Oh. Raskir fragen, wer die Männer sind. Mhm. Raskir, wer sind diese Männer? Kennst du sie? Ob ich sie kenne? Nein. Ich kenne ihn. Ja. Er neigt den Kopf in Richtung Olvir und nimmt einen Schluck von seinem Getränk, bevor er sich an Estrid wendet. Du wusstest nicht, dass er kommen würde? Estrid schüttelt den Kopf und starrt die beiden an, während sie nervös auf den Tisch tippt. Ulfgar ruft eine Gruppe von Leuten zu sich, die ihm helfen, Essen und weitere Getränke zu verteilen. Teller und Schalen voller Brot, Fisch, Gemüse und weiterer Krüge mit Alkohol werden herumgereicht. Dann bahnt sich Ulfgar wieder seinen Weg durch den Raum, um sicherzustellen, dass alle Gäste versorgt sind. Während er versucht, die Stimmung wieder zu heben, lehnt sich Raskir zu dir, um dir mehr über die geheimnisvollen Männer zu erzählen. Olvir Eriksson ist ein berühmter Plünderer-Fremdling. Oder er war es. Es gibt viele Geschichten über seine Taten. Und nur wenige von ihnen sind gut, meint Estrid. Er gilt als brutal und wild, selbst nach Torvalschen Maßstäben. Wir können fragen, ob das hier nicht respektiert wird. Wir können eine Geschichte von denen erzählen lassen, oder wir können fragen, warum der hier ist. Ja, gute Frage. Ich würde einfach fragen, wieso der hier ist, oder? Genau, wir fragen mal einfach mal doof. Ja. Weißt du, warum dein Vater ihn heute Abend empfängt? Ich wünschte, ich wüsste es. Es ist Brauch, große Krieger zu Festen wie diesem einzuladen. Wenn die Geschichten über Olvir und seine Räuber wahr sind, dann sind sie in der Tat große Krieger. Vielleicht ist das der Grund. Einen Moment, in dem sie Olvir weiter schweigend anstarrt, seufzt Estrid und schüttelt den Kopf. Du magst dich an Größe dieser Geschichten erinnern, Raskir. Ich erinnere mich an die Grausamkeit. Die beiden Fremden bleiben unter sich, während all ihre Mahlzeiten zu sich nehmen. Während des Essens bessert sich die Stimmung wieder. Das Essen ist köstlich und die Geschichte, die der Skalde während des Essens erzählt, lässt langsam alle gespannt lauschen. Doch unter der unbeschwerten Freude des Essens kommt ein Gefühl von Unbehagen auf, das vorher nicht da war. Deine Augen wandern immer wieder zu den Fremden hinüber, die völlig ungerührt von der Erzählung zu sein scheinen. Viele der anwesenden Gäste werfen ihnen immer wieder Blicke zu. Es scheint sie nicht im geringsten zu stören. Gunnar schaut ab und zu von Meißen auf, um sich in der Halle umzusehen, spricht aber nur von mit seinem Freund. Soweit du es beurteilen kannst, spricht Olvir selbst kaum und schaut nur zu Gunnar und oder stets stur geradeaus. Estrid und Raskir versuchen beide Antworten aus ihrem Vater herauszubekommen, doch er wehrt alle Fragen zu diesem Thema ab. So wird mindestens eine Stunde lang gegessen und getrunken und sich die Zeit bei Gesang, Prosa und Gedichten vertrieben. Die ganze Zeit über sitzt dieses Unbehagen in der Tiefe deiner Brust, das dich immer unruhiger werden lässt. Als die Teller abgeräumt werden, steht Ulfgar auf, sein Kelch fest in der Hand. Nun, in Kürze wird weiteres Essen gebracht, aber zuerst lasst uns anstoßen. Wir können Met trinken oder wir können Wasser trinken. Ja. Wasser könnte natürlich die Torwaller verletzen, beleidigen. Ja. Met könnte dann dafür sorgen, dass er dann irgendwann besoffen ist, ne? Ja, wir haben ja schon Met getrunken, ne? Das können wir mal, es ist ja ein guter Trick, ne, für euch da draußen, wenn ihr Alkoholgelage habt. Ne? Mal ein Wasser zwischendurch zu schlürfen. Genau. Ne? Also ich würde sagen Wasser. Ja. Als Gast am Haupttisch hältst du es für richtig mitzumachen, aber um einen klaren Kopf zu behalten, schenkst du dir Wasser ein. Als Ulfgar zu sprechen beginnt, richtet sich deine Aufmerksamkeit plötzlich auf dein Inneres. Es ist, als würde sich ein Stachel in das Unbehagen bohren, das sich in deiner Brust aufgebaut hat. Es ist nicht schmerzhaft, aber es fühlt sich an, als würde sich etwas in dir auflösen und du fühlst dich entblößt. Auf euch alle, meine Freunde. Danke für eure Gesellschaft.
Du hörst Ulfgars Worte, aber du kannst nicht auf sie reagieren, weil sich alles in deinem Kopf zu drehen scheint. Wie aus dem Nichts ertönt ein tiefes, grollendes Knurren in deinen Ohren, das unverkennbar bestialischer Natur ist. Es krallt sich in deinen Verstand, während ein tiefen, finsteres Lachen in deinem Kopf ertönt. Als die Gäste in der Halle ihre Becher erheben, um dem Hetman zuzuprosten, ertönt ein ohrenbetäubender Donnerschlag. Überall in der Halle schreien Menschen auf und als der Boden durch den Knall erschüttert wird. Der Hetman taumelt und starrt in trunkener Verwirrung zur Decke hinauf. Als du selbst im Sitzen das Gleichgewicht verlierst, rutscht dein Arm ab und dein Kelch kippt um. Du erwartest, dass sich Wasser über den Tisch und deine Kleidung ergießen wird. Doch die Substanz, die aus deinem Becher fließt, hat die Farbe von tiefem Rot. Entsetzt stehst du auf und lässt den Becher auf den Boden fallen, wobei der Boden vor dir mit der Flüssigkeit bespritzt wird. Da war Jesus, hä? Hm? Wenn du es nicht besser wüsstest, würdest du sagen, dass sich dein Wein dass sich dein Wasser in Blut verwandelt hat. Blut, ich dachte, das ist Rotwein. Ja. Bevor du etwas tun kannst, wird der Raum von einem weiteren Donnerschlag erschüttert. Dieses Mal werden die Leuchter von dem Knall erschüttert und die Leute beginnen vor Angst zu schreien. Was geht hier vor? Ich weiß es nicht, antworten. Wir sollten fort von hier, sagen, oder sagen, es ist Magie. Ich glaube, ich werde jetzt erst was weiter zu suchen. Fort von hier. Mhm. Wir sollten fort von hier, sofort. Es ist nicht sicher hier. Nein, nein, das wird nicht funktionieren, sagt Estrid. Du schaust zu Estrid hinüber und siehst, wie sie misstrauisch zur Decke schaut. Aus ihrem Gesichtsausdruck erkennst du, dass sie genau das Gleiche erlebt hat wie du. Wieder wird deine Aufmerksamkeit plötzlich von etwas anderem abgelenkt. Die Lichter der Leuchter haben sich beruhigt, aber du bist dir sicher, dass du einen Schatten siehst, der sich über der Decke bewegt. Die ganze Szenerie kommt mir so ein bisschen bekannt vor aus, kennst du Beowulf? Ja, ich kenne die Story, ja. Ne, wo das Monster dann ankommt, ja. Und als sie da das Gelage haben, das ist... Grindel. Genau, aber da kommen auch diese Geister und so, ne? Und, ja. Doch in dem Moment, da du ihn erblickst, erstarrt alles. Einen Moment später gibt es einen weiteren Knall, als die Wände der Halle ein drittes Mal erschüttert werden. Wir können rufen, hör auf damit, wir können sagen, zeig dich, und wir können sagen, was für ein Zauber ist das? Zeig dich. Zeig dich! Wir können in die glühenden Polen Papotikoros jetzt sich schmeißen. Genau, ja, richtig. Das wird es nicht, Fremdling, sagt Brand. Du fährst herum und erblickst Brand, der völlig still mit dem Chaos steht. Es sei denn, du starrst den alten Godi an, verwirrt und wütend über seine unergründlichen Worte. Als du ein weites, tieferes Grollen tief in deiner Brust spürst, fühlst du, wie dich erneut ein Schwindel überkommt. Dann erstarrst du beim Klang einer sehr vertrauten Stimme. Nedime. Für einen Moment bist du völlig betäubt. Endlich hier jemand, der mich in Nedime. Ich wollte gerade sagen, endlich kennt einer unseren Namen. Yay! Wir haben es gerockt. Das ist der Sieg. Doch die Erscheinung ist weniger als einen Augenblick verschwunden. Du fühlst und hörst und siehst nichts. Und dann dröhnt der lauteste Donnerschlag, den es je gab, durch die Halle. Wieder wackeln die Leuchter. Wieder huschen und tanzen die Schatten über die Decke, flackern in und aus der Existenz. Als sie aufleuchten und verblassen, könntest du einen Moment lang schwören, dass sie das Gesicht einer monströsen Bestie bilden. Der Donner geht in ein widerhallendes, entsetzliches, gutturales Brüllen über, das dich taumeln lässt. Augen schließen, Ohren zu halten oder schreien? Ohren zu halten. Du hältst dir die Hände über die Ohren, um den Lärm auszublenden, aber das führt nur dazu, dass dein Kopf fürchterlich pocht. Es gibt einen Blitz und einen Moment der völlig totalen Dunkelheit. Einen Moment der völligen und absoluten Stille. Dann flackert der Raum wieder auf und du atmest tief ein.
Die Halle ist so, wie sie war, wie immer, wie sie immer war. Es ist so, als wäre nie etwas passiert. Ein Raunen geht durch die Halle, als alle Anwesenden sich vergewissern, dass niemand verletzt ist. Wir können fragen, ob das noch jemand gesehen hat. Wir können sagen, dass wir sowas noch nie gesehen haben, oder wir können fragen, was das war. Mal nachfragen. Hat das noch jemand gesehen? Ja. Bitte sag mir, dass ich nicht die Einzige war, die das gesehen hat, was auch immer das war. Du warst damit nicht allein, Fremdling, obwohl ich vermute, dass einige mehr gesehen haben als andere, sagt Brand. Das Böse ist hier heute Nacht wieder erwacht. Es gibt Geschichten, aber ich war mir nie sicher, ob sie wahr sind. Brand starrt immer noch völlig ausdruckslos zur Decke. Es ist, als würde er darauf warten, dass sich die Schatten bewegen oder dass das Heulen wieder ertönt. Man könnte sagen, dass es keine Magie ist, oder wir können sagen, dass es ein Omen war. Ja. Ich denke, es war ein Omen, oder? Ja, ja. Vielleicht war es eine Art Omen. Es war ein Ungeheuer, sagt Brand. Brand schreit dich an, seine Stimme voller Sorge und Nervosität. Noch einmal ruckt sein Kopf in die Richtung Decke. So steht er da wie eine Statue für einen Moment und dann noch einen. Ulfgar, sprich verdammt nochmal, Brand. Ulfgar stottert, als er seinen Berater anschreit und lässt sich dann mit zitternder Hand an seinen Stuhl fallen. Seine nächste Frage ist viel leiser und zögernder. Brand, dein Wasser hat sich in Blut verwandelt, Fremdling. Nach einem Moment lässt er den Blick durch den Raum schweifen und hebt die Stimme. Ja, genau. Ah, hier ist jemand, der möchte gebannt werden. Blick. Sperren. Melden. Zack. Dreckige Bots. So. Fortsetzen. Der Fluch der Größe. Ja, ich glaube, das ist so egal. Hauptsache, irgendjemand streamt. Ich meine, auf 8 Zuschauer hier, keine Ahnung. Ja. Hat sich jemand das Getränk in Asche verwandelt? Fragt Brand. Langsam greift Estrid nach unten und hebt ihren Kelch auf. Mit einem finsteren Blick dreht sie ihn auf den Kopf und Asche quillt aus ihm heraus, die in die Luft aufsteigt. Ulfgar keucht und zupft nervös an seinem Bart. Sonst noch jemand? Stille senkt sich über den Saal und ein paar Gäste schauen sich ängstlich um. In der Ecke des Raumes siehst du den größeren der beiden Fremden, Olvir, stehen und seinen Krug heben. Als er ihn umdreht, ergießt sich eine tiefe, sattrote Flüssigkeit spritzend auf den Boden. Während diejenigen, die am nächsten stehen, nach Luft schnappen und zurückweichen, schaut er mit angewidertem Gesichtsaufdruck hinab auf die Lache. Wasser zu Blut, Geister zu Asche, sagt Brand. Vier Schläge erschütternden Donners, selbst bei klarem Himmel. Das sind die Zeichen einer großen Geißel, die vor langer Zeit zur Ruhe gebettet wurde. Der Häscher des Rastlosen. Wir können fragen, wer der Rastlose ist, wir können fragen, wer der Häscher ist und wir fragen, was das ist. Was ist das? Glaube ich erstmal, was ein Häscher ist, ist ja erstmal klar, ne? Mhm.
Also da würde ich eher fragen, wo der Rastlose ist. Ja. Der Rastlose, der Erzdämon. Eben der. Der Häscher ist einer seiner gefährlichsten Diener. Er sucht Tarval jahrelang heim. Brand wendet sich dem Hetman zu und schwingt seinen Gehstock. Ihr solltet das hier beenden, Hetman. Wir müssen die Runjas befragen. Ulfgar sitzt fassungslos auf dem Stuhl und schaut mit seinem ungläubigen Blick ins Leere. Als Brand seinen Gehstock gegen das Bein seines Stuhls knallt, springt er auf und schüttelt den Kopf. Er richtet sich auf, hustet und deutet seinem Publikum die Tür. Ich entschuldige mich bei euch allen. Bitte geht, geht schlafen und schlaft gut. Versucht zu verarbeiten, was ihr hier heute erlebt habt. Langsam werden die Anweisungen befolgt und die Leute machen sich auf den Weg hinaus, immer noch murmelnd und tuschelnd. In der Nähe des Eingangs entdeckst du Olvir, wie er sich an jemanden vorbeischiebt und zur Tür läuft. Halt, nicht du, Olvir Eiriksson. Dieser Fluch wurde auch über dich verhängt. Du musst hier bleiben, du auch, Fremdling. Ihr alle müsst mich begleiten. Du wirst durch eine der Seitentüren der Halle hinausgeführt über den Platz und zu einer kleinen Hütte auf der anderen Seite des Weges. Brand und Ulfgar gehen voran, Eistritt und Raskir folgen ihnen hinterher. Du kommst als nächstes. Olvir und Gunnar folgen widerwillig und schweigend. Die Hütte, in die Brand euch führt, ist bereits eng und voller Unordnung, bevor ihr sieben versucht, euch darin zu versammeln. Ihr kommt euch gegenseitig in die Quere, als Brand euch bittet, euch um eine flache Schale voller kleiner Steine in der Mitte des Raums zu versammeln. Es ist ein unheimlicher Raum, der nur von Kerzen und dem fernen Mond erhellt wird, der durch den Spalt in das Dach blitzelt. Diese Atmosphäre untermalt die Geschichte, die der Godi erzählt, allzu gut. Vor hunderten von Jahren, im hohen Norden Torvalds, wurde ein Diar, ein Geweihter von Travia, auf die Probe gestellt. Doch Haranga befahl dem Rastlosen, ihn zu verderben, und der Diar bestand die Prüfung nicht. Man munkelt, dass er im Laufe der Jahre andere zu seinen neuen Zielen bekehrte. Mit vereinten Kräften brachte dieser Kult den Häscher in diese Welt. Ein Dämonoiden, der zu einer Geißel des gesamten Nordens wurde. Wir können schweigen oder wir können sagen, dass wir das kennen. Gerdolf? Bitte? Also kennen wir das wirklich? Also jetzt... Keine Ahnung. Wenn die jetzt wirklich schon in Ulpa studiert hätte, hätte ich gesagt, okay, könnte das sein, aber aus... Wir warten einfach mal, oder? Ja. Du verschränkst die Arme, während du den Worten des alten Godi lauschst. Sie jagten eine große Säbelzahnkatze, ein großes Raubtier des Nordens, und fingen sie lebendig ein. Sie verschmolzen einen dämonischen Diener des Rastlosen mit der Säbelzahnkatze und gestatteten ihm auf diese Weise dauerhaft in unserer Sphäre zu existieren. Er sucht das Land viele Winter lang heim. Diejenigen, die das Wesen jagte, wurden von Halluzinationen in den Wahnsinn und schließlich ins Grab getrieben. Verwandte berichteten, dass diese Menschen sogar auf ihren Sterbebetten schrien, dass sie von einem unbegreiflichen Schatten gejagt wurden. Und es begann immer mit dem Gefühl schrecklichen Unbehagens, als ob ein Opfer beobachtet würde. Wir können sagen, dass wir das gefühlt haben. Wir können sagen, dass wir ein Gesicht gesehen haben, oder wir können sagen, was mit dem Blut ist. Ich glaube, was das gefühlt haben, ne? Ja. So habe ich mich auch gefühlt, als der Hetman seine Ansprache hielt, war mir, als würde ich beobachtet werden. Ich auch, sagt Estrid. Erwartungsvoll blickt Brand zu Olvir, dessen Blicke von Person zu Person wandern, während die anderen zustimmen. Nach einem Moment rollt der Plünderer mit den Augen und knirscht mit den Zähnen, während er den Kopf seiner Axt in den irdischen Boden rammt. Das ist lächerlich. Das ist eine Gruselgeschichte aus längst vergangenen Zeiten. Ich werde meine Zeit nicht mit sowas verschwenden, deswegen bin ich nicht hier. Und doch bist du hierher gekommen, sagt Brand. Und bevor du kamst, gab es keine Spur vom Häscher in Icelife's Fell. Er verwandelte dein Wasser in Blut, um dich als eine Jagdbeute zu zeichnen. Du und er sind verbunden, wie es scheint.
Genau wie Eistritt. Und der Fremdling. Der Häscher hat es auf euch alle abgesehen, aus welchem Grund mögen nur die Runias wissen. Wenn man diese Geschichten Glauben schenkt, wird er nicht aufhören, euch zu jagen, bis er euch vernichtet hat. Es muss einen Weg geben, ihn aufzuhalten, sagt Ulfgar. Ulfgar legt seine Hand liebevoll auf Estrids Schulter. Die Geschichte des Häschers erzählen die Skalden bereits seit Tagen meines Großvaters. Hunderte von Wintern sind vergangen, ohne dass man von ihm hörte. Ich dachte, er sei getötet worden. Getötet? Nein, Hetman. Der Dämon, mit dem die Säbelzahnkatze verschmolzen wurde, war nicht von dieser Welt. Und so kann er weder mit Eisen noch mit Bronze oder Stahl getötet werden. Es heißt, dass sie einen seiner Säbelzähne stahl und diesen von einem Diar der Travia segnen ließ. Wer ist sie? Aber gut. Nicht nur als Trophäe ihres Sieges, sondern auch als Waffe für alle anderen, die von der Beske gejagt wurden. Ich frage mich trotzdem, wer sie ist. Falls sie jemals aus ihrem Gefängnis befreit werden sollte. Ich kann sagen, dass ich das nicht glauben kann. Wir suchen die Waffe, kann ich sagen. Und es wird nicht so einfach sein, kann ich sagen. Nee. Denke ich sagen, dass es nicht so einfach werden wird, oder? Ja. Es wird nicht so einfach sein, wie es klingt, oder? Nein. Diese Geschichte ist lang und voller Tragödien. Aber jetzt ist jeder von euch ein Teil davon. Ihr müsst den Dämonenzahn finden, wenn ihr von dieser verfluchten Kreatur befreit werden wollt. In der folgenden Stille sammelt Brand die Steine aus der Schale vor euch und packt sie in einen Beutel. Einen Moment lang steht er in Gedanken versunken da, doch dann nickt er. Was soll aus denen werden, die heute Abend vom Häscher des Rastlosen gezeichnet wurden? Nach und nach nimmt er drei Steine aus dem Beutel und hält sie in der geschlossenen Faust, ohne sie anzusehen. Er hält sie einen einzigen Moment lang fest und wirft sie dann in einem entschlossenen Schrei in die Schüssel. Sie flitzen über die Oberfläche der Schale, hüpfen und fliegen herum, nur um von den Rändern aufgefangen und zurück in die Mitte geworfen zu werden. Zwei landen mit dem Symbol nach oben, während einer auf der Kante liegen bleibt. Mit einem tiefen Atemzug blickt Brand in die Schale. Alle anderen, abgesehen von Olvir, tun es ihm gleich. Du bist beeindruckt von der Ehrerbietung der Torvaler gegenüber drei einfachen Steinen. Brand deutet auf den ersten, einen von denen, die mit dem Symbol nach oben gelandet sind. Er lässt seine Hand in Richtung der zweiten aufgedeckten Rune wandern. Die Otayasko. Vielleicht müsst ihr diesen Feind gemeinsam bekämpfen. Wohlmöglich werden sich auch noch weitere dem Kampf anschließen. Olvir schnaubt und schüttelt erneut den Kopf, wobei er euch alle mit einem abwertenden Knurren betrachtet. Währenddessen drückt Brand einen knochigen Finger auf die dritte und letzte Rune, kippt sie so, dass sie ebenfalls mit dem Symbol nach oben liegt. Er reckt den Hals zu Olvir hoch, der in kurzen Schritten neben der Tür auf und ab geht und mit den Fingern auf den Arm tippt. Der Untergang. Sie lag auf der Seite, also muss dies noch nicht geschehen. Vielleicht werdet ihr scheitern, wenn ihr dem Willen der Runias nicht folgt. Vielleicht ist es der Häscher, der scheitern wird. Das ist ungewiss. Wir haben wieder einen Error oder wir haben Schweigen. Wir schweigen, oder? Wir schweigen. Du schmorst eine gute Weile in der Interpretation der Steine durch den Godi, unsicher, was du sagen solltest oder könntest. Die einzige Person, die dir von seinen Worten überhaupt nicht beunruhigt zu sein scheint, ist Brand selbst. Er wartet einfach darauf, dass ihr alle das, was er euch gesagt hat, verarbeitet und es als Wahrheit akzeptiert. Schließlich seufzt Estrid, nickt und nimmt sanft Ulfgars Hand von ihrer Schulter. Ulfgar, Estrid, du wirst Eislaifsfell führen, wenn ich nicht mehr bin. Ich kann Eislaifsfell nicht führen, wenn ich von dieser Kreatur in den Wahnsinn getrieben werde. Ich habe es gesehen, so klar wie der helle Tag, direkt vor meinen Augen. Ich kann es spüren. Es ist meine Pflicht, mich dem Häscher zu stellen. Der Hetman runzelt die Stirn. Trotz seiner Trunkenheit ist er dem Gespräch offenbar genau gefolgt.
Die Weissagung macht ihn sprachlos. Die Runias haben gesprochen und die Geschichten sind eindeutig Ulfgar. Sollten sie scheitern, werden sie wahrscheinlich alle in den Untergang getrieben und vielleicht wird der Häscher danach zu uns kommen. Aber wenn sie es nicht einmal versuchen, bezweifle ich, dass es überhaupt Hoffnung gibt. Der Hetmann reagiert nicht. Er atmet schwer und seine Hände zittern. Was für eine Hetfrau wäre ich, Vater, wenn ich nicht alles tun würde, um mein Volk vor dieser Bedrohung zu schützen? Der Hetmann stöhnt und wendet sich Vrand zu. Der alte Mann starrt ihn nur ungerührt an. Der Hetmann stöhnt erneut und wendet sich diesmal an Olvir und Gunnar, die allein in der Ecke stehen. Wirst du diese Aufgabe auch bis zum bitteren Ende bringen? Olvir sieht unglücklich aus, seine Augen huschen von Person zu Person, während er an der Antwort zu knabbern scheint. Schließlich schaut er zu Gunnar, doch sein Freund zuckt nur mit den Schultern. Mit einem Knurren und einem finsteren Blick winkt Olvir ab und dreht euch allen den Rücken zu. Du beobachtest den Kapernfahrer noch immer, als der Hetmann dich kräftig an den Schultern packt und zu sich zieht. Er schaut dir direkt in die Augen, während er dir seinen heißen, alkoholschwangeren Atem ins Gesicht haucht. Du gehörst nicht zu uns, Fremdling. Du stammst nicht aus Eisleifs Fell, nicht aus Torval. Du bist weder an unsere Eide gebunden noch an unsere Tradition. Aber ich bitte dich jetzt, ganz gleich, was passiert, bringe meine Tochter sicher nach Hause. Bevor du etwas sagst, nimmst du langsam und vorsichtig die Hände des Hetmanns von deiner Schulter und trittst zurück. Das gibt dir keine Zeit, alles vorzuverarbeiten, was seit dem Angriff gesagt wurde. Aber du weißt, dass er eine Antwort erwartet. Wir können sagen, dass wir es versprechen, dass wir mitgehen oder dass wir das Ganze nicht verstehen. Also mitgehen zumindest, ne? Ja, wir versprechen das, oder? Das ja, komm. Bei Fall müssen wir ja nicht wieder zurückkommen. Genau. Ich verspreche es dir, Hetmann Firunjason. Ich werde Estrid nach Hause bringen. Mein Wort, dein Pfand. Richtig? Der Hetmann starrt dich an, während er versucht, deine Worte zu verarbeiten. Auch dein eigener Verstand rast und du bist dir nicht sicher, ob es klug war, das zu sagen. Du spürst es wieder, dieses Unbehagen, das immer wieder in der Mitte deines Wesens spielt. Was geht hier vor? Du wirst von Ulfgar zurück in die Realität geholt, der seine Nervosität heruntergeschluckt und nickt. Wo ist diese Waffe, Brand? Was künden die Legenden? Sehr wenig, wenn ich mich recht erinnere. Wenn sie wirklich geglaubt hätte, dass er noch einmal gebraucht wird, hätte er wohl nicht mit dem Krieger aufs Meer hinausgeschickt. Hä? Wenn sie wirklich geglaubt hätte, dass er noch einmal gebraucht wird, wäre er wohl nicht mit dem Krieger aufs Meer hinausgeschickt worden. Aber was damit geschehen ist, weiß ich nicht. Das ist an der Westküste der Halbinsel Prem. Der Weg dorthin ist weit. Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden, diesen Zusammenhang. Du? Also ich glaube, da ist mit dem Krieger zusammen die Waffe raus oder irgendwie. Naja, irgendwas fehlt da, ne? In der Geschichte. Dann ist es ein Glück, dass du ein Schiff hast, das eine solche Reise bewältigen kann, nicht wahr, Gunnar Runolfsson? Während sie sprechen, unterhält sich Eistrid leise mit ihrem Vater, aber sie verstummt, sobald sie es tun. Sie steht aufrecht da und nickt dem Godi respektvoll zu. Ich hole meine Sachen und wir machen uns sofort auf den Weg zum Strand. Nimm nur das Nötigste mit, sagt Gunnar. Als Gunnar ihr hinterherruft, beginnen auch die anderen Brands Hütte zu verlassen. Der Letzte, der sich bewegt, noch nach dir, ist Olvir, der mit verschränkten Armen in die Schale des Seers starrt. Als er merkt, dass er beobachtet wird, knurrt er wieder und geht an dir vorbei in die Nacht. Wieder fragst du dich, wie du es geschafft hast, dich dort wiederzufinden, wo du bist. Innerhalb von 2 Tagen hat sich dein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Aber es ist nicht die Gefahr, in den Wahnsinn getrieben zu werden, die dich nervös macht. Seltsamerweise ist die Ungewissheit darüber, was dich erwarten wird. In der kalten Nachtluft vor der Hütte hast du das Gefühl, dass du endlich durchatmen kannst. Du versuchst dem Ganzen einen Sinn zu geben. Olvir und Gunnar entfernen sich von der Gruppe und reden leise miteinander.
Ulfgar, Brandt und Raskir atmen ebenfalls durch und schauen sich verschweigend um, als wüssten sie nicht recht, was sie sagen oder tun sollen. Einige der Besucher des Festes tummeln sich noch auf dem Platz. Einer von ihnen fragt den Hetman, ob alles in Ordnung und was los sei. Doch Ulfgar winkt ab, schickt sie in ein Langhaus, er solle etwas schlafen. Der Gunnar fragt, Godi? Du hörst Gunnar, der sich zu den Worten meldet und zügig zu Brandt zugeht. Bist du sicher, dass es alles notwendig ist? Kann diese Kreatur uns über Ozeane hinweg folgen? Wir müssen wirklich die Tochter des Hetmans und diesen Fremdling mitnehmen? Notwendig? Nein. Aber wenn man den Geschichten Glauben schenken darf, gibt es kein Entrinnen. Was auch deine zweite Frage beantworten sollte. Und was die dritte angeht, nein, ihr müsst den Fremdling nicht mitnehmen. Doch die Runias sprachen, dass ihr vielleicht keine andere Wahl habt. Der Hetman wäre erzürnt, wenn du sein Kind zum Sterben verurteilst. All das zu hören, erfüllt dich mit einer neuen Art von Nervosität, die dich deine Worte an den Hetman umso mehr bereuen lassen. Während Gunnar und Olvir sich wieder ihrer eigenen Gesellschaft zuwenden, schaust du zu den anderen, die du nun zurücklassen wirst. Falls sie dich irgendwie unterstützen können, dann jetzt. Wir können mit Jaraskir reden, wir können mit Brandt reden oder wir können mit Ulfgar reden. Ich glaube, Ulfgar wäre ganz mal interessant zu wissen. Ja, ne? Du gehst leise auf den Hetman zu, der dich vor einer säuerlichen Grimasse betrachtet. Du bist zwei Nächte hier, Fremdling, und alles ist nun anders. Wir könnten sagen, dass die Leute merkwürdig reagieren, oder wir können ihn nach dem Eriksson fragen. Oh, Eriksson, ne? Du scheinst Olvir zu kennen, Hetman. Kannst du mir mehr über ihn erzählen? Wir können fragen, ob er gefährlich ist, ob er zahlreiche Winter hat oder warum er heute hier war. Ehrlich ist er immer. Alter, auch ungefähr gesehen, denke ich. Ja. Ich will auch wissen, warum der hier war. Ja. Darf ich fragen, warum er hier war? Er scheint einige Momente lang innerlich etwas abzuwägen, bevor er leise antwortet. Es ist nicht so, dass er aus unserer Gesellschaft verbannt wurde, aber er sieht sich selbst als einen Ausgestoßenen. Ich wollte das zu Eisleifsfels Vorteil nutzen, ihn bitten, die friedlosen Räuber vom Golf von Prim fernzuhalten. Wir können sagen, dass die Leute merkwürdig reagieren, oder wir können Danke sagen. Ich würde ganz auf die Leute wissen dann, ne? Ja. Einfach nur Danke sagen. Alle in der Halle reagierten so seltsam auf die Ankunft dieser Männer. Warum ist das so? Ulfgar seufzend schaut zu den Männern, die sich leise in der Nähe unterhalten. Sein Ton ist ernst, als er sich wieder zu dir wendet. Ehrlich gesagt, Fremdlingen, gehören sie zu einer merkwürdigen Gruppe. Heutzutage erreichen uns noch selten Nachrichten über ihre Raubzüge, und wenn das passiert, bedeutet das meist Ärger. Selbst ich bin mir nicht mehr sicher. Danke für deine Gastfreundschaft. Es war nicht so, wie ich erwartet habe. Ganz und gar nicht, um ehrlich zu sein, aber ihr habt mich gut behandelt. Zumindest größtenteils. Lass uns beide darauf hoffen, dass wir uns wiedersehen. Jetzt können wir noch mit Brandt oder mit Raskir reden. Dann lassen wir mit dem Godi reden, ne? Jo. Von allen Anwesenden scheint der Godi am friedlichsten zu sein. Die Götter haben ein aufmerksames Auge auf dich, Fremdling. Du musst nun vorsichtig sein. Wir können mehr über den Häscher fragen, oder wir mehr können fragen, warum wir auserwählt wurden. In dem Moment würde ich erstmal wissen wollen, was über den Häscher wissen, ne? Ja, finde ich auch. Kannst du mir mehr über den Häscher erzählen? Nur, dass du wahrscheinlich nie wieder einem Gegner wie ihm gegenüberstehen wirst. Du wirst die Götter auf deiner Seite brauchen, bevor alles vorbei ist.
Eine super Antwort, ne? Ja. Wir uns bedanken oder wir können jetzt noch fragen, warum wir auserwählt wurden. Dann will ich jetzt auch wissen, wieso ich auserwählt wurde. Warum hat dieser Hescher mich gezeichnet? Ich komme nicht aus Torwahl. Was habe ich getan? Das wissen nur die Götter, die Runias und der Hescher selbst, Fremdling. Er war erbarmungslos und es war ihm einerlei, ob sie aus wichtigen Familien stammten oder aus völlig Unbekannten. Ich weiß nur, dass du jetzt an ihn gebunden bist und dies bis zum Ende durchstehen musst. Du schaust den alten Mann ein paar Momente lang an, überlegst, was du sagen sollst, bevor du dich entscheidest, dass Schweigen einfacher ist. Ja. Du verneigst dich einfach und wendest dich schweigend ab. Das Gespräch wird unterbrochen, als Eistritt zurückkehrt. Sie hat ihr Haar zurückgebunden, trägt ein Schild auf dem Rücken und ihr Schwert an der Hüfte. Können wir aufbrechen, meint Olvir? Ja. Ulfgar umarmt sie fest, flüstert ein paar persönliche Worte ins Ohr, bevor sie sich umdreht, um sich von ihrem Bruder zu verabschieden. Ihr Atem ist etwas zittrig, als sie sich zu dir gesellt. Gemeinsam nähert ihr euch Olvir und Gunnar. Brand meint, ihr Atem ist etwas zittrig, als sie sich zu dir gesellt. Gemeinsam nähert ihr euch. Ach ja, das ist das Gleiche wieder. Brand meint dann gute Jagd. Und wir haben das Kapitel abgeschlossen. Ja, wunderbar. Und ich glaube, das war's für heute, wa? Glaub auch, ja. Ich wollte eigentlich nur bis 22. Das war relativ lang, ne? Ja. Jetzt gut 3, 3,5 Stunden. Hier, ja, wir sind jetzt fast, ne? 4 Stunden live. Mhm. Ja. Ja, mir gefällt das Spiel. Es hat mich so ein bisschen in den Bann gezogen. Mhm. Die Geschichte finde ich toll. Es hat so seine Schwächen zwischendurch. Ich hoffe, dass sie das noch ausmerzen hier mit den Errors und so. Mhm. Aber wie gesagt, Presseversion. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass wirklich ein gutes Feeling rüberkommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von der Story gehuckt. Also, ja. Na, das ist. Ich will einfach, wie es weitergeht. Ich bin auch noch irgendwie gespannt, ob das noch irgendwas mit diesem Priester zu tun hat oder so. Also ich würde, also wenn ich im Rollenspiel wäre, würde ich jetzt auch noch mal den Priester befragen, glaube ich. Ja. Das hätte ich wahrscheinlich sowieso schon längst gemacht, auf dem Weg dahin, aber Naja, der grinste dann auch so blöd und so. Und das naja. Ja. Aber aber gesagt, also ich will eigentlich jetzt wissen, also die Story ist schon ziemlich jetzt angetan. Das auf alle Fälle. Also mal schauen. Vielleicht spiele ich es irgendwann irgendwie noch weiter. Ja. Im Stream. Vielleicht auch für mich selber. So nach den ersten 4 Stunden. Ich will auf jeden Fall auch wissen, wie es weitergeht. Also ich werde es auf jeden Fall entweder persönlich oder im Stream spielen. Mhm. Dann haben wir jetzt irgendwie 2 Spiele, die ich noch streamen muss. Ja. Müssen wir nur gucken, wie ich die Zeit dafür finde. Ja. Wenn ihr da draußen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, könnt ihr ja mal positiv bewerten, das Ganze hier. Grüße da lassen und so. Und wenn das gewollt wird, können wir das gerne nochmal weiterspielen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Tengel. Ja, ich bedanke mich schon mal, dass ich dabei sein durfte. Das war sehr interessant. Für mich ja auch das erste Mal überhaupt in einem Stream so dabei zu sein. Ja, ja, genau. Das tolles erste Mal. Ja, und ich finde auch, es bringt mir doch sogar auch ein bisschen Respekt an von den Jungs und Mädels, die mit dir spielen. Auch dann die ganze Zeit da bei zu bleiben. Ja. Ich bin auch sehr froh, dass du da warst. Einfach irgendwie, weil ich meine, die ganze Zeit vorlesen und so. Ich hätte das ja bestimmt auch alles alleine gekonnt, so. Ja. Aber allein zu wissen, dass da noch jemand irgendwie ist, der, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, das ist befremdlich. Es war allerdings ein bisschen schwierig für mich, das teilweise zu verfolgen, weil das war teilweise gefühlt eine Minute, bis dann im Prinzip die Entscheidung gekommen ist, weil ich das also nochmal nachzulesen oder mal mitzulesen, was da so ist. Deswegen habe ich auch teilweise da selber ein bisschen gehangen. Ja, ja, das ist cool. Aber ich fand es gut. Also es hat mir Spaß gemacht, also das Spiel macht mir Spaß. Ja. Würde ich sagen, was das Spiel, also die Virtual Novel. Ja. Und ja, also ich glaube, ich werde mir das
zulegen. Sogar wirklich das große Paket, also das Artbook mitholen direkt. Ich finde die Artworks auch echt cool von dem Spiel. Ja. Also es ist halt sehr minimalistisch, aber es ist halt echt cool gezeichnet und so. Ja. Okay, dann können wir ja mal gucken, ob wir noch jemanden raiden können. Ja. Der hier so irgendwie online ist. Ja, erstmal viele Grüße noch an den Chat. Danke an den Genau, vielen, Chat vielen Dank, auch, dass ihr dabei wart. Ja, ja. Auf jeden Fall. An alle, die hier aktiv mitgemacht haben, ein dickes, dickes Dankeschön. Wir können ja mal gucken, wer ist denn irgendjemand, der Tabletop RPG spielt gerade? Was haben wir denn hier? Call of Cthulhu Kampagne. Das sieht doch ganz gut aus. Von Cozy Schmozy. Aha, da gehen wir jetzt mal rein und dippen mal ein bisschen in Call of Cthulhu. Ja. Benehmt euch und grüßt schön von uns. Horror mit Tentakel lohnt immer. Genau, und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ihr könnt ja auch mal da gucken oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.